Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Namen des gesamten Projektteams heiße ich Sie ganz herzlich zu unserer abschließenden Fachtagung des Forschungsprojektes Paris willkommen. Mein Name ist Clara Ackermann und ich werde Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Chantal Höhn durch die heutige Veranstaltung führen. Wir freuen uns sehr über das große, auch überregionale Interesse an diesem gesellschaftlich sehr wichtigen Thema, Gewalt in der Pflege. Ich bin mir sicher, viele von uns haben nicht nur einen beruflichen, sondern auch einen privaten Bezug zu dem Thema. Zwar mussten auch wir, wie so viele andere, in den vergangenen anderthalb Jahren die Veranstaltung Corona-bedingt auf ein virtuelles Format umkonzipieren, aber womöglich wird auch aus der Not eine Tugend, denn so konnten wir sehr viele mehr von Ihnen erreichen, und zwar im gesamten Bundesgebiet. Wir haben heute ein sehr heterogenes Publikum. Ich weiß, es sind viele Zuschauerinnen von Polizei und Justiz anwesend, von Aufsichtsbehörden, von Beratungseinrichtungen und Interessensvertretungen. Und zwar nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Bundesländern. Wir haben außerdem auch viele Teilnehmerinnen aus dem Bereich der Gesundheit und der Pflege, und zwar sowohl in der Praxis als auch als fachliche Referentinnen. Sie alle heißen wir ganz herzlich willkommen. Es ist nicht einfach, eine Veranstaltung zu planen für so unterschiedliche Zielgruppen. Und natürlich wird es den ein oder anderen Beitrag geben mit einem spezifischen thematischen Schwerpunkt, aber ich hoffe und glaube, dass für jeden und jede von uns etwas dabei ist. Sicherlich fragen Sie sich, welches, so der Projekttitel ja verheißt, die Wege zur Prävention und Verfolgung von Gewaltstraftaten gegen Pflegebedürftige sind, die wir in den vergangenen 2,5 Jahren Projektlaufzeit gefunden haben. Wir werden in den nächsten Stunden unser Bestes tun, Ihnen auf ansprechende Art und Weise unsere Projektergebnisse zu präsentieren, und hoffe, dass die Sie inspirieren und auch zu Diskussionen anregen werden. Das Programm, das Sie heute erwartet, stellt Ihnen nun meine Kollegin Chantal Höhn vor. Ja, vielen Dank, Clara. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie heute herzlich zu unserer Fachtagung im Rahmen unseres Forschungsprojekts Paris begrüßen. Herzlich willkommen sowohl an unsere Gäste vor Ort als auch die zahlreichen Teilnehmenden, die sich virtuell zugeschaltet haben. Meine Kollegin Clara Ackermann hat Ihnen ja bereits den Anlass unseres Zusammenkommens näher gebracht, und zunächst einmal möchten wir Ihnen zeigen, was wir heute in den nächsten 5 Stunden mit Ihnen vorhaben. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Steyhoff, Leiter des Landeskriminalamtes Berlin, für den Einstieg in unsere Fachtagung gewinnen konnten. Nach dieser Begrüßung würden wir zum ersten Tagesordnungspunkt übergehen, der zur inhaltlichen Einführung der heutigen Veranstaltung dient. Wir möchten Ihnen Ergebnisse aus unseren beiden empirischen Studien, der Akten- und Interviewanalyse, vorstellen, die sich spezifisch mit der Thematik Gewalt gegen ältere pflegebedürftige Personen beschäftigen. Der Vortrag wird von den Mitarbeitenden der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster referiert. Im Anschluss wird Ihnen im Rahmen einer Frage- und Diskussionsrunde die Möglichkeit gegeben, auf die Studie näher einzugehen. Nach diesen knapp anderthalb Stunden planen wir eine 15-minütige Kaffeepause, damit wir anschließend erfrischt in den zweiten Teil starten können. In Panel 2 werden wir uns den praxisorientierten Produkten zuwenden, die im Laufe des Projektes erarbeitet wurden. Dieser Beitrag erfolgt durch die Kolleginnen des LKA Berlin, Clara Ackermann und Johanna Erlbeck. Auch hier möchten wir den Vortrag wieder mit einer unmittelbar folgenden Frage- und Diskussionsrunde abschließen. Nach dieser, ich hoffe doch sehr anregenden Diskussionsrunde, haben wir uns erst einmal eine Mittagspause verdient, sodass wir um 13.30 Uhr für die Podiumsdiskussion unter der Leitung von Herrn Prange wieder zusammenfinden. Grundlage für die Podiumsdiskussion ist die Frage, wie Polizei und Gesellschaft pflegebedürftige Menschen besser vor Gewalt in der Pflege schützen können. Und hierfür möchten wir an dieser Stelle schon einmal unsere Expertinnen begrüßen, die sich trotz der dynamischen Pandemielage für eine Präsenzform ausgesprochen haben. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Die Veranstaltung endet dann planmäßig um 15 Uhr mit einem kleinen Wrap-up und Ausblick, in dem noch einmal die wesentlichen Aspekte des heutigen Tages zusammengefasst werden. Und wir bemühen uns natürlich, das Tagungsprogramm zeitlich wie vorgesehen auch durchzuführen, aber es kann natürlich immer mal wieder zu kleinen zeitlichen Abweichungen kommen. Ja, eine hybride Veranstaltung ist nicht das interaktivste Veranstaltungsformat per se, so wie wir das hier durchführen in Form eines Livestreams. Nichtsdestotrotz werden wir uns bemühen, Sie soweit es geht in die Veranstaltung einzubeziehen.
Und dafür stehen Ihnen während der gesamten Veranstaltung verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können uns jederzeit Fragen und Anregungen zusenden, und zwar entweder über Mail auf abschlussveranstaltung.paris@gmail.com oder, und noch lieber, über die Plattform Mentimeter. Da finden Sie einerseits den Link in Ihrer Einladungs-E-Mail im roten Kasten. Sie sollten den Link nehmen, der auf SQ5 endet. Oder Sie scannen den QR-Code ein, der Ihnen auch während der gesamten Veranstaltung immer wieder eingeblendet wird. In jedem Fall kommen Sie auf die gleiche Seite. Das Interface sieht dann in etwa so aus, wie Sie es hinter mir sehen. Und dann würde ich Sie bitten, Ihre Frage in das Antwortfeld einzutippen und auf Absenden zu klicken. Wir werden unser Möglichstes tun, Sie während der Frage und Diskussionsrunden zu beantworten. Für den Notfall, also wenn Sie sagen, Ihnen brennt eine Frage unter den Fingernägeln und Sie könnten sie über keinen anderen Kanal loswerden, steht Ihnen auch eine Telefonnummer zur Verfügung, 030 4664 90 90 16. Ja, nun möchte ich zum Abschluss der Einführung noch ein paar besonders wichtige Personen namentlich begrüßen. Und zwar als erstes Frau Dr. Reichel vom Projektträger VDI, die dieses Projekt im Namen unseres Förderers, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, ganz hervorragend betreut und verwaltet hat. Dann anschließend unsere assoziierte Partnerin, die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin, derzeit kommissarisch vertreten von Frau Warnke. Die Mitglieder des Fachbeirates, die uns auch während der gesamten Projektlaufzeit unterstützt haben. Einige von Ihnen hier vor Ort, andere zu Hause oder im Büro. Und natürlich die Expertinnen hier am Veranstaltungsort, die unsere multiprofessionelle Podiumsdiskussion nach der Pause mit ihrem großen Fachwissen bereichern werden. Ich begrüße außerdem unseren Projektkoordinator Matthias Prange, der heute die Podiumsdiskussion moderieren wird, und den Teilprojektleiter der Deutschen Hochschule der Polizei, Professor Dr. Thomas Görgen. Last but not least begrüße ich den Direktor des Landeskriminalamtes, Herrn Christian Steioff, der sich netterweise bereit erklärt hat, heute einige Grußworte an Sie zu richten, was auch nochmal die riesengroße Bedeutung dieses Themas für unsere Polizeibehörde, für das Landeskriminalamt Berlin unterstreicht. Herzlich willkommen, Herr Steioff. Ja, vielen Dank, Frau Ackermann. Auf der Fahrt hierher habe ich im Radio gehört, dass der Durchschnittsberliner etwa 65 Stunden im Jahr im Stau steht. Anderthalb Stunden habe ich hinter mir. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Fernsehen würde man sagen, und wenn Sie das hier sehen, das sieht so ein bisschen aus wie im Fernsehstudio, herzlich willkommen allen an den Bildschirmen, die uns zugeschaltet sind. Ich darf Sie im Namen des Landeskriminalamtes begrüßen zu dieser Veranstaltung, Abschluss des Projektes Paris. Das Thema, ein sehr ernstes, Gewalt in der Pflege, weckt unangenehme Gefühle bei dem einen oder anderen. Je älter man wird, desto eher kommt man mit diesem Thema in Berührung. Jeder von uns hat möglicherweise Angehörige, Elternteile, Großelternteile, die in einen pflegebedürftigen Zustand kommen und deren Wohlergehen und vor allen Dingen körperliche Unversehrtheit uns eben sehr am Herzen liegen. Und die Vorstellung, dass solche wehrlosen Menschen, die unseres Schutzes bedürfen, psychischen oder physischen Gewalt oder Leid ihnen angetan wird, das ist, glaube ich, für jeden von uns ein Thema, wo Emotionen geweckt werden. Insbesondere in Pandemiezeiten ist ja das Wort Pflegenotstand in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, und es ist sicherlich einer der vielen Faktoren, die Gewalt an Schutzbedürftigen zu Pflegenden sozusagen fördern oder das zumindest befördern. Neben dieser persönlichen Ebene, die vielleicht jeder mehr oder weniger spürt oder kennt, ist das Thema aber für uns als Landeskriminalamt hier in Berlin schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten ein Thema, weil wir ein Spezialkommissariat im LKA 12 eingerichtet haben, was sich um Delikte an Schutzbefohlenen kümmert, so nennt sich das, die also Fälle bearbeiten, wo gegen vulnerable Personengruppen in aller Regel sind das aber Kinder, vielleicht noch junge Jugendliche,
ein großes Schwerpunktthema bilden, aber grundsätzlich Schutzbefohlen natürlich auch die Altersgruppe der zu Pflegenden beinhaltet. Wir müssen allerdings feststellen in der Praxis, dass die meisten Fälle, die wir tatsächlich bearbeiten, solche sind von Kindern, die misshandelt werden, sodass wir konstatieren, dass wir im Bereich der Gewalt in der Pflege ein ziemlich großes Dunkelfeld haben. Das hat eine Vielzahl an Gründen sicherlich. Pflegebedürftige Menschen sind oft kognitiv oder motorisch sehr stark eingeschränkt. Sie sind sehr abhängig von den Menschen, die sie pflegen. Und sie können vielfach selbst gar keine Anzeige erstatten. Das unterscheidet sich nicht im Wesentlichen von Kindern. Nur in diesem Feld sind wir sowohl präventiv als auch repressiv, das müssen wir konstatieren, deutlich besser aufgestellt, was unsere Erfahrungswerte angeht. Zu Pflegende sind häufig in ihrer Pflege und in der Alltagsbewältigung von Pflegekräften abhängig, auch solchen, die Gewalt ausüben, psychische wie physische Gewalt. Und oftmals spielen auch Ängste eine Rolle, dass die Versorgungssituationen, die diese zu Pflegenden erfahren, schlechter werden könnten oder gar nicht mehr da wären. Und dazu kommt, glaube ich, noch das Thema, wie kann man solche Gewaltausübung erkennen? Oftmals sind zu Pflegende sehr stark körperlich eingeschränkt, haben Krankheitsbilder, die uns auch als Polizei, aber auch anderen Kräften, die mit solchen Dingen konfrontiert werden, nicht sofort erkennen lassen, ob sozusagen eine körperliche Folge krankheitsbedingt ist oder eine Folge von Gewaltausübung. All das führt jedenfalls dazu, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit äußerst gering ist und häufig diese Fälle von Gewaltausübung unentdeckt bleiben. Wir als Sicherheitsbehörde haben den Anspruch, aber auch den Auftrag, an solchen eher schlechten Ausgangssituationen etwas zu verändern und solche vulnerablen Personengruppen besser zu schützen. Deswegen hat Professor Görgen, als er den Vorschlag an uns herantrug, auf diesem Feld ein wenig mehr zu forschen und zu tun, offene Türen eingerannt. Und wir freuen uns auch, dass wir mit diesem Projekt eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten haben, die die Bedeutung des Themas für die Gesellschaft offensichtlich genauso hoch eingestuft haben wie wir. Diese Förderung ist deswegen wichtig, weil Polizisten per se jetzt nicht als allererste Profession die Forschung haben. Und es ist uns eben gelungen, durch die Fördergelder zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen einzustellen, die im Wesentlichen dieses Thema eben für uns und mit uns bewegt haben. Unterstützt wurden wir auch von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin, möglicherweise in den nächsten Wochen mit einer anderen Ausrichtung im Namen. Das ist ja meistens so nach Wahlen. Aber letztendlich bleibt das Kernthema sicherlich erhalten und aufgrund des politischen Gestaltungspotenzials und der Unterstützung, die wir da erfahren haben, ist die Senatsverwaltung eine wichtige assoziierte Partnerin in diesem Projekt. Gemeinsam möchten wir mit diesem Projekt den Schutz von pflegebedürftigen Menschen vor Gewalt verbessern. Das ist eine riesige Mammutaufgabe, die uns vor allen Dingen nicht allein gelingen wird. Deswegen ist einerseits Thema des Projektes eine Auswertung, eine Erhellung möglicherweise des großen Dunkelfeldes, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wir werden das sicherlich im Laufe des Tages hören, auch Hinweise, wie wir als Strafverfolgungsbehörde besser in dieses Thema reinkommen, wie wir unsere Fähigkeiten und unsere Kompetenzen erweitern können. Aber letztendlich ist auch Ziel des Projektes, sozusagen für die Zukunft ein Netzwerk zu gestalten und zu halten vor allen Dingen, mit dem wir mit vielen Akteuren dieses wichtige Feld beackern können. Wir haben
einen ersten Schritt, denke ich, gemacht, indem wir in der Projektzeit bereits einen Fachbeirat, der sehr interdisziplinär besetzt ist, installieren konnten und 8 wichtige Institutionen in diesem Thema Pflege gewinnen konnten, die uns unterstützen in diesem Fachbeirat. Und wir wollen auch in Zukunft unterschiedliche Kräfte bündeln und wollen mit unterschiedlichen Berufsgruppen, mit Anlaufstellen, mit NGOs gemeinsam zusammenarbeiten, um Gewalt gegenüber zu pflegenden Personen zu verhindern oder konsequent verfolgen zu können. Jetzt geht also nach 2,5 Jahren Projektlaufzeit dieses zu Ende und ich muss mal sagen, mit hohem Respekt, weil trotz der Pandemie, wo sich etliche Dinge total verschoben haben, ja fast noch im Zeitplan, würde ich mal sagen. Wir hatten, glaube ich, zum Ende des Jahres eine solche Veranstaltung, hier Abschlussveranstaltung, geplant. Wir haben noch nicht Ende des Jahres, also insofern liegen wir sehr gut im Zeitplan. Und die beiden Forschungsstudien, die werden sicherlich noch vorgestellt, einerseits Auswertung von Strafermittlungsakten, andererseits Experteninterviews, aber auch diverse Workshops für die Netzwerkarbeit, die wir aufbauen und die wir erhalten wollen, sind durchgeführt worden. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge jedenfalls für unsere Behörde daraus ziehen können. Ich freue mich, dass das Projekt heute zu einem erfolgreichen Abschluss führt und gleichzeitig eben der Auftakt für eine zukünftige, feste und enge Netzwerkarbeit ist. Ich freue mich auch, dass Interesse an diesem Projekt weit über die Grenzen Berlins hinaus offensichtlich da ist und dass Sie alle in einer unbekannten Vielzahl an den Bildschirmen aus allen Bundesländern Interesse haben, die Erkenntnisse, die wir aus diesem Projekt gewinnen konnten, vielleicht für sich zu adaptieren. Ich wünsche Ihnen jetzt, die Sie virtuell, aber auch tatsächlich körperlich hier in diesem Raum an der Abschlussveranstaltung teilnehmen, trotz des etwas ungewöhnlichen oder gewöhnungsbedürftigen Formats viel Erfolg und viel Freude heute und viele wichtige Erkenntnisse. Und ich darf mich jetzt als LKA-Leiter nochmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Prange und seinem Team, weil diese zweijährige Arbeit eine enorme Last neben dem normalen Geschäft ist, was man so zu bewältigen hat in seiner Einheit. Also Herr Prange, herzlichen Dank und Ihnen viel Vergnügen und viel Spaß heute. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Steyhoff. Die gesellschaftliche und polizeiliche Bewältigung dieses Problemfeldes Gewalt in der Pflege hängt wesentlich von unserem Wissen ab. Wissen über das Gewaltphänomen, über seine Entstehungsbedingungen und Entdeckungskontexte. Nur auf einer entsprechenden Wissensbasis können wir sinnvolle und tragfähige Handlungskonzepte entwickeln. Um unser Wissen in diesen Gewaltphänomenen zu vergrößern, haben wir in den vergangenen 2,5 Jahren 2 empirische Forschungsstudien durchgeführt, und zwar zum einen eine Aktenanalyse, bei der wir systematisch justizielle Ermittlungsakten erhoben und ausgewertet haben, und eine Interviewstudie, bei der wir Expertinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen interviewt haben. Welche neuen Erkenntnisse wir daraus gewonnen haben, wird Ihnen nun das Projektteam der Deutschen Hochschule der Polizei unter Leitung von Professor Dr. Thomas Görgen vorstellen, zusammen mit Chantal Höhn und heute vertretungsweise für Carina Schiller konnten wir Nathalie Köpsel gewinnen, die sich sozusagen kurzfristig in das Thema eingearbeitet hat, da Frau Schiller pandemiebedingt leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann. Herzlich willkommen und bitte. Auf den Fall nach unten drücken. Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute hier ein wenig von unseren Projektergebnissen vorstellen dürfen. Ich danke auch nochmal Herrn Steyhoff ganz ausdrücklich für diese sehr inspirierenden, einleitenden Worte. Ich will mich ganz kurz fassen. Ich möchte nur einen kleinen Einstieg in die Studie, in die Studien geben, die wir in den letzten 2 Jahren gemeinsam mit dem LKA Berlin durchführen konnten und werde dann sehr gerne an meine Mitarbeiterinnen Chantal Höhn und Nathalie Köpsel
übergeben. Ich will beginnen mit einem kurzen Zitat, das manche von Ihnen vielleicht kennen werden. Ein Satz, den der längst verstorbene frühere Bundespräsident Gustav Heinemann einmal gesagt hat. Er sagte, man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Das ist ein Satz, der sehr viel von dem in sich hat, was uns inspiriert hat zu diesem Projekt und was hoffentlich vielleicht auch ein wenig der Output des Projekts sein wird. Die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die Kinder sind eben schon angesprochen worden, die Schutzbefohlenen, die den größten Anteil der polizeilichen Kunden im Moment noch in diesem Bereich darstellen. Aber dazu gehören ohne Zweifel auch die hochaltrigen Pflegebedürftigen, die körperlich, die in ihren kognitiven Fähigkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Ich will Ihnen wirklich nur einen ganz kurzen Überblick geben über das Projekt Pflege als Risiko, Wege zur Prävention und Verfolgung von Gewaltstraftaten gegenüber Pflegebedürftigen ist der Name. Ich darf Ihnen auch ein kleines Geheimnis verraten. Solche Projekte haben immer ein Akronym. Das sehen Sie hier auch. Und es gibt im Projekt über die ganzen 2 Jahre hinweg 2 Schulen der Aussprache dieses Projekts. Die Berliner sagen Paris, wir haben immer Paris gesagt, aber wir haben uns trotzdem sehr gut verstanden. Inhaltlich hat es, glaube ich, keinen Abbruch getan. Ja, es ist ein Projekt, das gefördert wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und zwar im Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms der Bundesregierung. Ein Programm, das vor etwa einem Jahrzehnt aufgelegt wurde, um anwendungsorientierte, sicherheitsbezogene Forschung an den Start zu bringen und möglich zu machen. Und es wird dort gefördert im Rahmen einer Förderlinie, die hört auf den schönen Namen Anwenderinnovativ. Anwenderinnovativ sind Projekte, bei denen der Anwender, in dem Fall die Polizei Berlin, das Landeskriminalamt Berlin, den Forschungsbedarf, den Problembedarf, die Problemdefinition vorgibt und sagt, wir könnten uns vorstellen, mit einem wissenschaftlichen Partner oder einer wissenschaftlichen Partnerin an der Lösung eines bestimmten Problems, nämlich ein vielleicht noch besserer Service für, wenn man das Service nennen kann, für Menschen mit Pflegebedarf, die von Gewaltstraftaten betroffen oder davon bedroht sind, zu erbringen als Polizei Berlin. Projektträger, auch sowas gibt es immer bei solchen Projekten, ist das VDI Technologiezentrum GmbH. Frau Dr. Reichel ist eben schon begrüßt und erwähnt worden. Ich kann nur wiederholen, dass wir sehr glücklich darüber sind, Sie als Projektunterstützende zu haben. Solche BMBF-Projekte, Sicherheitsforschungsprojekte, werden eigentlich immer in sogenannten Konsortien durchgeführt. Die macht nicht eine Institution alleine, sondern es machen mehrere zusammen. Und hier sind es eben wir beide gewesen und sind es ja immer noch, die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. Wir sind die, für die, die uns nicht kennen, die Hochschule für den höheren Dienst aller Polizeien der Länder und des Bundes, also der 16 Länderpolizeien und des BKA und der Bundespolizei. Wir haben auch das schon erwähnt, eine assoziierte Partnerin, über die wir auch sehr froh sind, nämlich die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Berlin. Wir sind durch das ganze Projekt von einem Projektbeirat begleitet worden, der heute ja auch in Teilen teilnimmt und teilnehmen kann. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch die Projektstruktur skizzieren. Man kann sich das tatsächlich wie eine Pyramide vorstellen. Wir haben uns gesagt, wir wollen zunächst mal eine empirische Grundlage legen. Wir wollen uns anschauen, was ist denn und was könnte denn sein im Bereich des Umgangs mit Gewaltstraftaten zum Nachteil von Pflegebedürftigen. Und wir haben das, es ist schon am Rande erwähnt worden, auf 2 Wegen getan. Wir haben gesagt, wir gucken uns zunächst mal an, was macht Polizei denn bisher im Bereich Gewalt gegen Pflegebedürftige. Nicht so sehr präventiv, sondern was passiert da im Bereich der Strafverfolgung? Hat Polizei überhaupt mit solchen Fällen zu tun? Wenn ja, was sind das für Fälle? Was wird da, wie wird da ermittelt? Wie enden die Verfahren und Ähnliches? Und unsere Entscheidung war, den Weg zu gehen, das über eine Auswertung von justiziellen Akten zu machen. Darüber werden die Mitarbeiterinnen gleich noch berichten. Der zweite Weg war eine Interviewstudie, die weit über den unmittelbaren Bereich der Polizei hinausgeht. Das heißt, wir haben mit Experten, Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Berufs- und Handlungsfeldern gesprochen, die einen Bezug zum Thema Pflege und zum Thema Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen haben.
oder haben können und haben versucht, Perspektiven zusammenzutragen zu Fragen wie, von welchen Gefährdungen sind ältere Pflegebedürftige dann betroffen, was sind die Hintergrundfaktoren dafür und wie könnte Prävention, wie könnten Gegenmaßnahmen aussehen. Darüber möchten wir Ihnen in den nächsten Minuten dann halt berichten. Zweite Stufe der Pyramide, das werden die Kolleginnen aus Berlin danach hervorstellen. Das sind dann sozusagen die praktischen Anwendungen dessen, was empirisch erarbeitet worden ist, sowohl auf der polizeilichen Ebene im Sinne von Weiterentwicklung von polizeilichen Handlungsansätzen, auch im Bereich der Schulung, der Fortbildung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, darüber hinaus aber auch in der Entwicklung von vernetzten Arbeitskonzepten. Und schließlich die Spitze der Pyramide, Sie sehen es, die bildet das, wo wir heute sind. Nicht sozusagen, dass jetzt alles in dieser Veranstaltung kulminieren würde, aber sie hat halt einen gewissen abschließenden Charakter. Das heißt, wir freuen uns darüber, heute mit Ihnen noch einmal hier Ihnen Ergebnisse präsentieren und mit Ihnen diskutieren zu können. Und warum geht es jetzt nicht weiter? Mache ich irgendwas falsch? Irgendwie bewegt sich es jetzt nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, Fall nach unten. Aber ja, jetzt geht's. Gut, manchmal müssen Frauen an die Technik ran. Ja, bevor ich an die Mitarbeiterin übergebe, gerade noch ganz kurz der Überblick über das, wozu Chantal Höhn und Nathalie Köpsel jetzt gleich eben in größerem Detail sprechen werden. Das sind die beiden empirischen Studien, die wir in den letzten 2 Jahren durchgeführt haben. Wir haben auf der einen Seite gut 350 Akten ausgewertet, Akten geführt von der Staatsanwaltschaft und der Amtsanwaltschaft Berlin. Zu Fällen von Gewaltvorkommnissen zum Nachteil von älteren Pflegebedürftigen, Gewaltvorkommnisse in einem relativ weiten Sinne, also Straftaten gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, wir haben im Wesentlichen den Bereich der Eigentumsvermögensdelikte ausgeklammert. Da geht es um so Fragen wie, inwieweit sind ältere Pflegebedürftige denn überhaupt von Gewaltstraftaten, die ins Hellfeld gelangen, betroffen? Welche Besonderheiten bringt dieses Deliktsfeld für die Strafverfolgungsbehörden mit sich? Wie erfährt Polizei oder vielleicht auch mal die Staatsanwaltschaft denn überhaupt von einschlägigen Fällen? Wie gehen diese Verfahren weiter? Wie enden sie letzten Endes? Und wir haben schließlich als zweite Studie dann eine multiperspektivisch ausgerichtete Interviewstudie durchgeführt, wo wir Menschen aus vielen unterschiedlichen beruflichen Perspektiven zusammengebracht haben und mit ihnen über diese Thematik, welchen Gefährdungen unterliegen ältere Pflegebedürftige und was kann man dagegen tun, noch einmal gesprochen haben. Was die Ergebnisse dieser beiden Studien sind, dazu übergebe ich sehr gerne dann an meine beiden Mitarbeiterinnen. Chantal Höhn wird vor allem die Aktenanalyse vorstellen und Nathalie Köpsel wird stellvertretend für Carina Schiller, die, wie gesagt, heute nicht teilnehmen konnte, über Ergebnisse der Interviewstudie berichten. Pointer noch, Thomas? Danke. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einführung. Jetzt schon zu weit. So, zunächst ein kurzer Einblick in die verschiedenen Themenbereiche unserer empirischen Studien. Die inhaltlichen Schwerpunkte, die Sie auf der Folie sehen, orientieren sich einerseits am Aufbau unserer beiden Erhebungsinstrumente. Das ist einmal der sogenannte Aktenanalysebogen und andererseits unser Interviewleitfaden, sowie an einem zeitlich logischen Ablauf an Ereignissen im Rahmen einer Straftat. Wir haben uns vor allem mit der Frage beschäftigt, wie denn die Fälle von Gewaltstraftaten gegenüber älteren, pflegebedürftigen Menschen beschaffen sind, mit denen Polizei und Justiz befasst sind. Das heißt, wir haben Daten zur Phänomenologie erhoben, zu Tatgeschehen, zu Tatkontexten, aber auch zu Entstehungsbedingungen. Weiterhin haben wir Opfer- und Tatverdächtigencharakteristika, also die tatbeteiligten Personen, untersucht und Erkenntnisse zur Tatgenese erheben können. Wie Herr Görgen ja schon anfangs eingeführt hat, wie und durch wen erlangen denn Polizei und Justiz Kenntnis von Fällen der Misshandlung und Vernachlässigung Pflegebedürftiger. Das heißt, es geht hier um den polizeilichen Fallzugang und welche Rolle spielen die Eigenwahrnehmungen der Strafverfolgungsbehörden.
Weiterhin, wie gestalten sich polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen in Fällen von Gewalt gegenüber älteren pflegebedürftigen Menschen? Wir haben uns die polizeiliche und justizielle Fallbearbeitung angeschaut und sind dann zum Verfahrensgang übergegangen. Das heißt, welchen Verlauf nehmen die Verfahren wegen des Verdachts von Gewalttaten zum Nachteil pflegebedürftiger älterer Personen? Ein weiterer Bereich, der insbesondere in unseren Interviewleitfäden zum Vorschein kam, war der Bereich der Prävention, also Möglichkeiten, Voraussetzungen und Grenzen des präventiven und repressiven Schutzes älterer pflegebedürftiger Menschen vor Misshandlung und Vernachlässigung, also Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Viktimisierungen im höheren Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Und zum Schluss möchte ich noch auf den Bereich der Vernetzung eingehen. Welche Kooperationen und Netzwerke braucht es denn in diesem Feld und im Umgang mit der Problematik von Gewalttaten zum Nachteil älterer Pflegebedürftiger? Im heutigen Vortrag werden wir aber bei der Darstellung unserer Projektergebnisse etwas von dieser Struktur abweichen. Bevor wir nun inhaltlich in die Projektergebnisse einsteigen, möchte ich Ihnen, liebes Publikum, einen kurzen Eindruck davon vermitteln, was das denn für Fälle sind, mit denen Polizei und Justiz bislang konfrontiert ist, wenn wir uns mit dem Phänomenfeld Gewalt zum Nachteil dieser Pflege- und schutzbedürftigen Personengruppe auseinandersetzen. Wenn wir von Gewalt sprechen, kann diese sich zum Beispiel in Missachtung der Bedürfnisbefriedigung der pflegebedürftigen Opfer äußern. Zum Beispiel, wenn die pflegebedürftige Person in ihrer Mobilität eingeschränkt wird, indem sie nicht in den Rollstuhl gesetzt wird oder nicht zur Toilette begleitet wird. Gewalt kann durch Freiheitsberaubung entstehen, in Form von mechanischer Fixierung, durch die Benutzung von Bettgittern oder Angurten. Sie kann sich in unterlassener Hilfe und Pflegeleistung äußern, wenn keine sachgemäße Versorgung vorgenommen wurde, und in teils vorsätzlicher physischer Misshandlung, zum Beispiel im Rahmen von Raubdelikten, münden. Gewalt und Aggressionen können entsprechend physischer und psychischer Art sein und ebenso auch physische wie psychische Folgen wie Hämatome, Frakturen, aber auch Vermeidungsverhalten, Angst und Scham und Hilflosigkeit bei den Opfern hervorrufen. Gewalt kann sich in unterschiedlichen Pflegesettings ereignen, in teilstationären Pflegeeinrichtungen als auch in der häuslichen oder ambulanten Pflege. Und von Gewalt und Misshandlung zum Nachteil älterer pflegebedürftiger Menschen sind häufig Personen betroffen, die unter verschiedenen Vulnerabilitäten wie Demenz, Immobilität, Inkontinenz oder geringer Wehrhaftigkeit leiden. Um Ihnen aber jetzt nicht weitere Erkenntnisse vorwegzunehmen, beginne ich nun mit den Analyseergebnissen zur Hellfeld-Studie. Wir hatten es ja bereits eingangs erwähnt, wir haben 354 Fälle zu justiziellen Verfahrensakten in unserer Studie untersucht. Und bevor ich Ihnen nun vertiefende Informationen zu den Fällen gebe, also zur Tatphänomenologie, zu Tathintergründen und auch zur polizeilichen Fallbearbeitung, möchte ich zunächst einen Überblick darstellen, welchen Ausgang denn die Verfahren genommen haben. Das heißt, die Tatgeschehen von hinten aufrollen und dann untersuchen. Und die daran anknüpfend vorzustellenden Ergebnisse können Sie dann vor dem Hintergrund Ihrer Einstellungsquote betrachten. Also unsere Grundlage waren 354 Fälle bzw. sogenannte Aktenanalysebögen. Ich hatte ja bereits erwähnt, das war unser Erhebungsinstrument. Und zu 12 Fällen lagen keine Informationen in der Akte zum Verfahrensausgang vor. Die übergeordnete Einstellungsquote in unseren Fällen lag bei 311 Fällen bzw. 88%, bei denen das Strafverfahren direkt durch die Staatsanwaltschaft bzw. Amtsanwaltschaft eingestellt wurde. Das heißt, es wurden ca. 9 von 10 Fällen direkt eingestellt. Häufige Gründe für die Verfahrenseinstellungen sind zum Beispiel, dass kein Strafantrag des Opfers vorlag, das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung gefehlt hat oder eben auch, dass eine geringe Schuld vorlag bzw. eine geringe Tatschwere anzunehmen war. Diese verbliebenen 31 Fälle, wir hatten ja jetzt die 311 Fälle und die 12 Fälle, die verbliebenen 31 Fälle, die differenzieren sich wie folgt. Wir haben in 11 Fällen einen Erlass eines Strafbefehls und in 20 Fällen kam es zu einer Anklage bei unseren Fällen. Von den 11 Fällen können wir berichten, dass in 8 Fällen
die Strafbefehle rechtskräftig wurden und in den restlichen 3 Fällen wurden seitens der Tatverdächtigen bzw. seitens der Rechtsanwältinnen Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt und es erfolgte in allen Fällen eine Verfahrenseinstellung. Wie teilen sich die weiteren 20 Fälle auf, in denen es zur Anklage kam? In 5 Fällen wurden die Strafverfahren in der Hauptverhandlung eingestellt und in 15 Fällen kam es im gerichtlichen Verfahren zu einem Urteil. Wir haben hier 13 Fälle Verurteilung und 2 Fälle Freispruch und diese Fälle beziehen sich vorwiegend auf einfache Körperverletzungsdelikte oder Misshandlung von Schutzbefohlenen. Für die 354 Fälle, die wir in unserer Stichprobe untersucht haben, wurden also relevante Gewaltdelikte zur Anzeige gebracht. Wir haben teilweise auch mehrere Delikte pro Strafanzeige. Da es sich um einen umfassenden Katalog aller psychische und physische Gewalt beinhalteten Straftaten handelt, haben wir sie der Übersichtlichkeit geclustert und die verschiedenen Kategorien, die Sie sehen, richten sich nach den jeweiligen Strafgesetzbuchabschnitten. Beginnend mit dem größten Anteil im Kreisdiagramm können wir berichten, dass die Polizei am häufigsten mit Körperverletzungsdelikten, nämlich mit 72%, konfrontiert ist. Die anderen Delikte, wie zum Beispiel Straftaten gegen die persönliche Freiheit, also Nötigung oder Bedrohung, aber auch Raubdelikte oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, verteilen sich auf nur geringe Prozentwerte. Und interessant an diesem Befund ist, dass hier auch ein klarer Bruch zwischen Hell- und Dunkelfeld besteht, da wir aus vielen Opferbefragungen wissen, dass insbesondere pflegebedürftige Personen häufig auch von psychischen Misshandlungen konfrontiert sind bzw. diesen ausgesetzt sind. Die am häufigsten berichteten körperlichen bzw. physischen Misshandlungsformen waren zu einem Viertel unserer Fälle Schlagen oder das Schlagen mit Gegenständen sowie grobes Anfassen oder Stoßen und Formen psychischer Gewalt äußerten sich häufig in Beleidigungen, Bedrohungen oder sexueller Belästigung. Es gibt Fälle, in denen unsere Opfer sowohl körperlich als auch psychische Schädigungen erlitten. Auf die möchte ich jetzt näher eingehen. Für Sie vorweg zur Info, die Zahlen lassen sich deshalb auch nicht auf 100% addieren, da wie gesagt die Opfer von mehreren Formen von Gewalt betroffen sein konnten. In circa 3/4 aller Fälle wurden die Opfer durch die Tat körperlich geschädigt. Schauen wir jetzt noch einmal auf den Schweregrad der physischen Schädigung, so sehen wir, dass in knapp 1/4 der Fälle die körperlich geschädigten Opfer keine sichtbaren Verletzungen aufwiesen. Ein weiteres Viertel wies leichte Verletzungen auf, wie zum Beispiel Hämatome oder Kratzer, und nur jeweils 7% wiesen mittelschwere oder schwere körperliche Verletzungen auf. Eine physische Vernachlässigung der Opfer lag in 24% aller Fälle vor und äußerte sich in einer Mangelversorgung bei der Ernährung, Körperhygiene und Medikamentenvergabe. Ergänzt wurden diese Fälle von unseren ExpertInnen noch durch Frakturen, mögliche Mangelerscheinungen bei den pflegebedürftigen Personen, verschiedensten Formen eines Dekubitus oder schlussendlich dem Tod als Folge der Gewalt. Ja, in circa 1/4 unserer Fälle wurde eine psychische Schädigung der Opfer dokumentiert, die sich durch eine Schädigung der persönlichen Ehre, durch Angst oder emotionaler Labilität bemerkbar machte. Dies wurde teilweise bestätigt und weiter noch ergänzt. Also es konnte gezeigt oder ergänzt werden, dass Ängste verstärkt oder neu entwickelt werden können, dass es dazu kommt, dass bereits bestehende psychische Verhaltenssymptome verstärkt werden, der soziale Rückzug folgt oder noch verstärkt wird und es zu Traumatisierung und Resignationserscheinungen bei den Opfern kommen kann. Angesichts der Schädigungen sind zudem Veränderungen des Wohnsettings der Opfer nach der Tatentdeckung auszumachen. Und wir können berichten, dass am häufigsten langfristige Ortswechsel in ein neues Wohn- oder Pflegesetting vorgenommen wurden. Zum Beispiel, wenn die Opfer nach der Tatentdeckung in ein Pflegeheim wechselten. Sowie langfristige Veränderungen innerhalb des Wohn- und Pflegesettings. Also hierzu gehören zum Beispiel BewohnerInnen oder MitarbeiterInnen, Umstrukturierungen in Einrichtungen oder das häusliche Pflegesetting wird langfristig durch einen ambulanten Pflegedienst unterstützt
oder es wurde eine Kündigung des pflegenden Tatverdächtigen vorgenommen. Ja, zunächst einige Grundangaben zu unserer Stichprobe, also insbesondere soziodemografische Angaben zu Opfer- und Tatverdächtigen. In unseren untersuchten Vorgängen gab es insgesamt 354 Opfer und darunter gab es 17 Opfer, die mehrfach viktimisiert wurden und entsprechend auch häufiger in unserer Stichprobe vorkamen. Weiterhin gab es in unserer Stichprobe insgesamt 375 tatverdächtige Personen. Von diesen tatverdächtigen Personen waren in unserer Stichprobe auch 32 Personen mehrfach vertreten und 84 namentlich nicht bekannt. Die nachfolgenden soziodemografischen Angaben zum Tatverdächtigen, die Sie hier aber sehen, beziehen sich auf die Anzahl namentlich bekannter Tatverdächtiger, nämlich 291. Wir hatten ja schon gesagt, damit eine Akte Zugang in unsere Stichprobe erhält, ist ein Kriterium unter anderem, dass die Opfer eben pflegebedürftig sind. Ein weiteres Kriterium war, dass die Opfer zum Tatzeitpunkt mindestens 60 Jahre alt waren. Das heißt, die Altersspanne bei unseren Opfern ist insofern begrenzt, dass sie per se ab 60 Jahren beginnt. Und im Durchschnitt waren die pflegebedürftigen Opfer 78 Jahre alt. Die Altersspanne lag bei 60 bis 101 Jahren. Bei den Tatverdächtigen, diese waren im Durchschnitt 55 Jahre alt und die Altersspanne lag bei 22 bis 90 Jahre, also entsprechend verteilt sich diese zwischen den jüngeren und älteren Jahren. Beim Geschlechterverhältnis gibt es ein eindeutiges Ungleichgewicht dahingehend, dass wir 64% weibliche Opfer und 36% männliche Opfer haben. Bei den Tatverdächtigen war der größere Teil männlich. Die Opfer waren ganz überwiegend deutsch. Bei den tatverdächtigen Personen können wir einen größeren Anteil an Migrationshintergrund ausmachen mit 17%, aber auch hier war der überwiegende Anteil, nämlich 3/4 unserer Stichprobe bzw. unserer tatverdächtigen Personen, auch deutsch. Zudem haben wir erhoben, wie sich das Wohnsetting der Opfer zum letzten Tatzeitpunkt gestaltete und können feststellen, dass diese zu gleichen Teilen jeweils 44% der Fälle in einem Privathaushalt sowie in einer Einrichtung und in 11% unserer Fälle in einer betreuten Wohngemeinschaft bzw. in einem betreuten Wohnen lebten. Und im Vergleich zur Wohnsituation ist folgende Grafik interessant. Wo haben denn die Taten stattgefunden? Die Taten ereigneten sich relativ ausgeglichen, aber etwas häufiger in teilstationären Pflege- und Hilfeeinrichtungen und mit 43% im häuslichen bzw. ambulanten Pflegesetting. Sonstige Tatorte mit 11% vertreten waren zum Beispiel virtuelle Räume, also ganz allgemein der öffentliche Raum, aber virtuelle Räume wie Internet oder Telefon oder ärztliche Praxisräume. Auffällig ist, wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe zur Wohnsituation und diese in Vergleich stelle mit unserem Tatort, mit unseren Settings, ist hier auffällig, dass die Wohnsituation zwischen Einrichtung und Privathaushalt mit jeweils 44% sehr ausgeglichen ist, obwohl in der Realität mehr Personen in der eigenen Häuslichkeit gepflegt werden. Nach Angaben der Deutschen Pflegestatistik wurden zum Jahresende 2019 77% der pflegebedürftigen Personen ab 60 Jahren in der eigenen Häuslichkeit versorgt. Und so könnte die aus unserer Stichprobe hervorgehende Gleichverteilung der Wohnsituation, die Sie wie gesagt hier noch einmal sehen, darauf hinweisen, dass begangene Taten in Einrichtungen häufiger zur Anzeige gelangen und das Dunkelfeld im Bereich der häuslichen Pflege wohl als sehr groß anzunehmen ist. Wir haben in unserer Studie also sowohl Taten untersucht, die sich in der Häuslichkeit als auch in Einrichtungen ereigneten. Die unteren beiden Kreisdiagramme zeigen die Art der Vorbeziehung, das heißt, in welchem Verhältnis standen die Tatverdächtigen zu den Opfern, mit Blick auf den Tatort. Innerhalb des Kriminalitätsphänomens Gewalt in der Pflege sind verschiedene TäterInnen und Opferkonstellationen möglich. Pflegebedürftige Menschen können von unterschiedlichsten Personen Gewalt erfahren. In den Fällen der vorliegenden Aktenanalyse bestand zu 95% der Fälle, in denen es einen namentlich bekannten Tatverdächtigen gab, eine Vorbeziehung zwischen den Tatverdächtigen und den Opfern und darunter in knapp der Hälfte der Fälle eine formelle oder informelle Hilfe- oder Pflegebeziehung. Unterscheidet man nun die Art der Vorbeziehung nach den Tatorten Einrichtung und Häuslichkeit, ergibt sich folgendes Bild in der linken Grafik unten.
können wir sehen, dass die Mehrzahl der Gewalthandlungen bei Taten, die sich in teilstationären Pflege- und Hilfeeinrichtungen ereigneten, wir haben hier 152 Fälle, dafür steht das N, diese durch MitbewohnerInnen oder eben ZimmernachbarInnen ausgeübt wurden mit 38%. Und circa ein Viertel der Tatverdächtigen waren Pflegepersonal oder unbekannte Personen. In der Häuslichkeit, hier haben wir 116 Fälle, ist der ganz überwiegende Anteil der Taten im häuslichen ambulanten Pflegesetting durch Angehörige oder Bekannte begangen worden mit 56%. Die sonstigen Tatorte, die Sie oben mit den 11% sehen, hier waren die Tatverdächtigen über die Hälfte der Fälle unbekannt oder Angehörige oder Bekannte. Wir haben nun des Weiteren gefragt, unsere ExpertInnen gefragt, wie denn Institutionen, das meint also verschiedene Einrichtungen der Pflege zum Beispiel, oder auch die Polizei und die Justiz, zur Kenntniserlangung kommen, wie sie also von den Vorfällen von Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen Kenntnis erlangen. Und einerseits kann es in allen Bereichen intern stattfinden, dass es interne Fallmeldungen gibt, in Einrichtungen beispielsweise durch das Personal, dass allerdings auch innerhalb der Polizei eigene Feststellungen im Rahmen anderer Ermittlungen beispielsweise erfolgen können, dass es also während einer Ermittlung eines Falls zum Aufdecken einer Gewalttat kommt und der infolgedessen weiter nachgegangen wird, dass allerdings auch klassisch eine Anzeige erstattet werden kann bei der Polizei oder auch Angehörige oder die Kontrollaufsicht sowohl zur Polizei als aber auch zur Einrichtungsleitung beispielsweise kommen kann und von solchen Fällen berichtet. Und weiterhin kann es auch im Rahmen eines Beratungssettings zu Fallerzählungen kommen, in denen von Straftaten berichtet wird, sodass es auch wichtig ist, dass das Beratungspersonal entsprechend geschult und sensibilisiert ist und weiß, wie es weiter zu verfolgen hat. Ja, wie eingangs bereits erwähnt, besteht in diesem Bereich eine große Dunkelfeldproblematik. Und unsere Hellfeldstudie kann nur begrenzt etwas hierzu beitragen, da wir nur die Fälle, die der Polizei zur Anzeige gebracht wurden, näher untersuchen und beschreiben können. Wir können aber Aussagen treffen zu anzeigenden bzw. hinweisgebenden Personen, die eben die Fälle von Gewalt gegen ältere pflegebedürftige Menschen an die Polizei weiterleitete. Vorab, die Personen, die die Tat bei der Polizei angezeigt haben, können in unseren Aktenanalysebögen sowohl ein Verhältnis zu den Opfern als auch zu den Tatverdächtigen haben, weshalb es sich auch hier wieder um ein Mehrfachantwortformat handelt und sich die Zahlen nicht auf 100% addieren lassen. Die Anzeigen kamen überwiegend aus dem Opferumfeld mit 88%, wobei hier die häufigsten HinweisgeberInnen Angehörige oder beruflich bzw. ehrenamtlich Pflegende waren. Andere HinweisgeberInnen waren die älteren geschädigten Personen selbst oder zum Beispiel MitarbeiterInnen der Feuerwehr, Angehörige anderer HeimbewohnerInnen oder PassantInnen oder BeobachterInnen. In seltenen Fällen, und zwar in nur 2%, erfolgte eine Selbstanzeige durch die Tatverdächtigen und in 3% der Fälle kam es zu einer eigenen Feststellung der Strafverfolgungsbehörden. Für Sie nochmal zum Vergleich, die Hinweisgeberinnen aus dem tatverdächtigen Umfeld machen in unserer Stichprobe 39% aus und am häufigsten waren hier die anzeigenden Personen Mitarbeiterinnen der Pflegedienstleister oder Arbeitskolleginnen oder Vorgesetzte der Tatverdächtigen. Zudem erschwerend ist es, dass es in 29% unserer Fälle Hinweise auf Verzögerungen bei der Anzeigerstattung gab. Hinweise haben wir definiert, wenn die Tat, also mindestens, wenn Verzögerungen vorlagen und die Tat nicht vor 2 Tagen, also mindestens 2 Tage nach der Tat wurde eine Anzeige erstattet. Und die Verzögerungen variieren zwischen 2 Tagen und 1095 Tagen. Das macht die Ermittlungen für die Polizei natürlich nicht leichter, da Spuren verwischt werden können, Wunden heilen, also Verletzungen gegebenenfalls nicht mehr feststellbar sind und auch Tatzeuginnen und die Opfer selbst den Tathergang gegebenenfalls nicht mehr so detailliert schildern können. Gründe für die verzögerte Anzeigenerstattung hierfür, beziehungsweise für diese Ausreißer oder diese Extremwerte auch von 1095 Tagen,
können vor allem darin liegen, dass die Anzeigenden zunächst Rücksprache mit Angehörigen hielten oder aber die Opfer sich von den Tatverdächtigen bedroht gefühlt haben oder Angst vor Konsequenzen hatten bei einer Aussage. Ein weiterer Grund ist, dass zum Tatzeitpunkt nicht eindeutig war, dass eine Straftat vorliegt. Vielleicht handelte es sich, also vielleicht haben die Opfer angenommen, dass es sich um ein Unfallgeschehen handelt und sie konnten die Handlungen, die gegen sie gerichtet wurden, nicht als Gewalt werten. Und es gab auch noch andere interne Aufklärungsversuche, wo zum Beispiel eigene Klärungen oder Maßnahmen mit Einrichtungen oder Krankenhäusern vorgenommen wurden oder unternommen wurden. Schlussfolgern können wir aber sagen, dass eben in den meisten Fällen demnach keine Hinweise auf Verzögerungen bei der Anzeigenerstattung vorlagen. Dennoch wurden auch im Rahmen der Interviews Hürden für die polizeiliche Kenntniserlangung thematisiert, die einerseits, das haben wir eben auch schon gehört, darin begründet liegen, dass Straftaten gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden, andererseits aber auch, dass die Möglichkeiten der Tatentdeckung begrenzt sind. Und zwar beispielsweise dadurch, dass die pflegebedürftigen Menschen wenige soziale Kontakte haben, dadurch findet kein regelmäßiger Austausch beispielsweise statt, körperlich sichtbare Schädigungen können nicht erkannt werden oder man kann auch nicht berichten davon, dass ein Vorfall geschah. Damit einhergehen unzureichende Kontrollmöglichkeiten innerhalb der Häuslichkeit. Außerdem wurde als Schwierigkeit in der Tatentdeckung thematisiert, dass eine hohe Familienloyalität stattfinden kann, was einerseits heißt, dass sich Familienmitglieder untereinander decken und andererseits, dass die Opfer keine Anzeige erstatten wollen, um ihre Familienmitglieder auch wiederum zu schützen. Und obwohl in stationären und teilstationären Einrichtungen an sich die Möglichkeiten der Tatentdeckung besser sind, dadurch, dass eine höhere Fluktuation an Personal da ist, dass eben das soziale Netzwerk etwas fester ist, kann es zu einer kollegialen Loyalität formell Pflegender kommen, dass man sich auch dort gegenseitig schützt und dass interne Verschwiegenheit herrscht. Und außerdem, dass der dort stattfindende institutionelle Datenschutz und die Schweigepflicht einige Mitarbeitende daran hindert, zur Polizei zu gehen, weil sie beispielsweise nicht wissen, dass sie sich von dieser Schweigepflicht entbinden lassen können. Und Gründe dafür, dass Straftaten nicht zur Anzeige gebracht werden, ergänzend zur Aktenstudie, wurde in den Interviews angemerkt, dass es zu krankheitsbedingten Einschränkungen des Opfers kommen kann, dass also ein Mensch mit Demenz beispielsweise sich vielleicht nicht mehr erinnert, wer da war, wer eine Straftat gemacht hat, dass es zu Kommunikationsproblemen kommen kann in der Sprachmotorik oder auch, dass sowohl das Opfer als auch die Angehörigen Angst vor Repressalien haben oder auch Angst davor haben, dass das Pflegesetting geändert wird, der Pflegegrad verloren geht, feste, gewohnte Strukturen dadurch verloren gehen könnten, wenn man zur Polizei geht, dass weiterhin manchmal keine Strafverfolgung gewünscht wird, weil das für viele offenbar auch ein hoher Aufwand scheint, der viel Stress bedeutet, die Ermittlungsarbeiten für die Opfer teilweise auch emotional sehr aufwühlend und anstrengend sein können und dass sowohl Angehörige als auch die Opfer sich selbst davor schützen möchten. Und das haben wir auch gerade schon gehört, dass teilweise das Bewusstsein dafür fehlt, was Folge einer Gewaltstraftat sein kann und was die Folge einer Erkrankung ist und dass es Unsicherheiten gibt und man dann lieber nicht den Weg einer Anzeige wählt. Und schlussendlich, dass auch das Vertrauen in die in diesem Bereich kompetente Polizeiarbeit offensichtlich an einigen Stellen fehlt, sodass erstmal versucht wird, Fälle intern zu klären, sei es in der Familie oder der Einrichtung. Ja, weiterhin hat uns interessiert, welche Ermittlungen und Maßnahmen die Polizei Berlin bei unseren Fällen durchführte. Und hier sehen wir eine Übersicht über die häufigsten Ermittlungsmaßnahmen. Es konnten auch hier mehrere Maßnahmen in einem Verfahren parallel erfolgen, weshalb auch hier wieder das Prinzip einer Mehrfachantwort besteht. Mehrheitlich wurden polizeiliche Befragungen und Vernehmungen durchgeführt, gefolgt von Ermittlungen und Namenhaftmachung potenzieller Zeuginnen. Und eine Spurensicherung erfolgte in circa ein Viertel unserer Fälle. Hier wurden am häufigsten Lichtbilder und daktyloskopische sowie zellhaltige Spuren gesichert und etwas seltener Beschlagnahmungen von Leichen und Gegenständen vorgenommen.
Lediglich in 22% der Fälle wurde ein Eindruck zum Opfer festgehalten, da unsere pflegebedürftigen Opfer ja aufgrund alters- oder krankheitsbedingter Veränderungen über unterschiedliche kognitive Fähigkeiten verfügen, ist es eben besonders auch für die justizielle Einschätzung wichtig, einen Eindruck des kognitiven Zustandes, aber auch Angaben zur Glaubwürdigkeit des Opfers festzuhalten. Eine ärztliche Untersuchung des Opfers erfolgte in 18% und seltenere Maßnahmen waren zum Beispiel eine Täterinnenbeschreibung in 12% oder eine Leichenbesichtigung in 5%. In circa der Hälfte unserer Fälle sicherte die Polizei Beweismittel und dies ist insbesondere im Bereich der Pflege sehr wichtig, um zu prüfen, wer wann und warum mit dem Opfer zu tun hatte, zum Beispiel wer hat die morgendliche Pflege übernommen oder die Versorgung durchgeführt. Unter Beweismitteln haben wir Teile einer Krankenakte verstanden, dass diese beschafft wurden. Dies erfolgt in circa ein Viertel unserer Fälle. Weiterhin wurden Pflegeberichte oder Pflegedienstpläne den Polizeibeamtinnen ausgehändigt. Es wurden Mediendateien wie zum Beispiel Fotos, häufig von Verletzungen der Opfer und in wenigen Fällen in nur 2% auch Tatmittel beschafft. In der rechten Grafik können Sie sehen, dass wir durch unsere Aktenstudie auch Rückschlüsse auf die Zusammenarbeit der Polizei mit anderen Personen bzw. Instanzen ziehen konnten. Neben Vernehmungen von Tatzeuginnen, das hatten Sie an der linken Grafik gesehen, hat die Polizei in 68% unserer Fälle durchschnittlich 2 bis 3 weitere Personen oder Institutionen in die Ermittlungen einbezogen, die zum Beispiel mittels Befragungen potenziell zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen können. In der rechten Grafik sehen Sie, dass am häufigsten MitarbeiterInnen oder eben die Leitung von Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste sowie Angehörige oder Bekannte von Opfern und Tätern hinzugezogen wurden und in seltenen Fällen die Heimaufsicht, der sozialpsychiatrische Dienst oder der MDK. Nun haben wir gerade die Fälle erfolgreicher Ermittlungsarbeit hören können und auch die Methoden. In den Interviews wurde auch gefragt, was spezifische Herausforderungen im Rahmen der polizeilichen Ermittlungsarbeit sind, die sich im Übrigen decken mit denen der polizeilichen Kenntniserlangung. Und Schwierigkeiten ergeben sich darin beispielsweise, wenn, wie gesagt, Tatfolgen nicht sichtbar sind, was beispielsweise auch bei verbaler Gewalt der Fall sein kann oder sexueller Belästigung, dass es keine Beweise gibt, dass die Pflegedokumentation, die gerade in der Aktenstudie als hilfreiches Mittel der Beweisführung angezeigt wurde, manchmal leider offensichtlich unzureichend erfolgt, sodass die Polizei dort nicht die Informationen herausgewinnen kann, die sie braucht. Dass der Strafantrag gar nicht erst gestellt wird oder im Laufe der Ermittlungsarbeiten zurückgezogen wird. Oder auch, dass die Vernehmungsfähigkeit und Glaubhaftigkeit des Opfers als eingeschränkt angesehen wird oder als eingeschränkt erlebt wird im Zuge der Ermittlungsarbeit. Wenn es um polizeiliche Ermittlungen und Maßnahmen geht, interessierte uns ebenfalls der Kontakt der Polizei mit den tatbeteiligten Personen. Und hier untersuchten wir zum einen Beweismittel wie Zeuginnenaussagen der Opfer und Tatverdächtigen beim polizeilichen Erstkontakt und zum anderen die Vernehmungen. Die hiesigen Studienergebnisse legen nahe, dass ein persönlicher Kontakt der Polizeibeamtinnen mit den Opfern nach der Tat eine wichtige Rolle spielen, unter anderem auch im Hinblick auf den weiteren Verfahrensgang. Vor allem bei einem persönlichen Erstkontakt kann der körperliche und kognitive Zustand der Opfer eingeschätzt werden. In der Aktenanalyse ließ sich nur in der Hälfte der Fälle sicher erkennen, dass ein persönlicher Kontakt der Polizei mit dem Opfer stattfand. Bei den Tatverdächtigen bezieht sich diese Angabe nur auf Taten, bei denen es sich um einen namentlich bekannten Tatverdächtigen handelte. In 36% der Fälle fand dieser statt. Wir haben hier aber auch sehr hohe Werte bei unsicheren und keinen Angaben in der Akte. Und diesen Fall haben wir leider öfters, dass sich eben viele Informationen, die wir in unserem Erhebungsinstrument abgefragt haben, leider nicht in der Akte finden ließen. Deswegen können wir immer nur von einer Mindestangabe sprechen. Bei der polizeilichen Vernehmungen sind die Zahlen bei den Opfern noch geringer als beim Erstkontakt. In ca. 29% der Fälle fand eine polizeiliche Vernehmung statt. Wir können aber berichten, dass zumindest in 18%
der Fälle, in denen die Opfer nicht vernommen wurden, diese polizeilich befragt wurden. Gerade weil unsere Opfergruppe häufig nicht oder nur eingeschränkt aussagefähig und glaubwürdig ist, kommt es beim Tatnachweis entscheidend auf die Aussagen von Tatzeuginnen an. Eine polizeiliche Vernehmung von Zeuginnen fand in der Hälfte unserer Fälle statt und ein Viertel unserer Tatverdächtigen wurde polizeilich vernommen. Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Opfervernehmung oder eine Tatverdächtigenvernehmung nicht stattfinden konnte oder nicht durchgeführt wurde. Vor allem liegt dies an einem allgemein schlechten Gesundheitszustand im Hinblick auf eine fortgeschrittene Demenz oder die Opfer waren nicht aussagefähig. Aber auch die Tatverdächtigen hatten häufig kognitive oder psychische Einschränkungen. Die Tatverdächtigen ließen sich häufig vertreten, zum Beispiel durch Rechtsanwältinnen, oder entschieden eben auch nicht zu dem Vernehmungstermin. Wir hatten ja bereits gesagt, dass in unserer Stichprobe ausschließlich pflegebedürftige Opfer vertreten sind, die häufig aber auch von weiteren Vulnerabilitäten betroffen sind. Wie zum Beispiel litten in unserer Stichprobe 64% der Opfer an einer kognitiven, neurologischen oder psychischen Erkrankung, also hierunter am häufigsten unter einer Demenz, aber auch unter Mobilitätsbeeinträchtigungen oder Kommunikationsbeeinträchtigungen. Und wie wir aus den Verfahrensakten ermitteln konnten, leiden auch die Tatverdächtigen nicht selten unter gesundheitlichen Einschränkungen. Hier haben wir zudem die Pflegebedürftigkeit, die kognitive, neurologische, psychische Erkrankung oder auch Kommunikationsbeeinträchtigungen bei den Tatverdächtigen erhoben. Wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, hat der gesundheitliche Zustand der Opfer und Tatverdächtigen einen Effekt auf die Durchführung von polizeilichen Vernehmungen? Die Folie, die Sie sehen, zeigt einen Vergleich, ob und wie sich die Vernehmungsquote unterscheidet, wenn Opfer und Tatverdächtige unter mehreren Beeinträchtigungen leiden. Und allgemein können wir beobachten, dass die Vernehmungsquote in beiden Fällen, also sowohl bei Opfern als auch bei Tatverdächtigen, mit zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen sinkt. Statistisch liegt hier zwar nur ein sehr schwacher Zusammenhang vor, aber das könnte teilweise auch an der geringen Fallzahl liegen. Bei den pflegebedürftigen Opfern, ich hatte ja schon erwähnt, wurden Kognition, Mobilität und Kommunikation untersucht. Hier sinkt die Quote von 34% bei Opfern mit einer Beeinträchtigung auf 19% bei Opfern mit drei Beeinträchtigungen. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei den Tatverdächtigen. Das heißt, je mehr Beeinträchtigungen die Opfer oder Tatverdächtigen haben, desto stärkere Schwierigkeiten bringt das Zustandekommen einer Vernehmungssituation für die polizeiliche Arbeit mit sich, da hier zusätzlich bereits angesprochene Einschränkungen wie eine fehlende Aussagefähigkeit, fehlendes Erinnerungsvermögen oder auch ein fehlendes Bewusstsein für eine Gewaltstraftat eine Rolle spielen können. Sehr verehrtes Publikum, wir haben gerade die Information bekommen, dass unsere Zeit für unseren Vortrag abgelaufen ist. Wie Sie hören, wir haben viele Daten, wir haben viele Antworten. Wir würden Ihnen wirklich sehr viel mehr sehr gerne noch erzählen. Ich würde abschließend gerne eine Folie noch zeigen, in der alles zusammengefasst wurde, im Prinzip, was wir hier vorstellen. Wir haben jetzt gerade gehört, wer beteiligt ist häufig in Vorfällen von Gewalt gegen ältere bedürftige Menschen, wie die Täterinnen und Täter aussehen, wie die Opfer beschaffen sind, welche Umstände es begünstigen kann. Da sind noch beispielsweise Pflege, Arbeitssituationen zu nennen, familiäre Strukturen, eine hohe Belastung. Und im Rahmen unserer Interviews haben wir gefragt, was verbessert werden kann, worin Optimierungspotenziale sowohl für die Polizeiarbeit als auch für die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung des Themas Gewalt in der Pflege Gewalt Entschuldigung, gegen ältere pflegebedürftige Menschen besteht. Und uns wurde ein buntes Potpourri an Optimierungspotenzial vorgeschlagen. Es liegt in Schulungen für PolizistInnen darin, dass die Allgemeinbevölkerung aufgeklärt werden kann, dass pflegende und zu pflegende Menschen aufgeklärt werden können über ihre rechtlichen Möglichkeiten, dass Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird und auch, dass es zu Vernetzung und Kooperation kommt, was das Hauptziel, wie Sie wissen, dieses Projektes Paris ist. Und das Netzwerk haben Sie auch im Rahmen dieser Studie bereits mit aufgebaut. Das war ein sehr großer Punkt, der im Rahmen der Interviews genannt wurde. Und genau, in diesem Sinne
würde ich den Vortrag an der Stelle leider abkürzen, damit wir genug Zeit für Ihre Fragen haben, sowohl hier vor Ort als auch die, die online gestellt wurden. Und bitte dafür unseren Mitarbeiter Herrn Sascha Mousavi, der die Online-Fragen betreut, auf die Bühne, sowie Herrn Görgen, Herr Professor Görgen vielleicht auch nochmal, damit wir Ihnen als gesamtes Team Rede und Antwort stehen können. Danke. Gut. Ja, ich begrüße auch nochmal alle Beteiligten meinerseits und leite dann auch direkt weiter in die erste Diskussionsrunde bezüglich der Forschungsbefunde, der Akten- und Interviewstudie. Ja, und ich würde sagen, ich fange dann direkt mit der ersten Frage an. Die setzt auch an unseren Fällen an und fragt danach, auf welcher Grundlage wir die ausgewählt haben. Wir hatten ein systematisches Vorgehen bei der Identifizierung unserer polizeilichen Vorgänge. Wir haben eine Recherche im polizeilichen Vorgangs- und Bearbeitungssystem POLIX, das ist das Berliner Polizei- und Vorgangsbearbeitungssystem, vorgenommen. Wir hatten verschiedene Einschlusskriterien, wie zum Beispiel, dass das Opfer mindestens 60 Jahre alt war, dass die Straftaten sich gegen höchstpersönliche Rechtsgüter richteten. Also wir haben nur Gewaltstraftaten untersucht und Eigentums- und Vermögensdelikte außen vor gelassen. Und dass die polizeilichen Ermittlungen der Fälle zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 abgeschlossen waren. Wir haben hier dann eine Recherche vorgenommen und hatten, ich glaube, um die 20.000 Treffer, haben dann noch einen Stichwortkatalog erstellt, weil wir hatten ja jetzt noch keine Hinweise auf möglichen Pflegebedarf bei Opfern, deshalb der Stichwortkatalog, wo wir verschiedene Begriffe, verschiedene Suchbegriffe hatten, die potenzielle Hinweise auf Pflegebedürftigkeit bei Opfern erahnen ließen. Und haben dann eine neue Recherche begonnen, haben eine Zufallsstichprobe seitens der DHPOL und des LKA gezogen und haben dann letztlich 394 Vorgänge bei der Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft nach § 476 Strafprozessordnung angefragt. Danke. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Umfänglich, hoffe ich. Eine nächste Frage setzt dann wiederum an der Altersgrenze an. Hier wird gefragt, warum wir die Altersgrenze auf 60 gelegt haben. Also das kann man eigentlich ganz gut mit der gerontologischen Wissenschaft, also der Geriatrie, erklären. Wir haben ja das dritte Lebensalter, was meistens so mit dem Eintritt aus der Erwerbsfähigkeit beginnt, also mit 60, 65 Jahren. Und wir haben das vierte Lebensalter, also das dritte Lebensalter ist das junge Lebensalter. Wir haben das vierte Lebensalter, die sogenannte Hochaltrigkeit. Die kann man so ab 80 Jahren ansetzen. Und ja, wir haben uns deshalb so auf dieses dritte Lebensalter bezogen und unsere Opfer ab 60 Jahren, unsere Personen, die betroffen waren, ab 60 Jahren einbezogen. Vielleicht noch ergänzend, ein Punkt war auch noch, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik traditionell ältere, sowohl Tatverdächtige als auch Opfer mit einer unteren Altersgrenze von 60 beginnen und da haben wir uns auch ein wenig dran orientiert. Das war aber im gewissen Sinne auch eine willkürliche Setzung, also uns interessierten halt schon Pflegebedürftige insgesamt, aber wir hatten dann nochmal den besonderen Fokus auf die Älteren unter denen, die ja aber auch quantitativ den weitaus größten Anteil stellen. Okay, wir können vielleicht ganz kurz nochmal bei den Opfern bleiben. Wir haben nämlich eine anschließende Frage daran, und zwar wurde gefragt, warum wir denn keine Interviews mit den Opfern selbst geführt haben. Ich kann gerne was dazu sagen. Also wir hatten zumindest auch schon ein Forschungsprojekt an der Deutschen Hochschule der Polizei, das hieß Whale. Da haben wir uns auch mit Opfern in Pflegeeinrichtungen, also pflegebedürftigen Opfern in Pflegeeinrichtungen auseinandergesetzt. Und hier wurden unter anderem auch Betroffene damals schon interviewt und aber auch Mitarbeitende aus der Pflege und Betreuung älterer Personen und aus der Leitung. Das heißt, wir hatten auch schon ein Forschungsprojekt, was die Betroffenenperspektive einbezogen hat. Ganz wichtig ist zu sagen, wir haben ja, unser primäres Ziel war auch, dass ein Netzwerk aus diesem Projekt hervorgeht, weshalb wir uns für die Expertinnenperspektive entschieden haben. Und ich möchte auch auf die
vielen Umstände eingehen oder die Erschwerungen, die es mit sich bringen kann, wenn man Betroffene befragt. Also die Zugänglichkeit zum Beispiel zur Häuslichkeit, aber auch in die Pflegeeinrichtungen. Wir haben es häufig mit hochkognitiven, eingeschränkten Personen zu tun, die demenziell erkrankt sind, die nur schwer aussagefähig sind, die sich gegebenenfalls kaum an das Tatgeschehen auch erinnern können und deswegen, beziehungsweise wie ich schon gesagt habe, dass unser Ziel eben war, auch ein Netzwerk zu etablieren, haben wir die Expertinnenperspektive für unser Forschungsprojekt ausgewählt. Okay. Wir haben auch einen kleinen Themenwechsel noch drin. Gerade geht es um die Frage, wie die Zusammenarbeit mit der Polizei lief, ob es da irgendwelche Hindernisse gab. Die Zusammenarbeit mit der Polizei? Ja, genau, ob es Hindernisse in der Zusammenarbeit mit der Polizei gab. Also in Bezug beispielsweise auf die Akten. Ob Akten vorenthalten worden sind, ob es da irgendwelche Hindernisse gab. Mit der Staatsanwaltschaft nehme ich an, die Zusammenarbeit? Das kann so ausgelegt werden. Also theoretisch haben wir ja mit der Polizei an sich zusammengearbeitet, dass unser Projektteam natürlich aus einer polizeilichen Behörde kommt. Die Akten selbst haben wir, die justiziellen Akten selbst, haben wir bei der Staats- und Amtsanwaltschaft in Berlin akquiriert. Und Schwierigkeiten gab es nicht. Also uns wurden natürlich Fälle vorenthalten dahingehend, dass manche Fälle nicht auffindbar waren, manche Fälle standen nicht zur Verfügung. Und die Corona-Pandemie hat es uns natürlich auch etwas erschwert, an alle angefragten Vorgänge zu kommen, weil, das wissen Sie sicherlich, die Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaften natürlich auch ihr Personal zu dieser Zeit reduziert hat und das natürlich auch für einen hohen Aufwand erforderte bei Staatsanwaltschaft und Amtsanwaltschaft und deshalb auch prioritär natürlich erstmal andere Themen vorgezogen wurden. Aber letztlich haben wir unsere gute Stichprobe von 354 justiziellen Akten und das war unser Ziel, das haben wir erreicht und da können wir, denke ich, sehr zufrieden mit sein. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar ein bisschen länger jetzt. Und zwar, ich werde sie einfach vollends auslesen und zwar, ich bin Mitarbeiter in einem Gewaltpräventionsprojekt in diversen Pflegesettings, Projekt PECO. Hierbei geht es vorrangig um die Sensibilisierung und Handlungssicherheit beruflich Pflegender. Und dann die Frage hieran, welche Präventionsstrategien sehen Sie in diesem Bereich? Also ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir im weiteren Verlauf der Veranstaltung noch kommen werden und sicher auch im Rahmen der Podiumsdiskussion heute Nachmittag noch kommen werden. Insofern kann man sich, glaube ich, da jetzt relativ kurz fassen. Also wenn wir an Präventionsstrategien, die sich auf Mitarbeiter in der Pflege richten, denken, dann kann es natürlich um verschiedene Dinge dabei gehen. Dann kann es um Sensibilisierung von Mitarbeitern gehen. Dann kann es um Schulung von Mitarbeitern im Hinblick auf Erkennen von Warnindikatoren, von Anzeichen für Gewaltanwendung gehen. Dann kann es vielleicht auch um Ermutigung von Mitarbeitern zu so etwas wie, was man vielleicht modern dann Whistleblowing nennen könnte, gehen. Also da ist eine ganze Reihe von Ansätzen, die sich an Mitarbeiter richten, denkbar. Aber wie gesagt, ich denke, da werden wir, was die Praxisergebnisse dann der Berliner Kollegen und Kolleginnen angeht und auch die in der Diskussion dann nochmal drauf kommen und näher eingehen. Gut, das war die letzte Frage. Dann würde ich Sie jetzt gerne in eine 15-minütige Kaffeepause entlassen und wir sehen uns um 11.40 Uhr dann wieder und freuen uns auf den zweiten Teil der Veranstaltung. So, herzlich willkommen zurück aus der Kaffeepause. Wir hoffen, dass Sie die zeitliche Auszeit für kurze Bewegungen oder zur Auffrischung nutzen konnten. Und wir möchten direkt zum nächsten Beitrag, nämlich zum Tagesordnungspunkt 2 unseres Programmes, hinleiten. Auf Grundlage der bereits vorgestellten Hellfeldanalyse und der multiperspektivischen Interviewstudie wurden im Projekt innovative und praktische Lösungsansätze entwickelt, die das übergeordnete Ziel der Prävention und Repression von Misshandlungen und Vernachlässigungen älterer pflegebedürftiger Menschen verbessern und der Polizei mehr Möglichkeiten verschaffen, von solchen Straftaten Kenntnis zu nehmen.
Diesen Transfer der empirischen Ergebnisse in die Praxis wird Ihnen zunächst Clara Ackermann veranschaulichen. Der Vortrag gliedert sich dabei in drei Teilbereiche. Im Rahmen von 4 multiprofessionellen Netzwerk-Workshops wurden in Zusammenarbeit mit relevanten AkteurInnen in diesem Handlungsfeld sowie durch multidisziplinäre Kompetenz- und Perspektivenbündelung leistungsfähige Vernetzungsstrukturen konzipiert, die dauerhaft bestehen sollen. Ich gebe nun an Clara Ackermann weiter, die Ihnen das vernetzte Vorgehen zur Bearbeitung des Problemfeldes Gewalt in der Pflege präsentieren wird. Ja, vielen Dank, Chantal. Herzlich willkommen zum Auftakt des zweiten Panels. Wie wir gerade gehört haben, war ein ganz wichtiges Projektziel für uns von vornherein, nachhaltige Vernetzungsstrukturen im Handlungsfeld zu konzipieren, um pflegebedürftige Menschen besser vor Misshandlung und Vernachlässigung schützen zu können. Denn dies ist ein so ambitionierter Kraftakt, dass er uns nur gemeinsam gelingen kann. Ich möchte Ihnen aufzeigen, wie wir dieses Vorhaben angegangen sind und wo wir heute stehen. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Pyramide, die unseren Projektaufbau darstellt. Wir haben jetzt den ersten Teil des Projekts in Form der empirischen Studien hinter uns gelassen und befinden uns nun auf der zweiten Ebene, für den das LKA federführend verantwortlich war. Ziel dieser Projektphase war es, die Ergebnisse aus der Aktenstudie und aus der Interviewstudie in die Praxis zu überführen und basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen Lösungsansätze und anwendungsorientierte Konzepte für den Schutz älterer pflegebedürftiger Personen vor Gewalt zu entwickeln. Wir beginnen mit dem Arbeitspaket der sogenannten Netzwerk-Workshops, aus denen das Netzwerk Gewaltfreie Pflege hervorgegangen ist. Was wollen wir mit den angestrebten Vernetzungsstrukturen erreichen? Unser Ziel ist es, eine intensivierte und vor allem dauerhafte Vernetzung, insbesondere zwischen der Strafverfolgung und dem Sozial- und Gesundheitsbereich, zu ermöglichen, im Interesse einer besseren Prävention und polizeilichen Kenntniserlangung von Straftaten gegen pflegebedürftige Menschen. Um die Grundlage für ein funktionierendes Netzwerk zu schaffen, haben wir in 4 aufeinander aufbauenden Workshops Vertreterinnen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengebracht, um basierend auf einer gemeinsamen Problemanalyse Lösungsansätze für die Praxis und Strategien für eine verstetigte Zusammenarbeit zu entwickeln. Dabei waren wir bestrebt, Vertreterinnen möglichst vieler verschiedener Bereiche, die in ihrem Berufsalltag mit Gewalt in der Pflege zu tun haben, zu vereinen, um das Problemfeld multiperspektivisch zu betrachten. Leider ist das Format jetzt nicht geeignet, um Ihnen die komplexen Sachverhalte, zu denen wir 4 eintägige Workshops hatten, wiederzugeben. Und es würde auch den Lösungsansätzen nicht gerecht werden, sie jetzt nur so oberflächlich anzuschneiden. Aber ich möchte Ihnen trotzdem einen Einblick in die Inhalte unserer Sitzungen geben. Im ersten Workshop haben wir basierend auf einer vorläufigen Ergebnispräsentation der empirischen Studien 6 Problemfelder identifiziert, die mitursächlich dafür sind, dass Gewaltstraftaten gegenüber älteren pflegebedürftigen Personen eben häufig unerkannt bleiben oder nicht konsequent geahndet werden. Dazu gehören die Probleme rund um das große Dunkelfeld, die Zusammenarbeit im Handlungsfeld, der Umgang mit Vorfällen bzw. auch mit WiederholungstäterInnen und die diversen Ermittlungshindernisse in diesem spezifischen Phänomenbereich, die dazu führen, dass der Tatnachweis nur allzu schwer erbracht werden kann, weswegen es eben, wie wir schon gehört haben, zu dieser sehr hohen Einstellungsquote von fast 90% kommt. Im zweiten Workshop haben wir mit dem Fokus auf Prävention in Gruppenarbeit Lösungsansätze erarbeitet und diskutiert. Dabei ging es einerseits vor allem um die fehlende öffentliche Wahrnehmung des Themas Gewalt in der Pflege und damit einhergehend auch um ein unzureichendes Anzeigeverhalten aller Betroffenen und auch der Gesellschaft als Ganzes, was maßgeblich zu der hohen Dunkelziffer beiträgt. Denn wenn ich Gewaltanzeichen nicht erkenne bzw. nicht wachsam genug bin, um auffällige Vorfälle oder Verdachtsmomente zu melden, dann gelangen eben Beschwerdestellen oder auch der Polizei viele potenzielle Delikte einfach nicht zur Kenntnis. Weiterhin ging es um eine bis dato unzureichende Sensibilisierung und Qualifizierung, sowohl in der formellen Pflege, also im ambulanten und stationären Bereich, als auch in der informellen Pflege durch pflegende Angehörige. Die letzte Gruppe von dieser Gruppenarbeit beschäftigte sich mit den Rahmenbedingungen der Pflege und welche bezirklichen bzw. übergeordneten Strukturen zum Schutz pflegebedürftiger Menschen ausgebaut oder gegebenenfalls auch neu geschaffen werden sollten. Der dritte Workshop fand dann unter dem Schwerpunkt
Repression bzw. Intervention statt. Hier ging es weniger darum, wie Taten von vornherein verhindert werden können, sondern vielmehr, wie sie erkannt, verfolgt und zukünftig unterbunden werden können. Problematisiert wurden in dem Zusammenhang insbesondere die derzeit sehr begrenzten Kontroll- und Handlungsmöglichkeiten von Aufsichtsinstanzen, Opferschutzstellen und eben auch Strafverfolgungsbehörden, und zwar sowohl im Bereich der formellen Pflege, aber noch viel mehr im Bereich der Versorgung in der eigenen Häuslichkeit durch pflegende Angehörige, da einfach kaum und schon gar nicht regelmäßige Zugangsmöglichkeiten bestehen, die Raum böten für eine systematische Gewaltdiagnostik. Im vierten und letzten Workshop ging es um die Verstetigung des Netzwerks, also beispielsweise, welche Ziele es verfolgt, welches Leitbild und welche Vision es hat. Es wurden bereits Punkte wie Name, Logo, Website angesprochen. Und es ging eben auch darum, wie wir uns zukünftig aufbauen wollen, wie wir um unsere Arbeitsweise, die wünschenswerten Mitglieder. Und es wurden Fragen rund um die Koordination und Organisation beantwortet. Ja, wie ging es nach diesen vier Veranstaltungen im Frühsommer diesen Jahres weiter? Es ist ein laufender Prozess, in dem wir gerade stecken, diese erarbeiteten Lösungsansätze in ein Konzept zu gießen, das eine Grundlage für die zukünftige Netzwerkarbeit darstellen kann. Dieses neue Netzwerk Gewaltfreie Pflege feierte seinen offiziellen Auftakt im September diesen Jahres und wird sich von nun an regelmäßig treffen. Das nächste Mal voraussichtlich am 14. Februar im nächsten Jahr. Teil dieser aktuellen Konstituierungsphase ist es, unser öffentliches Profil zu schärfen. Also beispielsweise, indem wir nun einen Internetauftritt haben. Sie sind herzlich eingeladen, unsere neue Website, die derzeit noch in die Projekt Paris Website eingebettet ist, zu besuchen. Und zwar unter www.berlin.de/polizei/aufgaben/prävention/paris oder Sie geben einfach Projekt Paris Polizei Berlin ein und kommen dann auch automatisch über die Google-Suchmaschine dorthin. Hier erfahren Sie Hintergrundinformationen zum Netzwerk und wofür es sich einsetzt, zu den aktiven Mitgliedern, zu aktuellen Themen und geplanten Treffen. Sobald wir die inhaltliche Arbeit aufgenommen haben, sollten auch regelmäßige Arbeitsergebnisse hier veröffentlicht werden. Ein wichtiger Teil der Identitätsfindung und der Öffentlichkeitsarbeit ist ein eigenes Netzwerklogo. Und hier sehen Sie die drei Top-Favoriten der Vorauswahl, die jeweils symbolhaft den Kern des Netzwerks darstellen. Also eine pflegebedürftige Person in der Mitte, umgeben von einem Globus bzw. einem schützenden Schirm, in dem die verbundenen Netzwerkakteure integriert sind. Sie sehen also, wir haben im laufenden Projekt bereits einiges an Vorarbeit geleistet und wir sind sehr froh, dass uns diese Initialzündung gelungen ist und wir wollen jetzt eben das Momentum mitnehmen und auch voll in die inhaltliche Arbeit einsteigen. Ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und möchte nun das Wort an meine Kollegin Johanna Erlbeck übergeben. Johanna, kannst du uns etwas über das Netzwerk und seine zukünftige Arbeit etwas genauer berichten? Vielen Dank, Clara, für die einführenden Worte. Liebe NetzwerkpartnerInnen, liebe KollegInnen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen jetzt das Netzwerk Gewaltfreie Pflege als kurzen Vortrag kurz anhand verschiedener Fragen vorstellen zu dürfen. Also, das Netzwerk Gewaltfreie Pflege ist ein Berliner Zusammenschluss verschiedenster AkteurInnen und Institutionen aus den Bereichen Gesundheit und Pflege und der Strafverfolgung. In diesem Netzwerk wollen wir gemeinsam Konzepte entwickeln, um Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen besser verhindern bzw. erkennen und verfolgen zu können. Was dabei besonders hervorzuheben ist, damit die Arbeit unseres Projektes Paris und die Kooperation in nachhaltigen Netzwerkstrukturen nahtlos ineinander übergehen, haben wir, also alle beteiligten NetzwerkpartnerInnen, bereits innerhalb der Projektlaufzeit uns zusammengeschlossen. Das war uns ganz besonders wichtig, denn wir wollen die jetzige Dynamik des Projektes nutzen, um möglichst schnell in leistungsfähigen Strukturen zu arbeiten und dadurch die Verwirklichung gewaltfreier Pflegesettings effektiv zu unterstützen. Also, vorbereitet wurde das Netzwerk innerhalb der Projektlaufzeit von Paris. Hierzu fanden von März bis Juni 2021 vier sogenannte Vernetzungsworkshops statt, in denen zunächst die Rahmenbedingungen dafür geschaffen wurden,
dass verschiedene pflegerelevante Institutionen langfristig mit den Strafverfolgungsbehörden in einer Netzwerkstruktur zusammenarbeiten können. Die offizielle Auftaktveranstaltung für das Netzwerk, die auch gleichzeitig die Konstituierung unseres Netzwerks Sichere Pflege darstellte, fand dann im September dieses Jahres statt. Künftig möchten wir gern etwa 2 bis 4 Mal im Jahr tagen. Zwischendurch wird aber, wahrscheinlich abhängig von der anfallenden Arbeit, auch immer wieder Austausch auf bi- oder multilateraler Ebene stattfinden. Das nächste gemeinsame Netzwerktreffen im großen Kreis ist für den 14. Februar 2022 angesetzt. Der Fokus unserer Netzwerkarbeit liegt auf Erwachsenen, sprich volljährigen Personen ab 18 Jahren, die im Sinne des Sozialgesetzbuchs 11 pflegebedürftig sind. Das bedeutet, Personen, die offiziell in einem Pflegegrad zwischen 1 und 5 eingestuft wurden und daher pflegerische Leistungen erhalten, entweder als Pflegegeld oder als Pflege von Angehörigen oder durch ambulante oder stationäre Pflegeanbieter. Unser Projekt zeigte allerdings auch, dass nicht alle Personen, die in der Realität auch Pflegeleistungen benötigen, diese direkt und offiziell bei den entsprechenden Pflegekassen auch beantragen. Daher gehen wir von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer aus. Genau diese Personengruppe ist unserer Ansicht nach aber in besonderer Weise gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden, und zwar, weil die gesamte pflegerische Unterstützung inoffiziell und auch unbezahlt erfolgt und deshalb keine Beratung, Unterstützung und auch keine Entlastung stattfinden kann. Es fehlt also an sozialer Kontrolle, sodass die Entdeckungswahrscheinlichkeit, falls in diesem Bereich dann wirklich Gewaltvorfälle passieren sollten, noch mal geringer ist als bei den offiziell Pflegebedürftigen. Und deshalb müssen wir auch genau für diese Menschen in unserem Netzwerk neue Konzepte entwickeln, um sie künftig besser beschützen zu können. Also, unser Netzwerk Gewaltfreie Pflege ist sehr multiprofessionell ausgerichtet. Bei der Auswahl unserer Mitglieder war für uns substanziell eine möglichst breite Palette an relevanten AkteurInnen für das Land Berlin mit verschiedenen Kompetenzen einzubeziehen. Nämlich genau die Personen, die im Handlungsfeld Gesundheit und Pflege Gestaltungspotenzial haben und dadurch auch das Kriminalitätsphänomen potenziell beeinflussen können. Andererseits war uns besonders wichtig, im Netzwerk arbeits- und handlungsfähig zu sein und daher eine Mitgliederanzahl von etwa 20 vertretenen Einrichtungen nicht zu überschreiten. Aktuell besteht das Netzwerk aus 16 Berliner Institutionen. Wer ist also alles dabei? Beteiligt sind VertreterInnen einschlägiger Organisationen aus dem Bereich der professionellen und der Laienpflege. Also zum Beispiel die Berliner Fachstelle für pflegende Angehörige und der Deutsche Pflegerat bzw. der Landespflegerat Berlin-Brandenburg. Zudem engagieren sich verschiedene Beratungs-, Beschwerde- und Kontrollinstanzen, wie zum Beispiel die Beschwerdestelle Pflege in Not, die Berliner Pflegestützpunkte, die Berliner Heimaufsicht und der Medizinische Dienst Berlin-Brandenburg. Außerdem sind im Netzwerk gewaltfreie Pflegeinstitutionen vertreten, die sich auf die Qualifizierung und Vernetzung von Professionen und Institutionen im Bereich des Gesundheits- und Pflegesektors spezialisiert haben. Hierzu gehören beispielsweise die AOK Pflegeakademie, QV NIR, der Qualitätsverbund Netzwerk im Alter in Pankow und Signal, eine Einrichtung, die sich auf Interventionen im Gesundheitsbereich gegen häusliche und sexualisierte Gewalt spezialisiert hat. Da der Fokus unseres Netzwerks neben der Prävention auch auf dem Erkennen und Verfolgen von Gewaltstraftaten gegenüber pflegebedürftigen Menschen liegt, dürfen natürlich VertreterInnen der Strafverfolgungsbehörden nicht fehlen. Zum einen ist die Berliner Polizei mit den örtlichen Direktionen und dem berlinübergreifenden Landeskriminalamt vertreten, und zwar sowohl mit ermittelnden KollegInnen als auch mit dem polizeilichen Präventionsbereich. Zum anderen ist die Berliner Justiz mit der Amtsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft vertreten, bei der mittlerweile auch eine sogenannte Sonderzuständigkeit speziell für Fälle mit Pflegebezug eingerichtet wurde. Zu guter Letzt ist es natürlich für das Funktionieren eines solchen Netzwerks auch von besonderer Wichtigkeit, VertreterInnen bezirklicher Entscheidungsträger mit im Boot zu haben.
Deshalb sind wir besonders erfreut darüber, dass sich die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die unser Projekt von Anfang an als assoziierte Partnerin unterstützt hat, und die Landeskommission Berlin gegen Gewalt ebenfalls in unserem Netzwerk engagieren. Es lässt sich also zusammenfassen, dass unser Netzwerk Gewaltfreie Pflege eine Vielzahl an Kompetenzen vereint, die entscheidend sind, um das Thema dauerhaft voranzubringen. Auf lange Sicht haben wir die zugegebenermaßen recht ambitionierte Vision, mit der Arbeit des Netzwerks daran mitzuwirken, dass Berlin zu einem Ort der gewaltfreien Pflegesettings für alle pflegebedürftigen Menschen wird. Was nun jedoch die konkreten Zielstellungen unserer aktuellen Arbeit betrifft, so geht es zunächst einmal grundsätzlich darum, die Tabuisierung des Themas Gewalt in der Pflege abzubauen. Natürlich ist es absolut verständlich, dass sich Betroffene aus Angst oder Scham davor scheuen, das Thema überhaupt anzusprechen. Umso mehr sind wir als Netzwerk gefragt, das Thema für die breite Öffentlichkeit sichtbar zu machen und die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Thematik zu vergrößern. Wir verstehen uns also als Sprachrohr für die Belange dieser besonders vulnerablen Zielgruppe. Was uns außerdem besonders am Herzen liegt: Wir möchten gern den Wissens- und den Kompetenzzuwachs zwischen den verschiedenen NetzwerkpartnerInnen fördern. Zum Beispiel das Wissen um entsprechende Ansprechpersonen, aber auch das Abbauen von Unsicherheiten, die gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bestehen. In welchen Fällen soll ich die Polizei einschalten, in welchen eher nicht? Hier würden wir gern durch Informationen und durch kollegiale Beratung innerhalb unseres Netzwerks für mehr Handlungssicherheit sorgen. Zudem möchten wir auch den regionalen und den überregionalen Austausch und die Anbahnung von Kooperationen zwischen den verschiedenen beteiligten Institutionen ermöglichen. Wir wünschen uns ebenso langfristige wie verlässliche Kooperationen im Netzwerk. Im Zusammenspiel mit den pflegebedürftigen Menschen selbst, aber auch mit den pflegenden Angehörigen und den pflegerischen Leistungserbringern setzt unser Netzwerk auf Handlungsorientierung. Wir denken, dass es ganz besonders wichtig ist, diesen Gruppen über verschiedene Medien mit hoher Reichweite konkrete Handreichungen bereitzustellen, in denen sie dann beispielsweise nachlesen können, an wen sie sich in welchen Situationen mit welchen Belangen wenden können. Oftmals, so ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, ist nämlich das Problem, dass Beteiligte tatsächlich gar nicht wissen, welche Ansprechpersonen in welchen Fällen zu kontaktieren sind. Höchste Priorität hat für uns auch der Aufbau wirksamer Schutzstrukturen für pflegebedürftige Menschen. Aktuell stehen wir vor großen Problemen, wenn eine pflegebedürftige Person beispielsweise akuter Gewalt durch die pflegende Person ausgesetzt ist. Hier benötigen wir gute und vor allem praktikable Lösungen durch beispielsweise so etwas wie Notpflegedienste, die dann kurzfristig die Pflege im Wohnsetting des Opfers übernehmen können. Oder auch Zufluchtsstrukturen, also kurzfristige Pflegeplätze, in die eine geschädigte Person gebracht werden kann. Um schließlich auch auf lange Sicht hin alle beteiligten AkteurInnen besser für die Thematik sensibilisieren und qualifizieren zu können, brauchen wir einheitliche Qualitätsstandards zur Bearbeitung des Themas in den Aus-, Fort- und Weiterbildungen bei allen relevanten Berufsgruppen. Also sowohl im Pflegebereich, in der Strafverfolgung, als auch bei Haus- und FachärztInnen und bei den nichtmedizinischen Therapie- und Assistenzberufen, wie zum Beispiel den Rettungskräften. Um den Schutz von möglichst vielen pflegebedürftigen Menschen in ganz Berlin zu verbessern, ist das Netzwerk Gewaltfreie Pflege auf Landesebene tätig. Das heißt, im Netzwerk eingebundene Mitglieder vertreten in der Regel Institutionen, die überregionale Verantwortlichkeiten innehaben. Natürlich gibt es in unserem Phänomenfeld auch Lösungsansätze und Maßnahmen, die eher niedrigschwelliger, also auf Bezirks- oder Kiezebene, umgesetzt werden sollten. Und deshalb sind auch mehrere sogenannte MultiplikatorInnen im Netzwerk vertreten, das heißt Institutionen, die auch Zweigstellen in jedem der Berliner Bezirke haben. Zum Beispiel die Pflegestützpunkte oder die gerontopsychiatrischen Verbünde. Ein zweiter Arbeitsgrundsatz des Netzwerks besteht darin, dass wir uns an der Praxis orientieren, aber auf wissenschaftlicher Grundlage.
Und zwar von Anfang an besonders wichtig, die Themen, die wir bewegen, nicht einfach aus dem Bauch heraus festzulegen. Durch die Hellfeld- und die Interviewstudie im Projekt Paris haben wir ein wissenschaftliches Fundament geschaffen, auf dessen Basis wir zunächst mit verschiedenen PraxisvertreterInnen festgelegt haben, wo genau die Baustellen sind und wie wir diese dann in gemeinsamer Verantwortung bearbeiten können. Außerdem sehen wir uns dabei als aktives Netzwerk und engagieren uns gleichberechtigt und tatkräftig für die von uns festgelegten Ziele. Die geplante Zusammenarbeit soll dabei deutlich über gemeinsame Gesprächsrunden, wie man sie von sogenannten runden Tischen kennt, hinausgehen. Und schließlich besteht ein wesentlicher Grundsatz unserer Netzwerkarbeit darin, nicht alles neu zu erfinden, sondern womöglich sich an den bestehenden Strukturen zu orientieren, die in anderen Bereichen bereits funktionieren. Es gibt verwandte Kriminalitätsphänomene, zum Beispiel Gewalt gegenüber Kindern oder häusliche Gewalt, zu denen in den letzten Jahrzehnten bereits wirksame Schutzstrukturen und Möglichkeiten der Verfolgung erarbeitet wurden. Diese Erfolge können und sollten wir für die Bearbeitung der Gewalt gegenüber pflegebedürftigen Personen nicht außer Acht lassen. Beispielsweise brauchen wir unbedingt ähnlich niedrigschwellig aufgebaute Angebote wie das der sogenannten frühen Hilfen im Kinderschutzbereich. Wie wir eingangs ja bereits gehört haben, ist der Schutz vulnerabler Personengruppen ein wesentliches Schwerpunktthema des LKA Berlin. Eines hat unser Projekt Paris in diesem Zusammenhang aber auch nochmal ganz deutlich gezeigt. Sowohl für die Koordination des sich frisch konstituierten Netzwerks als auch zur erfolgreichen Bekämpfung dieses komplexen Kriminalitätsphänomens braucht die Berliner Polizei Pflege- und gesundheitswissenschaftliche Expertise an Bord. Und dafür wurde nun infolge des Projektes eigens eine neue Stelle beim LKA Berlin geschaffen. Und ich persönlich freue mich in diesem Zusammenhang ganz besonders, da ich diese Rolle nach meiner Elternzeit voraussichtlich übernehmen darf. Vielen Dank, Johanna Erlbeck, heute vor dem Bildschirm daheim. Ich hatte ja anfangs bereits angedeutet, dass vor unserem Forschungsprojekt verschiedene praktische Lösungsansätze zur Verbesserung des nachhaltigen Schutzes älterer pflegebedürftiger Menschen vor Gewalt entwickelt wurden. Ein weiteres Konzept, welches mit der Arbeit an den Vernetzungsstrukturen eng verzahnt war, möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Gemeinsam mit verschiedenen strategischen und operativen Abteilungen der Polizei und der Justiz erarbeiteten insbesondere die Mitarbeiterinnen des LKA Berlin auf Basis der empirischen Befunde Ansätze zur Optimierung polizeilicher Prozesse und Abläufe. Das heißt, polizeiliche Ermittlungen, organisatorischer Rahmenbedingungen und der Personalstruktur in diesem Phänomenfeld. Hierfür wurden drei sogenannte polizeiinterne Think Tank Workshops durchgeführt. Und die daraus resultierenden Erkenntnisse wurden in einem bislang gänzlich fehlenden Konzept zusammengefasst, welches Ihnen Clara Ackermann in dem folgenden Beitrag darstellen wird. Ja, vielen Dank, Chantal. Wie können wir uns als Behörde besser aufstellen, um erfolgreicher gegen Gewalt in der Pflege vorgehen zu können? Das ist die Leitfrage, die uns in diesem Arbeitspaket begleitet hat. Natürlich konnten wir Projektmitarbeiterinnen die Frage unmöglich allein beantworten. Deswegen haben wir uns, wie Chantal schon erwähnt hat, mit verschiedenen Vertreterinnen der operativen und strategischen Bereiche der Polizei Berlin zusammengesetzt und bei drei gemeinsamen Treffen überlegt, wo die bisherigen Probleme liegen und wie wir es zukünftig besser machen können. Natürlich ermittelt die Polizei nicht im luftleeren Raum, sondern wird durch die Staats- und Amtsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens geleitet. Deswegen haben wir zu einem dieser Workshops auch Vertreterinnen der Berliner Justiz eingeladen, um aus erster Hand zu erfahren, wie wir uns bei den Ermittlungen besser aufstellen können und um auch die Schwarmintelligenz bei dem Brainstormen zu Lösungsansätzen zu nutzen. Herausgekommen sind einige vielversprechende Ansätze, die ich Ihnen gerne im Stil eines virtuellen Whiteboards vorstellen möchte. Wenn uns das Forschungsprojekt eines deutlich vor Augen geführt hat, dann, dass das Thema Gewalt in der Pflege auch in unserer eigenen Behörde noch sehr unbekannt ist.
Viele Kolleginnen haben es als Kriminalitätsphänomen nicht auf dem Schirm und sind bisher einfach noch nicht damit in Berührung gekommen. Doch das wird sich zukünftig ändern. Nicht nur durch den demografischen Wandel, durch den es einfach immer mehr ältere pflegebedürftige Menschen geben wird, sondern auch durch unsere Bemühungen im Netzwerk zu einer besseren Kenntniserlangung von Gewaltstraftaten beizutragen, rechnen wir mit einem Anstieg der Anzeigen in dem Bereich und wir rechnen eben auch damit, dass das Thema für unsere Behörde zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Es werden nicht nur die SachbearbeiterInnen des Fachkommissariats für Misshandlung an Schutzbefohlenen regelmäßig mit pflegebedürftigen Geschädigten zu tun haben, sondern auch FunkwagenfahrerInnen oder KollegInnen von der polizeilichen Sofortbearbeitung. Deswegen müssen wir zunächst vor allem eines leisten, nämlich eine Sensibilisierung zu dem Thema in der Fläche. Das kann einerseits durch behördeninterne Öffentlichkeitsarbeit erfolgen, also beispielsweise wie durch Veranstaltungen wie diese, durch Plakate, durch Intranet-Artikel und so weiter. Man könnte aber auch beispielsweise einen Multiplikator für das Thema in jedem Abschnitt benennen, damit das Thema auch in der Fläche weiter bearbeitet wird. Neben dieser sanften Sensibilisierung könnte man aber auch ganz konkrete praktische Hilfestellung geben, zum Beispiel indem man eine Handy-App programmieren lässt. Die könnte man dann bei den dienstlichen Smartphones bzw. Tablets aufspielen und über eine solche App könnten alle Kolleginnen im Einsatz für das jeweilige Kriminalitätsphänomen, mit dem sie gerade konfrontiert sind, einen Merkzettel herunterladen und beispielsweise könnte das eine Checkliste zum Erkennen von Vernachlässigungs- und Misshandlungsindikatoren bei pflegebedürftigen Personen sein. Diese Handy-App würde insbesondere auch die Kolleginnen von der Sofortbearbeitung sehr in ihrer Arbeit unterstützen. Also das sind diejenigen, die den sogenannten ersten Angriff leisten, also Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden. Denn ein entscheidender Ansatzpunkt ist, dass gewisse Standards für eine qualifizierte Sofortbearbeitung eingeführt werden sollen. Beispielsweise im Rahmen der Anzeigenaufnahme oder beim polizeilichen Erstkontakt mit dem Opfer. Worauf ist zu achten? Was muss ich bei pflegebedürftigen Opfern ganz spezifisch tun? Hierzu gehört auch, dass die Kolleginnen in den Funkwägen und beim ersten Angriff dazu ermuntert werden sollen, zukünftig niedrigschwellig die durchgängige Erreichbarkeit der Fachdienststelle, also von LK 123, zu nutzen. Sie können sich also zu einem Sachverhalt beraten lassen und auch das weitere Vorgehen absprechen. Denn auch außerhalb der Dienstzeiten gibt es genau für solche Fälle eine Rufbereitschaft dieser Fachdienststelle, die also jederzeit erreichbar ist und auch vermehrt genutzt werden sollte. Ebenfalls relevant für die qualitative Sofortbearbeitung ist es, Verletzungen von pflegebedürftigen Opfern gerichtsfest zu dokumentieren. Dies soll in einer Checkliste dezidiert festgehalten werden, die wiederum Teil eines sogenannten neuen Qualitätsstandards für die Bearbeitung von Fällen der Gewalt in der Pflege ist. Eine entscheidende Verbesserung soll darin liegen, sämtliche Straftaten gegen höchstpersönliche Rechtsgüter von pflegebedürftigen Personen aus der sogenannten Geschäftsordnung für Straftaten minderschwerer Kriminalität herauszulösen. Aktuell ist es nämlich so, dass bestimmte scheinbar minderschwere Delikte wie Beleidigungen besonders schlank und effizient abgearbeitet werden können. Das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass einfach nur ein Anhörungsbogen an die Opfer geschickt wird, statt also einer Vorladung, die natürlich in unserem Fall bei kognitiv eingeschränkten Opfern in den seltensten Fällen und schon gar nicht selbst ausgefüllt an uns zurückgeschickt werden. Aufgrund der besonderen Vulnerabilität unserer Opfergruppe sind aber auch diese vermeintlich leichteren Taten schwerer zu gewichten. Denn über einen längeren Zeitraum können die sich kumulieren und wir wissen eben auch aus den Interviewstudien, dass auch diese vermeintlich leichten Straftaten als sehr belastend für die Opfer empfunden werden und in aller Regel stellen sie auch nur die Spitze des Eisbergs dar. Ein eigener Qualitätsstandard für Gewaltdelikte an pflegebedürftigen Personen, in dem bestimmte verpflichtende Bearbeitungsstandards festgelegt werden, soll daher eine sehr gute und vor allem eine auf das Phänomen zugeschnittene Bearbeitung sicherstellen. Eine weitere Überlegung ist, die derzeit auf verschiedene Bereiche verteilte Bearbeitung zu zentralisieren. Und zwar auf eine Dienststelle, die eben eine besondere Expertise in dem Bereich hat. Eine solche Zentralstelle mit allen Delikten mit Pflegebezug würde sicherlich gewisse Vorteile mit sich bringen, wäre aber auch mit tiefgreifenden Umstrukturierungsmaßnahmen verbunden. Falls man sich gegen eine zentralisierte Bearbeitung entscheidet, so sollten jedoch die polizeiinternen Schnittstellen
aller drei Ebenen der Kriminalitätsbekämpfung bei der Berliner Polizei harmonisiert werden. Um eine flächendeckend hohe Bearbeitungsqualität zu gewährleisten und auch um Reibungsverluste zu vermeiden, sollten das LKA, die Referate K und die Abschnittskommissariate zukünftig enger zusammenarbeiten, also zum Beispiel durch das Nutzen von Satellitenbüros, durch gemeinsame Ermittlungsgruppen, durch gegenseitige Hospitationen. Teil davon könnten auch gemeinsame Fachkonferenzen sein, bei der besonders komplexe oder anspruchsvolle Fälle nachbesprochen werden. Und dies dann auch gern unter Beteiligung der Staats- und Amtsanwaltschaft Berlin, mit der wir uns in diesem Phänomenbereich ebenfalls intensiv austauschen. Wir freuen uns sehr, dass die Staatsanwaltschaft bereits seit einem guten Jahr eine Sonderzuständigkeit für Delikte zum Nachteil von Pflegebedürftigen hat. Und auch die Amtsanwaltschaft Berlin hat bereits signalisiert, dass sie sich vorstellen könnte, zukünftig Sondersachbearbeiterinnen für diesen Bereich einzusetzen. Doch wir haben nicht nur Lösungsansätze im Bereich der Repression, sondern auch vermehrt im Bereich der Prävention. Einerseits behördenintern, denn wir freuen uns, dass das Thema Gewalt in der Pflege auch in den, in den Präventionsbereich des LKAs integriert wurde. Dort sollen zukünftig Beratungsangebote abgehalten werden und auch Flyer an Opfer, an SeniorInnen und ihr soziales Umfeld verteilt werden. Mit dem Ziel, eben die Betroffenen zu informieren und aber auch sekundär zu einer höheren Anzeigebereitschaft beizutragen. Die Verhinderung von Gewalt in der Pflege steht auch bei vielen Lösungsansätzen im Handlungsfeld im Vordergrund, was zu einem der Hauptergebnisse in unserem Forschungsprojekt führt, nämlich zu der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk. An dieser Stelle verschmelzen sozusagen die polizeilichen Optimierungsansätze mit den Lösungsansätzen im Netzwerk, denn wir möchten zukünftig mit den relevanten Akteuren im Bereich Gesundheit und Pflege sowie Beratung und Opferschutz eng zusammenarbeiten, um gemeinsam Strukturen für einen besseren Schutz von Pflegebedürftigen zu entwickeln. Zu den polizeilichen Ansätzen gehört das Einbeziehen von externen ExpertInnen, also wie der Beratungs- und Beschwerdestelle Pflege in Not oder auch der Rechtsmedizin zur Begutachtung von Verletzungen. Auch das Einrichten von kurzfristigen Unterbringungsmöglichkeiten für Opfer von Gewalt würde die polizeiliche Arbeit entscheidend voranbringen. Nicht zuletzt soll die Polizei als Ansprechpartnerin für die soziale Gemeinstruktur fungieren. Beispielsweise, indem die sogenannten Kontaktbereichsbeamtinnen auf Kiezebene eben auch für den Schutz Pflegebedürftiger eingesetzt werden sollen. Dies setzt natürlich voraus, dass sie zu dem Thema geschult werden. Und nicht nur die Kontaktbereichsbeamtinnen. Die Integration des Themas in die Fort-, Aus- und Weiterbildung von Polizistinnen wird zukünftig eine große Rolle spielen. Einerseits soll Gewalt in die Ausbildung, Gewalt in der Pflege in die Ausbildung bzw. an das Studium der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht integriert werden. Hierzu stehen wir bereits in einem vielversprechenden Austausch. Und andererseits möchten wir Weiterbildungsangebote an der Polizeiakademie schaffen, um dann somit behördeninterne Schulungen durchführen zu können. Das Ziel ist es, die Kolleginnen zum Thema Gewalt in der Pflege aufzuklären und für die Bearbeitung zu qualifizieren. Somit schließt sich der Kreis und wir sind auch wieder bei der Sensibilisierung in der Fläche angelangt. Wie ich bereits sagte, kann eine Sichtbarmachung des Themas beispielsweise durch Plakate erreicht werden. Hier wollen wir das Momentum einer behördeninternen Weihnachtsaktion nutzen und wir haben drei eigene Plakatentwürfe erstellt, die zukünftig Teil einer internen Sensibilisierungskampagne zum Thema Gewalt in der Pflege werden könnten. Nun möchte ich Sie gerne einbeziehen und um Ihre Meinung fragen. Welches der drei folgenden Plakate gefällt Ihnen am besten und warum? Sie können uns gerne dazu Rückmeldungen geben über die Plattform Mentimeter. Ich stelle erstmal vielleicht die Plakate vor. Also nun sind Sie gefragt, welches der nachfolgenden Plakate gefällt Ihnen am besten? Plakat Nummer 1. Wir waren Würde. Dieses Plakat nimmt Bezug auf die Arbeit der Polizei, also insbesondere der Fachdienststelle LK 123, die in und mit ihren Ermittlungen bestrebt sind, die Würde von pflegebedürftigen Menschen zu wahren. Plakat Nummer 2. Vergesslich, aber nicht vergessen. Dieses Plakat spielt offensichtlich auf die hohe Quote an pflegebedürftigen Opfern an, die an einer Form der Demenz leiden. Was auch das Risiko, wie wir gehört haben, erhöht, für sie Gewalt zu erfahren. Sie mögen vielleicht vergesslich sein, aber vergessen sind sie in ihrem Leid ganz sicher nicht, denn die Polizei versucht zu helfen und die Straftaten zu ahnden.
Plakat Nummer 3. Dieses Plakat ist weniger still als die anderen beiden, kommt also etwas provokanter und direkter daher. Plakat Nummer 3, der letzte Schlag könnte der letzte sein. Ja, ich möchte Sie gerne auffordern, uns Ihren Favoriten über Mentimeter mitzuteilen. Sie haben noch bis nach der Mittagspause Zeit, uns Ihr Abstimmungsergebnis mitzuteilen. Und die Auflösung der Umfrage kommt dann am Ende der Veranstaltung, im Wrap-up. Ich hoffe sehr, Sie beteiligen sich daran, denn wir, die wir so nah an dem Thema dran sind, fänden es einfach gut, ein breites Meinungsbild zu erhalten und mal zu hören, warum bestimmte Bilder bei Ihnen vielleicht besser ankommen als andere. Also Sie können gerne auch, es reicht die Nennung der bloßen Nummer, aber wir freuen uns auch über eine etwas differenzierte Rückmeldung. Welches Plakat berührt Sie? Welches erzeugt am besten Aufmerksamkeit? Und welches ist ganz einfach Ihr Favorit? Gut. Ich leite dann direkt über zum nächsten Thema. Wie ich Ihnen eben dargestellt habe, besteht ein zentraler Lösungsansatz für einen verbesserten Umgang unserer Behörde mit dem Phänomen Gewalt in der Pflege darin, unsere Mitarbeitenden zu allen Einsatzbereichen in dem Themenfeld zu beschulen. Deswegen haben wir ein Schulungsmanual, also eine Art Handbuch für Polizeiangehörige entwickelt, das ich Ihnen einmal kurz vorstellen möchte. Hier sehen Sie die Ihnen bereits vertraute Abbildung und wir sind mittlerweile beim Zentrum der Praxisphase angelangt. Also Ergebnisse aus allen bisherigen Projektschritten sind in das Schulungsmanual eingeflossen, das dann schließlich im Rahmen einer Multiplikatorenschulung erstmals angewendet wurde. Wie haben wir das Schulungsmanual entwickelt? In die Konzeptualisierung und Erstellung sind Ergebnisse aus der Akten- und Interviewstudie sowie aus den Workshops im Rahmen des Projekts eingeflossen. Außerdem wurde einschlägige Fachliteratur und polizeipraktische Expertise herangezogen. Die Systematik und die Inhalte wurden dann in mehreren Bearbeitungsschleifen projektintern und mit den operativen Dienststellen abgestimmt und angepasst. Im September dann haben wir eine vorläufige Version des Schulungsmanuals im Rahmen einer Probeschulung mit der zuständigen Fachdienststelle getestet. Daraufhin haben wir sowohl das Manual als auch die Schulung selbst evaluiert und überarbeitet. Dies ist ein andauernder Prozess, da das Manual auch weiterhin iterativ überarbeitet wird und um verschiedene Facetten ergänzt wird. Wie ist das Schulungsmanual aufgebaut? Zu Beginn erläutern wir kurz die Bedeutung des Themas Gewalt in der Pflege für die Gesellschaft im Allgemeinen, aber auch für unsere Behörde im Speziellen und vermitteln wichtiges Hintergrundwissen zu verschiedenen Gewaltformen, zu möglichen Täter-Opfer-Konstellationen und zu verschiedenen Pflegesettings. Grundlagen, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man als, ich sage jetzt mal, fachfremder Polizist mit dem Thema Pflege konfrontiert wird. Entscheidend ist darüber hinaus, dass die Polizistinnen im Einsatz in der Lage sind, überhaupt Pflegebedürftigkeit zu erkennen. Und zwar anhand bestimmter konkreter Anzeichen. Und dass sie auch wissen, was darunter zu verstehen ist, beziehungsweise welche Implikationen es hat, gerade auch in Abgrenzung zu anderen verwandten Kriminalitätsphänomenen wie der häuslichen Gewalt. Eines der zentralen Kapitel soll die LeserInnen dazu befähigen, die sichtbaren und unsichtbaren Anzeichen von Misshandlung und Vernachlässigung an Pflegebedürftigen zu erkennen und Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Gewalt wahrzunehmen. Kapitel 5 behandelt kurz die verschiedenen Formen und Ursachen von Kommunikationsbeeinträchtigungen und wie damit umzugehen ist. Also worauf ist bei der Kommunikation mit pflegebedürftigen Opfern besonders zu achten? Ich würde sagen, das Herzstück des Manuals ist Kapitel 6. Basierend auf unseren Erkenntnissen aus der Aktenstudie haben wir Fragen beantwortet wie, worauf sollten PolizistInnen bei der Bearbeitung von Fällen der Gewalt in der Pflege besonders achten? Was sind die spezifischen Do's und Don'ts? Es werden Fragen thematisiert wie, welche Möglichkeiten gibt es, Gewalt in der Akutsituation zu unterbinden und die Versorgung für die pflegebedürftigen Opfer sicherzustellen? Welche konkreten Maßnahmen sollten in der polizeilichen Sofort- und Sachbearbeitung durchgeführt werden und mit welchen spezifischen Problemen könnten Polizeimitarbeitenden konfrontiert sein? Also das umfasst zum Beispiel Themen wie gerichtlich bestellte BetreuerInnen oder Probleme im Zusammenhang mit der Schweigepflicht.
Dann umfasst das Manual noch Ansprechpersonen und Institutionen für verschiedene Situationen. Also zum Beispiel, wem sollten Gewaltvorfälle gemeldet werden? Welche zivilen Beratungsstellen können eingeschaltet werden? Wer kann bei der gerichtsfesten Dokumentation von Verletzungen helfen? Oder auch, wie kann ich als Polizist einen Betreuerwechsel initiieren? Und zwar ist wichtig, nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern auch konkrete Hilfestellung für die Praxis zu geben. Dies haben wir in Form von Checklisten umgesetzt. So gibt es für alle praxisrelevanten Kapitel Checklisten, die dann im Einsatz helfen sollen, einen gewissen Standard bei der Bearbeitung einzuhalten und nichts Wichtiges zu vergessen. Wie sieht das Schulungsmanual aus? Uns war es wichtig, inhaltlich und optisch es ansprechend aufzubereiten und auch nicht zu überfrachten. Ich habe Ihnen einfach mal, um einen Eindruck zu vermitteln, ein paar Screenshots mitgebracht. Das Schulungsmanual folgt einer bestimmten farblich unterlegten Systematik. Also zunächst setzen wir uns hier in den gelben Kästen, setzen wir bei den vorhandenen Erfahrungen der LeserInnen an und fragen nach Situationen in der Vergangenheit, in denen die Beschulten bereits mit pflegebedürftigen Geschädigten in Berührung gekommen sind. Orange hinterlegt werden dann die Lernziele umrissen, die dann am Ende eines jeweiligen Kapitels erreicht worden sein sollten. Anschließend werden dann Wissensgrundlagen zu jedem Thema vermittelt, das dann ganz konkret in praktische, knackige Handlungsanweisungen übertragen wird. So haben wir versucht, den Spagat zwischen theoriegeleitetem Lehrbuch auf der einen Seite und polizeipraktischer Anleitung zu meistern. Es finden sich am Ende jeder Passage zusammenfassende graue Kästen, die dann beispielsweise lauten: Bitte beachten Sie folgende Punkte bei der Dokumentation von Verletzungen. Hier sehen Sie noch zwei Beispiele zu den angesprochenen Checklisten. Also in dem Fall für die polizeiliche Bearbeitung. Es geht eben darum, dass aufgrund der hohen Einstellungsquote wegen des schwierigen Tatnachweises eine besonders gründliche Sofort- und Sachbearbeitung erforderlich ist. Beziehungsweise empfehlen wir bei jedem Kontakt mit dem Opfer, aber zumindest einmal, einen sogenannten Eindrucksvermerk anzufertigen, um die Justiz bei der Einschätzung des kognitiven Zustands der Opfer zu unterstützen. Auf der Checkliste haben wir dann die Hauptbestandteile eines solchen Eindrucksvermerks zusammengefasst und die können dann entsprechend von den Polizisten vor Ort abgehakt und mit Notizen versehen werden. Für die Probeschulung mussten wir dann das Schulungsmanual noch mal mehr visuell aufbereiten, damit das Wissen auch im Rahmen eines mehrstündigen Seminars ansprechend und kurzweilig vermittelt werden kann. Ich habe Ihnen da auch ein paar Beispielabbildungen mitgebracht. Also wir haben uns bemüht, die Informationen mit entsprechenden Grafiken zu verbinden, um mehrere Lernkanäle zu nutzen. So haben wir beispielsweise in Kapitel 2 auf die unterschiedlichen Pflegesettings hingewiesen. In Kapitel 5 haben wir 4 wichtige Gesprächsmaximen im Umgang mit pflegebedürftigen Opfern erläutert. Und im Schwerpunkt Kapitel 6 sind wir dann auf die besonders wichtigen Aspekte der polizeilichen Sofortbearbeitung eingegangen. Also zum Beispiel das Sicherstellen von Pflegedokumentation und Krankenakten und welche Unterlagen im Einzelnen dazugehören. Ja, wie geht's nun weiter? Wie schon erwähnt, handelt es sich bei dem Schulungsmanual um ein lebendes Produkt, an dem die Arbeit nie endgültig abgeschlossen sein wird. Entsprechend bin ich auch weiterhin bemüht, es zu verbessern und zu vervollständigen. Nichtsdestotrotz möchten wir jetzt mit diesen Prototypen in die Polizeiakademie reingehen und in die Umsetzungsphase starten. Das heißt, wir würden eben einen Partner akquirieren, über die wir die Schulungen administrieren können und würden dann entsprechende ExpertInnen als Lehrpersonen akquirieren, die die Schulungen abhalten können. Da es sich um ein recht umfassendes Manual handelt, sollte dann für jede zu beschulende Zielgruppe auch eine eigene Schulung vorbereitet werden. Also indem dann je nach Adressat auf bestimmte Themen ein Schwerpunkt gesetzt wird und andere wiederum schlanker dargestellt oder weggelassen werden können. Nicht zuletzt möchten wir überprüfen, ob unsere Bemühungen fruchten und werden dann nach gewisser Zeit den Schulungserfolg evaluieren. Ja, das war ein kleiner Einblick in unser Schulungsmanual. Wir sind damit am Ende von Panel 2 angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wie schon zuletzt nach Panel 1 würde ich dann nun direkt überleiten in die gemeinsame Frage- und Diskussionsrunde und würde Sie gerne nochmal ermuntern, uns Fragen zu stellen über die E-Mail oder über Mentimeter. Wir werden unser Bestes geben, sie zu Ihrer Zufriedenheit zu beantworten.
Und ja, Sie haben nun 4 Beiträge zum Thema Transfer in die Praxis gehört. Also zunächst Informationen zu den virtuellen Netzwerkworkshops, anschließend einen Videobeitrag von Johanna Erbeck zu dem neu entstandenen Netzwerk Gewaltfreie Pflege. Dann habe ich Sie durch unsere polizeilichen Optimierungsansätze geführt und Ihnen jetzt zuletzt noch unser Schulungsmanual präsentiert. Haben Sie hier vor Ort oder auch vor Ihren Bildschirmen Fragen oder Anmerkungen? Sie sollten regelmäßig und jetzt auch wieder den Link eingeblendet bekommen, beziehungsweise den QR-Code, den Sie einscannen können. Gegebenenfalls haben Sie die Chance schon ergriffen, aber auch während der Fragerunde steht Ihnen nach wie vor die Möglichkeit offen. Ja, Sie sollten auch nun eine andere Frage über Mentimeter sehen als zuvor, nämlich haben Sie Fragen zu den praxisbezogenen Forschungsergebnissen. Und in dem Zusammenhang würde ich dann wieder Sascha Mousavi auf die Bühne bitten, der sozusagen den virtuellen Raum administriert. Und vielleicht auch Matthias Brange, falls sehr polizeispezifische Fragen kommen. Gut, alles klar. Ich fange dann jetzt an mit der zweiten Diskussionsrunde, die für heute angedacht ist, und zwar in Bezug auf die praxisrelevanten Projektergebnisse. Ich habe jetzt gerade schon mal geschaut, wie das Interesse eigentlich so aussieht. Und da sieht es gerade so aus, dass wir direkt zu Anfang 2 Themenbereiche haben. Einmal die Polizeibehörde selber und später noch das Netzwerk. Aber vielleicht zum Anfang können wir noch mal auf die Polizeibehörde selber eingehen. Und zwar wird hier gefragt, wer aus Ihrer Behörde soll genau beschult werden? Also dieses Schulungsmanual, damit haben wir tatsächlich das ambitionierte... Wir haben mit dem Schulungsmanual tatsächlich das ambitionierte Vorhaben verfolgt, unterschiedliche Adressatengruppen zu erreichen. Also dieses Manual wird sowohl Informationen enthalten, die für die Spezialisten im LKA ganz wichtig sind, gerade wenn jetzt neue Kolleginnen und Kollegen sich in die Thematik einarbeiten, aber man hat auch die Möglichkeit, einzelne Teile zu selektieren und dann für Multiplikatoren-Schulungen zu nutzen. Clara Ackermann hat ja gerade gesagt, wir müssen dieses Thema in die Fläche bringen. Dazu brauchen wir Multiplikatoren und dazu bietet das Schulungsmanual ein umfassendes Konvolut an Materialien. Okay. Daran anschließend wird eine Frage gestellt, ob es möglich wäre, das Schulungsmanual auch für andere Polizeibehörden zur Verfügung zu stellen. Absolut. Also wir sind ja mit allen unseren Ergebnissen, die wir hier erzielen, total transparent und gehen auch davon aus, dass die Ergebnisse von Paris auch für die Polizeibehörden in anderen Bundesländern und für die dortigen Akteure auf dem Handlungsfeld Gesundheit und Pflege interessant sind, auch wenn sich vielleicht nicht alle Konzepte 1:1 übertragen lassen, aber da sind wir im Austausch und wir wollen dieses Thema natürlich möglichst auch bundesweit bewegen. Sehr gut. Dann würde ich weitermachen mit dem Netzwerk. Hier gibt es mehrfach die Frage, ob es Überlegungen gibt, das Netzwerk überregional zu erweitern. Mhm. Auch das schließt sich ja an das an, was ich gerade gesagt habe. Genau. Also wir werden natürlich jetzt mal starten und uns auf die Berliner Verhältnisse konzentrieren, aber wir werden natürlich die Kommunikation bundesweit suchen und wir haben ja auch bundesweit agierende Akteure bei uns im Netzwerk. Also insofern ist ja dieses schon angelegt, dass wir über Berlin hinaus wirksam werden. Okay. Und vielleicht noch zur Ergänzung, also das ist auch ein Thema, was wir im Netzwerk besprochen haben und wir haben uns eigentlich dafür ausgesprochen, jetzt zunächst in dieser Etablierungsphase eben auf Landesebene tätig zu sein, bis es sich verfestigt hat, bis man vielleicht auch schon gewisse Ergebnisse vorzeigen kann und bis es sich vor allem eben auch verstetigt hat, um dann im zweiten Schritt gegebenenfalls sich auf Bundesebene dann zu bewegen. Also wir hatten da mit Frau Petzmann-Sieters zum Beispiel drüber gesprochen, die sehr gut die Strukturen im Bereich des Kinderschutzes beschrieben hat und wenn ich mich recht erinnere, war das eben da auch so, dass man auf Landesebene beginnt und dann sich vernetzt mit den entsprechenden Organisationen in den anderen Bundesländern und dann sozusagen im zweiten Schritt, wenn das Ganze eben schon verstetigt ist, sich auf eine überregionale Ebene begibt, okay. Damit man eben auch erstmal handlungsfähig ist und ganz konkret bei den eigenen Strukturen und Rahmenbedingungen ansetzen kann. Alles klar. Hier kommt auch noch mal eine Frage, was das Erste ist, was Sie im Netzwerk angehen wollen. Das ist die explizite Frage. Also wir werden uns natürlich zunächst überlegen, Frau Ackermann hat es vorhin auch dargestellt, wie kann man an den vorhandenen Strukturen auf dem Handlungsfeld Gesundheit und Pflege ansetzen, um Verbesserungen zu erzielen. Wir haben ja die Situation, dass wir durchaus eben Zugänge zu nicht nur zu Pflegeheimen, sondern auch zu Personen, die im häuslichen Bereich gepflegt werden, haben.
Und dann müssen wir gucken, wie können wir denn diese Kontakte, diese bereits institutionalisierten Kontakte nutzen, um eben Gefahrenmomente frühzeitig zu erkennen. Ein ganz wichtiges Thema wird aber natürlich auch die Sensibilisierung für das Thema sein. Frau Petzmann sieht das und ich, wir haben vor ein paar Tagen erst darüber telefoniert. Das ist für uns nämlich etwas, was im Vordergrund steht, dass wir eben die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, um eben zu erreichen, dass wir alle genau hinschauen, wenn es um den Schutz dieser vulnerablen Menschen geht. Okay. Hier kam auch noch mal eine Frage bezüglich der Workshops, also der Ergebnisse, und zwar, ob wir hier ein Beispiel für die Problemanalyse bieten können und ob es in dem Bezug einen Berufsgruppenunterschied gab. Also welche Probleme von welchen Berufsgruppen als besonders gravierend erachtet wurden. Also ich glaube, ein Thema, was sich durchgezogen hat, war das Thema Datenschutz. Also gerade wenn es um den Umgang mit Fällen geht und wie man gegebenenfalls, also wir haben in verschiedenen Richtungen gedacht, in Richtung eines Frühwarnsystems beispielsweise. Und viele Lösungsansätze stoßen recht schnell an Grenzen im Bereich des Datenschutzes. Also so, dass man da sicherlich sich entsprechende Expertise reinholen muss, schon bei der Konzeption, und da auch gewisse Hürden übersprungen werden müssen. Ja, um ein Beispiel zu nennen, also ein Beispiel wäre eben, wie gehe ich mit WiederholungstäterInnen um? Also ich glaube, bei der Podiumsdiskussion später kann vielleicht Herr Hildmann von einem sehr ansprechenden Beispiel erzählen, wo ein Pflegerduo durch die Berliner Pflegeeinrichtung getingelt ist und wirklich also Verheerendes angerichtet hat. Und da ist eben die Frage, wie kann man da reingrätschen, wie kann man verhindern, dass das weiterläuft? Das wäre eben ein Beispiel und ja, genau. Okay. Ein kleiner Rückbezug zu Panel 1, den wir aber vielleicht trotzdem hier besprechen können. Hier wird die Frage gestellt, wenn 88% aller Verfahren eingestellt werden, wie können Opfer motiviert werden, dennoch Strafanzeige zu stellen? Sie laufen Gefahr, dass sich nichts im Setting bzw. dem Abhängigkeitsverhältnis ändert. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und das ist genau eins der Hauptprobleme, vor dem wir auch stehen. Und letztendlich ist es ein Zustand, der so nicht bleiben soll und darf. Und wir sind bestrebt, durch die ganze Arbeit, die wir hier leisten, das auch zu verändern. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass sich eben Opfer dieser Belastung eines Prozesses aussetzen und da gegebenenfalls auch retraumatisiert werden und am Ende kommt nichts bei rum. Denn entsprechend zu dieser konsequenten Ahndung gehört dann auch, dass entsprechende Konsequenzen folgen. Also ich denke, das eine ist, man muss jetzt den Worten Taten folgen lassen und all unsere Bemühungen zielen ja darauf ab, dass sich das zukünftig ändert. Also indem wir gründlichere Sofortbearbeitung machen, eine qualifizierte Sachbearbeitung, indem wir sozusagen zielgerichtet auf die Bedarfe der Justiz auch ermitteln, geben wir ihnen ja dann hoffentlich auch die Erkenntnisse an die Hand, damit eben damit es seltener zu Einstellungen bereits durch die Staats- und Amtsanwaltschaft kommt, sondern damit eben auch die Fälle, die verfolgt werden sollen, dann auch entsprechend zur Anzeige gelangen, damit dann auch die entsprechenden strafrechtlichen Maßnahmen eingeleitet werden können. Also da sind wir sehr bemüht, das herzuleiten. Und ansonsten denke ich, können wir natürlich auch mit Soft Skills dazu beitragen, also indem man die Opfer und ihre Angehörigen informiert, aufklärt, wie läuft so ein Strafprozess ab, was hat es mit einem Strafantrag bei Antragsdelikten auf sich, was kommt da auf sie zu, und dass man da auch mit Fingerspitzengefühl und Empathie rangeht, um eben so eine Sekundärviktimisierung zu verhindern. Mhm. Alles klar. Das wäre es auch soweit zu den inhaltlichen Fragen. Hier kommt abschließend noch eine Frage zur PowerPoint-Präsentation selber. Ob es möglich ist, diese nochmal einzusehen, beziehungsweise ob es möglich ist, diese auf Anfrage zugesendet zu bekommen. Absolut. Also ja. Wir können alle Präsentationen, die wir heute darstellen, können wir versenden. Genau, wir haben uns auch überlegt, im Nachgang die Präsentationen auf unsere Homepage zur Verfügung zu stellen, sodass sie dann von Ihnen gedownloadet werden kann. Ich habe nämlich von einigen auch gehört, die der Veranstaltung leider nicht live beiwohnen können, aber trotzdem an den Arbeitsergebnissen interessiert sind. Also insofern stellen wir die sehr gern zur Verfügung. Okay. Ja. Sind wir durch? Mhm. Okay. Danke. Okay. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die wichtigen Fragen. Ich hoffe, wir konnten sie zu Ihrer Zufriedenheit beantworten. Wir würden uns jetzt in eine 45-minütige Mittagspause verabschieden.
Währenddessen werden Sie Gelegenheit haben, sich nochmal die drei Plakatentwürfe anzusehen in Ruhe. Und ich würde Sie nochmals bitten, über Mentimeter uns Ihren Favoriten mitzuteilen. Ansonsten hoffe ich, Ihnen hat Panel 2 gefallen. Wir konnten Ihnen einige interessante Informationen liefern. Und ich freue mich auch sehr auf Panel Nummer 3, was dann nochmal lebhafter wird, da wir eben die Beteiligung unserer Expertinnen haben. Und ja, erfrischen Sie sich, stärken Sie sich und wir sehen uns dann gleich um 13.30 Uhr wieder. Vielen Dank. Willkommen zum dritten und letzten Panel der heutigen Fachtagung. Ich hoffe, Sie sind nach wie vor live dabei und konnten die Pause nutzen, sich zu stärken und zu erfrischen. In den vergangenen beiden Panels haben wir die aus unserer Sicht relevantesten Projektergebnisse vorgestellt und die nächste gute Stunde möchten wir dafür nutzen, gemeinsam mit unseren Expertinnen aus 5 verschiedenen Bereichen zu diskutieren, welche Implikationen diese Ergebnisse haben und insbesondere für die Praxis und wo Sie dringenden Handlungsbedarf sehen. Dafür begrüße ich jetzt als erstes den Projektkoordinator des neuen Zentrums für Innovations- und Wissenschaftsmanagement beim LKA Berlin, Matthias Prange, der Ihnen jetzt die 5 Teilnehmenden vorstellen wird. Vielen Dank und viel Vergnügen. Ja, warte mal. Kriegt ihn aber auch nicht. Doch, da ist er. Die 5, die 8, die 7, die 6, die 5. Von mir jetzt. Von mir hast du. Warum kriegen wir ihn nicht über die? Ja, das ist ein Profi-Effekt. Taste zu viel. Okay. Das bitte Sie an. Nehmen Sie bitte nochmal runter. Ja, das hört sich gut an. Liebe Teilnehmer am Livestream, liebe Anwesende hier vor Ort, wir haben im Laufe des Tages einen Überblick über wesentliche Erkenntnisse aus unserem Forschungsprojekt Paris bekommen und über die Konzepte, die wir auf dieser Grundlage gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern umsetzen wollen. Jetzt haben wir Gelegenheit, einige dieser Themen nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und in einer hochkarätig besetzten Expertinnenrunde zu diskutieren. Dazu begrüßen wir Frau Annika Stübe von der Amtsanwaltschaft in Berlin. Frau Stübe hat sowohl beim Aufbau des Netzwerks Gewaltfreie Pflege mitgewirkt, als auch an den polizeilichen Optimierungskonzepten. Dabei hat sie bereits deutlich gemacht, dass die Amtsanwaltschaft das Thema Gewalt in der Pflege ebenfalls stärker akzentuieren und durch wesentliche Grundsatzentscheidungen und strukturelle Veränderungen voranbringen will. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Soll ich weitermachen? Wir freuen uns sehr, dass Frau Tam-Paar heute hier ist. Sie leitet die Beschwerde- und Beratungsstelle Pflege in Not, die pflegende Angehörige unterstützt, wenn sie an ihre Grenzen geraten und für pflegebedürftige Menschen da ist, die mit ihrer Pflegesituation unzufrieden ist. Sie ist deshalb vertraut mit einer Vielzahl an Fallkonstellationen aus der Praxis und mit den situativen Faktoren, die zu Gewalt in unterschiedlichen Pflegezusammenhängen führen können. Wir begrüßen ganz herzlich Frau Petzmann-Sieters vom Deutschen Pflegerat, dem Dachverband der wichtigsten Berufsverbände des Pflege- und Gesundheitswesens und Hebammenwesens in Deutschland, der wichtige Strukturveränderungen voranbringt im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen, damit Pflege unter besseren Rahmenbedingungen stattfinden kann und besonders kompetent durchgeführt wird. Auch Frau Petzmann-Sieters engagiert sich in unserem Netzwerk Gewaltfreie Pflege. Heute bereits erlebt haben wir Professor Dr. Thomas Görgen. Er leitet an der Deutschen Hochschule der Polizei das Fachgebiet Kriminologie und interdisziplinäre Kriminalprävention. Die Viktimisierung vulnerabler Populationen ist einer seiner Forschungsschwerpunkte und deshalb ist die Teilprojektleitung von Paris, die er innehat, eine weitere Facette seiner umfassenden Aktivitäten in diesem Forschungsbereich. Ebenfalls heute bei uns ist Herr Kriminaloberrat Daniel Hildmann. Er leitet im Landeskriminalamt das Dezernat, das unter anderem die Misshandlung und Vernachlässigung von Schutzbefohlenen bekämpft. Dort sind auch spezielle Kompetenzen zum Thema Gewalt in der Pflege gebündelt. Herr Hildmann kann uns deshalb über praktische Fälle, die damit verbundenen Probleme
und die aus seiner Sicht notwendigen Veränderungen informieren, die bei der Polizei und im Hinblick auf entscheidende Rahmenbedingungen umgesetzt werden müssen, um Pflegebedürftige besser schützen zu können. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hier sind und würde gerne mit einer Frage an Professor Görgen beginnen. Herr Görgen, Sie arbeiten sowohl in der Forschung als auch in der Lehre und werden die Erkenntnisse aus Paris in die Ausbildung der polizeilichen Führungskräfte in Hiltrup einfließen lassen. Was sind für Sie die entscheidenden Schlussfolgerungen aus Paris, die Paris für die Praxis liefert, und welche Handlungsempfehlungen geben Sie den polizeilichen Führungskräften zum Thema Gewalt in der Pflege? Bevor ich damit beginne, würde ich gerne kurz vorweg schicken, dass ich, beziehungsweise dass wir sehr, sehr froh darüber sind, dass wir mit der Polizei des Landes Berlin dieses Projekt Paris umsetzen durften und noch umsetzen dürfen. Das ist ja keineswegs selbstverständlich, denn ein solches Projekt kann nur zustande kommen, weil die Polizei Berlin für sich ein Problem und Handlungsbedarfe erkannt und definiert hat, die sie gemeinsam mit uns einer Lösung näher bringen wollte. Was sind wichtige Ergebnisse? Für mich der erste Punkt wäre, dass die Polizei mit pflegebedürftigen Opfern zu tun hat. Das ist nicht Zukunftsmusik. Das ist nicht etwas, was wir mit dem demografischen Wandel irgendwann vielleicht auf uns zukommen werden sehen, sondern das ist bereits jetzt Realität. Und Realität nicht nur in raren Einzelfällen. Ältere pflegebedürftige Menschen treten als Opfer in Erscheinung. Wir haben gesehen, dass das auch in sehr unterschiedlichen Konstellationen und Kontexten der Fall ist, auffallend häufig in der stationären Pflege, vielfach auch bei Pflegekonstellationen im häuslichen Bereich, aber auch in ganz anderen Kontexten bis hin zum öffentlichen Raum und zu Fällen, bei denen fremde Täter die besondere Verletzbarkeit und die leichte Angreifbarkeit von Pflegebedürftigen sich aussuchen. Zweiter Punkt, um dem Schutzauftrag in Bezug auf Menschen mit Pflegebedarf möglichst gut nachzukommen, da bedarf es auf polizeilicher Seite eines hohen Maßes an Sensibilität, aber auch an phänomenspezifischem Fachwissen. Das beginnt, wir haben es ja vorhin auch schon gehört aus der Darstellung von Clara Ackermann und von Johanna Erbeck vor allem, das beginnt bereits mit solchen Fragen wie dem Erkennen von Pflegebedürftigkeit. Das Bewusstsein dafür, dass ich es mit einem Opfer zu tun habe, aus einer ganz spezifischen gesellschaftlichen Gruppe und mit einem besonders hohen Maß an Verletzbarkeit, an Vulnerabilität. Das geht weiter über das Erkennen von Indikatoren, von Anzeichen dafür, dass jemand zum Opfer von Gewalt geworden ist. Das betrifft die Frage, was es heißt, Menschen mit Pflegebedarf, die ja zu einem großen Teil nicht nur körperlich, sondern auch kognitiv in ihren Handlungsfähigkeiten eingeschränkt sind, zu vernehmen. Hier stellen sich Fragen und Herausforderungen, die wir in vielen anderen Gewalt- und Kriminalitätsfeldern so nicht haben. Es betrifft auch das Wissen darum, welche besonderen Erfordernisse sich aus der Feststellung, wir haben es mit einem Opfer zu tun, das pflegebedürftig ist, weiter dann ergeben. Welche Verfahrensweisen resultieren daraus? Wer sollte, wer muss eingebunden werden? Welche besonderen Herausforderungen können sich zum Beispiel aus der Tatsache, dass die Pflegebedürftigkeit für das Stellen eines Strafantrags und für das weitere Verfahren wichtig ist, ergeben. Und dazu hat das Projekt Paris mit, insbesondere mit dem Trainingsmanual, mit dem Schulungsmanual, das wir entwickelt haben, gemeinsam mit der Polizei des Landes Berlin einen wesentlichen Beitrag geleistet. Was für mich auch ganz wichtig ist, es gibt, und sonst wäre dieses Projekt ja niemals zustande gekommen, eine deutliche organisatorische Ausrichtung, ein Bekenntnis der Polizei des Landes Berlin zu diesem Phänomen und Problembereich und zu dieser betroffenen Gruppe. Wir sehen bei der Berliner Polizei eine Priorisierung, eine Bereitschaft zur Priorisierung dieses Phänomenbereichs und dieser betroffenen Gruppe. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen würde, der mir auch ganz wichtig ist, das Projekt hat auch deutlich gemacht, die Polizei kann dieses Feld mit Aussicht auf Erfolg nicht alleine beackern. Das ist in anderen Handlungsfeldern, in denen wir es auch mit vulnerablen Opfergruppen zu tun haben, vielleicht noch nicht bis ins Letzte eine Selbstverständlichkeit, aber doch vielfach geübte Praxis. Die Polizei arbeitet mit außerpolizeilichen Akteuren zusammen, wenn es um häusliche Gewalt geht, wenn es um den Kinderschutz geht, auch etwa wenn es um die Bekämpfung von Hassdelikten zum Nachteil gesellschaftlicher Minderheiten geht. In Bezug auf Menschen mit Pflegebedarf existieren solche Netzwerkstrukturen national und auch bis vor kurzem jedenfalls in Berlin noch kaum. Und hier hat das Projekt wirklich Pionierarbeit geleistet. Wir haben im Verlauf des letzten Jahres erlebt, dass in Berlin, angestoßen durch das Projekt, eine Art eben von präventivem Netzwerk für eine gewaltfreie Pflege
entstanden ist. Ein Netzwerk, dem Akteure angehören, die unmittelbar aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich kommen, aber längst nicht nur, sondern auch etwa aus Aufsichts- und Beratungseinrichtungen und eben auch aus Polizei und Justiz. Dieses Netzwerk wird sicherlich nicht Wunder vollbringen können. Ich glaube nicht, dass Gewalt gegen Pflegebedürftige in Berlin nun bald der Vergangenheit angehören wird. Das wäre zu viel erwartet. Aber es wird neue Chancen für die Prävention eröffnen. Es wird, so ist zu hoffen, auch der Polizei Zugang zu Fällen verschaffen, die bislang im Dunkelfeld bleiben oder geblieben wären. Es wird Kompetenzen und Perspektiven bündeln. Und es wird zivilgesellschaftliche oder jedenfalls außerhalb des Prozesses der Strafverfolgung agierende Institutionen vielleicht ein wenig auch mit der Durchschlagskraft strafrechtlicher Interventionen in ihren Handlungsmöglichkeiten stärken. Das ist für mich auch ein ganz zentrales Ergebnis aus dem Projekt PARIS für die polizeiliche und über die Polizei hinausgehende Praxis. Frau Stüber, Herr Görgen hat deutlich gemacht, Gewalt in der Pflege ist eine signifikante gesellschaftliche Realität, der wir uns stellen müssen und der wir uns stellen wollen. PARIS ist ein signifikanter Ausdruck dieser Bereitschaft. Und er hat aber auch deutlich gemacht, und das haben wir heute in den Ergebnissen von PARIS gehört, dass die polizeilichen Ermittlungen dort sehr komplex sind. Was wünschen Sie sich von der Polizei? Sie haben ja die Ermittlungsergebnisse auf dem Tisch und müssen dann entscheiden, ob Sie Anklage erheben oder nicht. Was wünschen Sie sich von der Polizei? Was brauchen Sie, um öfter Anklage zu erheben und möglichst erfolgreich? Damit könnte ich, glaube ich, jetzt die Stunde, die wir Zeit haben, schon füllen. Ja, das ist keine Kritik an der Polizei, um Gottes Willen, aber wir haben an den Zahlen und an den Vorträgen des Vormittags gesehen, was alles vonnöten ist, um uns, die ja als Letzte in der Nahrungskette mit diesen Fällen beschäftigt sind, eine gute Strafverfolgung zu ermöglichen. Ich möchte mal eine Zahl, die ganz, ganz prägnant ist und die meine Kolleginnen und mich auch wirklich erschrocken hat, herausgreifen, weil ich nicht weiß, ob die bei allen heute im Gedächtnis geblieben ist. Bei den Übersichten, die wir vorhin gesehen haben, war zu sehen, dass es weniger Einstellungen gibt, und zwar 22% weniger der Ermittlungsverfahren mussten wir einstellen, wenn Vernehmungen passiert sind. Und ich glaube, das ist so eine hohe Zahl. Wir haben es tatsächlich in der Vergangenheit erlebt, dass an die Zeugen, egal ob jetzt der Geschädigte oder die Geschädigte oder sonstige Zeugen, einfach nur Anhörungsbogen versandt wurden. Die kamen entweder gar nicht in den Rücklauf oder wenn man sich anguckt, wer die Opfer sind, können die das überhaupt noch ausfüllen? Verstehen die das, was die Polizei da von ihnen möchte? Wenn wir an den Bereich der häuslichen Pflege denken, wo diejenigen, die in dem Haushalt leben, auch oft die Täter sind, die den Briefkasten öffnen, die Anhörungsbogen abfangen, na, die zerreißen die doch. Die legen das doch nicht den Opfern vor zum Ausfüllen und schicken das an uns zurück. Also das ist zum Beispiel ein ganz, ganz markantes Beispiel, wo ich denke, da müssen wir ein Hauptaugenmerk drauflegen. Ich spiele den Ball mal gleich weiter an den Praktiker. Daniel Hildmann, wie wollen Sie da für sorgen, dass wir gerade in dem Bereich Vernehmungen besser werden? Wo sind da Probleme? Was brauchen wir? Wie können wir Engpässe überwinden? Was sind da die Ansätze? Ja, vielleicht schon vorab auch noch mal kurz darauf eingehend. Da sind jetzt schon ganz viele Sachen gesagt worden. Da ist genau das Entscheidende auch erstmal, dass genau die Pflegesituation erkannt wird, dass wir eben Leute vor Ort haben, die sich dieses Themas bewusst sind, also sprich entsprechend sensibilisiert werden, wurden und auch in der Aus- und Fortbildung darauf aufmerksam gemacht werden oder durch die interne Öffentlichkeitsarbeit und dadurch, dass dann eben entsprechende Eindrucksvermerke gefertigt werden, direkt vor Ort über die Gesamtsituation ein vernünftiger Vermerk oder auch das entsprechend bei der Anzeige aufgenommen wurde, sodass dann in der weiteren Sachbearbeitung auch klar ist, genau da kann ich eben nicht nur einen Fragebogen hinschicken, sondern da muss ich vielleicht jetzt auch mal die Fachdienststelle anrufen, nämlich LK 123, die Expertise haben, um dann eben eine Vernehmung zu machen oder auch die ersten schon eine konkrete Festlegevernehmung zu machen, weil wir brauchen das im Verfahren, weil wir nicht wissen, ob wir an die Geschädigten aufgrund vielleicht eines verschlechterten Gesundheitszustandes in der Zukunft noch rankommen, dass wir da frühzeitig eben die Sachen an der Hand haben für die Justiz. Was machen wir deswegen auch? Also sprich, wir müssen erstmal auch uns als Fachdienststelle schnell ins Boot bekommen und da ist halt häufig die Problematik, dass wir von den Sachverhalten manchmal sehr spät erst Kenntnis haben, gewisse Umstände nicht mehr vorhanden sind, keine Spuren mehr vorhanden sind.
Deswegen brauchen wir eben die Leute, die uns schnell kontaktieren, um dann, was wir jetzt auch eingerichtet haben, vor dem Hintergrund so eine Art Sofortbearbeitungsteam bei mir in der Fachdienststelle zu haben, die dann eben schnellstmöglich beispielsweise in die Einrichtung fahren, schnell Kontakt zu den Pflegenden aufnehmen, dann auch, was die Anforderung bei uns ist, bestenfalls eine Videovernehmung machen, damit wir eben auch das Konjunktive auch auf Video haben oder eben dann auch, wenn sie noch in der Lage sind, sich zu artikulieren, dort die auch eine festliche Vernehmung in Form einer Videovernehmung haben. Und was das natürlich auch bewirkt ist, wenn wir direkt dort vor Ort sind, auch gegenüber den Einrichtungen, so die Scham vielleicht, den Kontakt zur Polizei aufzunehmen, ein bisschen verbessern zu können, was auch Aufgabe des Netzwerks sein wird und immanent wichtig ist, dass nämlich uns die Sachverhalte schnellst mitgeteilt werden und erst nicht nach Jahren, sondern dass wir eben schnell interagieren können und dadurch eben auch eine Förderung der Zusammenarbeit direkt mit den Institutionen und den Pflegekräften haben. Und das ist ein Punkt und dadurch, das ist vorhin auch schon angeklungen, bin ich auch froh, wenn das klappen sollte, dass Frau Erlbeck eben als eine, die ja schon Riesenarbeit geleistet hat und schon diese Vernetzung auch mit angestoßen hat, dann weiter bei uns mit direkt in der Praxis mit angebunden ist, um dieses Netzwerk einerseits fortzuführen, um auch dann in der Zukunft auch das Sofortbearbeitungsteam begleiten zu können, vor Ort nochmal Arbeit leisten zu können, in Kontakt mit den Pflegenden oder mit den Pflegekräften auch nochmal anders kommunizieren kann und auch, was wir gesehen haben, Auswertung der Pflegeakten, was auch auch ein wichtiger Punkt neben den Vernehmungen ist, auch nochmal mit einer ganz anderen Fachexpertise weiter begleiten können, um eben einen besseren Ermittlungserfolg gewährleisten zu können. Die Fachdienststelle schneller ins Boot bekommen. Das ist ja ein ganz entscheidendes Stichwort, was ja auch mit der Sensibilisierung zusammenhängt in der Fläche. Haben Sie da Ideen, wie man das noch forcieren könnte? Also Sie haben ja eine 24/7-Rufbereitschaft, wo Sie eben Beratung machen können. Haben Sie den Eindruck, dass die im Moment schon hochfrequentiert ist? Und wie, glauben Sie, können Sie als Fachdienststelle da vielleicht noch ein bisschen was, einen Beitrag dazu leisten, dass da eben diese schnelle Absprache stattfindet? Das ist einfach der tägliche Kontakt, dann eben schnellstmöglich mit den Einrichtungen die Kommunikation zu suchen und dann auch in der weiteren Folge gerade durch das Netzwerk auch einfach die Angebote einfach mit an die Hand zu geben, wenn andere externe Aus- und Fortbildung machen zum Beispiel, dass wir gerne mit hinzugezogen werden können, seitens der Polizei auch Beratungsangebote generieren, aufliefern. Und dann in der weiteren Folge auch ein zentraler Ansprechpartner für die Einrichtungen dann jeweils sind. Und wenn Sie dann im Boot sind und jetzt Vernehmungen durchführen, die sind ja hochkomplex, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, da bräuchten Sie Unterstützung? Brauchen wir zum Beispiel psychologisches Fachwissen, um solche Vernehmungen zu führen? Oder brauchen wir mehr den Einsatz von Tatortspezialisten, Tatortfotografen, der Tatorttrupp unserer Kriminaltechnik, der ja sehr spezialisiert arbeitet? Und wenn ja, glauben Sie, dass Sie das mit den vorhandenen Kapazitäten so leisten könnten? Mit der Tiefe der möglichen Ermittlungsarbeit, wenn insbesondere auch das Hellfeld, das Dunkelfeld erhellt wird, wird es schwierig mit den jetzigen Ressourcen. Wenn wir allerdings frühzeitig davon Kenntnis erlangen und ein entsprechendes Verletzungsbild haben, konsequent auch die Gerichtsmedizin hinzuziehen. Fotos werden grundsätzlich dann gemacht von den entsprechenden oder sollten grundsätzlich gemacht werden von den Verletzungen. Vernehmungen, ja, da brauchen wir auch eine entsprechende interne auch Aus- und Fortbildung bezüglich der Anforderungen, wenn jetzt gerade auch kognitive Problematiken da sind, wie man vielleicht noch irgendetwas aus der Person herausholen kann als Hinweise, was die Person vielleicht meint. Das können wir aber auch nicht alleine und da brauchen wir dann auch Unterstützung, wie gewisse Sachen zu werten sind, die wir unseren Mitarbeitenden auch an die Hand geben können. Können Sie uns mal ein paar praktische Beispiele von Ermittlungen schildern und vielleicht auch wo Probleme gegebenenfalls auch durch bestimmte Rahmenbedingungen entstehen, die als limitierende Faktoren wirken?
Einerseits, also es gab einen recht prägenden Sachverhalt, den wir Mitte letzten Jahres zur Kenntnis bekommen haben und dann umfassende Ermittlungen eingeleitet hatten im Rahmen einer Ermittlungsgruppe, wo zwei Pflegekräfte über Jahre durch unterschiedlichste Pflegeeinrichtungen getingelt sind und dort immer zu bestimmten Tageszeiten es zu Misshandlungen gekommen ist und dadurch, dass eben zwischen den Pflegeeinrichtungen oder eben auch durch ein entsprechendes, vielleicht erweitertes Führungszeugnis den Arbeitgebern nicht bekannt war, dass es vielleicht schon in der Vergangenheit entsprechende Taten gab oder dass auch nicht übermittelt wurde, konnten halt diese Taten immer wieder erfolgen. Es ist dann zum Glück so gewesen, dass wir es einmal zur Kenntnis erlangt haben, aber ansonsten waren grundsätzlich, und das sind halt auch die Probleme, häufig dort Geschädigte gewesen, die sich eben nicht mehr artikulieren konnten, die entweder pflegebedürftig, also bettlägerig gewesen sind oder eben kognitiv nicht mehr in der Lage waren. Demenz ist heute auch schon mal angesprochen worden, wo wir eben auch wenig Aussage haben. Und da ist dann wieder auch das andere, was schon angeklungen ist, dann eben wichtig, andere Leute zu vernehmen, die noch Hinweise haben, Beobachtungen vielleicht gemacht haben und die Pflegeakten intensiv mit hinzuzuziehen. Aber auch da, aus den Pflegeakten war es ganz schwer heraus festzustellen, anhand der Dokumentation auch, waren diejenigen oder sind die Sachen dokumentiert worden zu dem Zeitpunkt, als diejenigen auch zum Beispiel im Dienst gewesen sind. Also konnte das wirklich auch zu den Personen zurückgeführt werden, diese mögliche Verletzung, und war das wirklich eine Verletzung. Also auch da sind wir dann natürlich von der Dokumentation und den Beobachtungen von Pflegekräften abhängig, und das hat es in dem Fall sehr, sehr schwer gemacht. Wir hatten viele Geschädigte, sind von vielen Taten ausgegangen, konnten aber ganz, ganz schwer aufgrund dieser Situation nachgewiesen werden. Wie könnte man denn dafür sorgen, dass wir da strukturell einen Fortschritt erzielen, dass also jemand, der in einer Pflegeeinrichtung gewalttätig ist oder eben Dinge macht, die eben den Pflegenden zum Nachteil gereichen, und dann sich bei einem anderen Arbeitgeber bewirbt, dass der Arbeitgeber davon weiß, was er bereits für eine Vita, ich sage es jetzt mal, auf dem Kerbholz hat. Da gibt es ja, das ist ja eine Datenschutzproblematik vor allen Dingen. Wir hatten mal im Netzwerk darüber nachgedacht, dass man sagt, okay, man führt eine zentrale Datenbank, die von den Pflegeanbietern gefüttert wird, so dass man eben, wenn sich jemand bei einem bewirbt, dass man eben sehen kann, gab es da schon mal negative Vorfälle. Das ist natürlich wahrscheinlich datenschutzrechtlich kaum umsetzbar. Aber wie kann man denn verhindern, dass solche Situationen eintreten? Frau Petzmann sieht das. Haben Sie da eine Idee? Denn der Deutsche Pflegerat arbeitet ja gerade an solchen strukturellen Verbesserungen, um die Rahmenbedingungen besser zu machen, damit Pflegebedürftige geschützt werden können. Ja, in den Einrichtungen müsste wirklich dieses Thema hoch priorisiert werden. Und in guten Einrichtungen wird es das auch. Wer sagt, wer sich hier bei uns bewirbt, der hat bitte ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Ja, grundsätzlich, auch wenn es nicht rechtlich gefordert ist. Aber bei uns hat es so einen hohen Stellenwert, das wird hier erwartet. Ich kenne Kolleginnen aus stationären Altenpflegeeinrichtungen, die dieses fordern. Das Zweite ist aber auch die Berufserlaubnis, die einem entzogen werden könnte und müsste. Und da bringe ich nochmal das Thema Kammern ins Spiel. Die Ärztekammern entziehen ja auch eine Approbation, wenn hier Fehlverhalten in grobem Maße vorgelegen hat. Und dasselbe müsste auch im Bereich von Pflege passieren. Dafür sind aber Kammerstrukturen notwendig, und es ist schwer, die im Augenblick auch in Berlin einzuführen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Auch gibt es Fälschung von Urkunden zum Führen der Berufserlaubnis. Das dürfen Sie auch nicht unterschätzen. Also, und da gibt es dann auch eben eigentlich Kammern, die für diese Strukturen sorgen, dass da korrekte Urkunden vorgelegt werden, die zur Berufsausübung erlauben. Das wäre die rechtliche Situation. Aber nochmal zu dem Thema, Institutionen und Einrichtungen müssten sich das, oder machen es eigentlich auch, dass sie das hoch aufhängen und sagen, bei uns ist der Schutz der älteren Bevölkerung vor Gewalt sicher. Das ist bei uns im Leitbild verankert. Bei uns werden Standards umgesetzt, wie zu pflegen ist. Da sind die ganzen Dinge mit, die Sie vorhin heute Morgen angesprochen haben, wie freiheitsentziehende Maßnahmen geregelt, Sturzprophylaxe, Schmerzmanagement, das gehört alles dazu, und eben auch eine adäquate Dokumentation, dass man wirklich hinterher sehen kann, was ist bei dem Bewohner an Pflegemaßnahmen hier vorgenommen worden. Audits, interne Audits müssen durchgeführt werden. Werden die Maßnahmen, die wir uns hier selbst auferlegt haben als Standard, werden die auch wirklich eingehalten und evaluiert? Und in guten Einrichtungen macht man das eigentlich. Aber ich denke, man muss es insgesamt mehr auch in die Öffentlichkeit, aber auch nochmal in die Profession tragen, damit es Standard wird.
Und interessant ist zum Beispiel der Kinderschutz, der wurde ja schon vorhin angesprochen. Da ist das erweiterte Führungszeugnis zum Beispiel Standard. Das muss vorgelegt werden, wenn Sie in dem Bereich tätig werden wollen. Eigentlich müsste man das auch hier fordern. Denn mit dem Datenschutz ist es genauso. Das Bundeskinderschutzgesetz hat hier eine deutliche, ich sage mal in Anführungsstrichen, Lockerung des Datenschutzes vorgesehen, sodass diese Problematik, die wir früher auch im Kinderschutz hatten, dass wir untereinander nicht kommunizieren konnten und dass das zu diesen Verschleppungen der Tataufklärung kam, dass die aufgehoben worden sind. Und in solchen Fällen der älteren Bevölkerung müsste es eigentlich auch sein. Wie, Frau Tampa, Sie wollten dann noch was ergänzen? Genau, da ist mir was so eingefallen. Dachte ich, ja, das ist ein wichtiges Thema. Also wir geben ja viele Fortbildungen auch in den Pflegeeinrichtungen, weil wir finden, das Thema Gewalt in der Pflege muss in den Einrichtungen auch ganz breit diskutiert werden. Und wir machen die Erfahrung, dass leider nur anlassbezogen darüber diskutiert wird. Das heißt, wenn ein Vorfall passiert, dann wird in der Einrichtung diskutiert darüber, sehr aufgeregt häufig auch an Einzelpersonen, wie Sie es eben auch genannt haben, die beiden Pflegerinnen festgemacht. Und was so schade ist, dass es nicht regelmäßig, was Sie gerade vorgeschlagen haben, aufgerufen wird. Wir sagen eigentlich, das Thema muss auf die Tagesordnung. Alle 3 Monate bei einer Dienstbesprechung muss eigentlich darüber gesprochen werden, wie geht es euch mit den Bewohnern, gibt es bestimmte Zimmer, in die ihr nicht gerne reingeht, gibt es bestimmte Bewohner, Bewohnerinnen, ne, die euch aufregen, eher als andere. Also dass man anfängt, dieses Thema so regelmäßig zu besprechen, damit es diesen Tabucharakter auch verliert. Sie haben alle möglichen Themen auf der Tagesordnung, die Mitarbeiter werden geschult, zu Hygiene, zu Dekubitus, zu allen Themen, die wichtig sind, auch pflegerische Themen. Aber Gewalt in der Pflege wird, wie gesagt, nur so besonders aufgerufen und häufig erst dann, wenn was passiert ist. Und auch das, was Sie gesagt haben, wie gesagt, durch diese vielen Fortbildungen sind wir eng im Gespräch mit den Pflegekräften und hören natürlich auch viele interne Dinge. Und die sagen auch, ja, das ist ein großes Problem. Selbst wenn wir uns dazu durchgerungen haben, jemanden zu kündigen, wissen wir, dass der eigentlich weiterzieht und ohne Berufsverbot gibt es eigentlich gar keinen Stopp. Was uns aber auch aufgefallen ist in diesen Fortbildungen, und das war für etwas auch für mich nochmal besonders Lehrreiches und Auffälliges, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie geht es eigentlich den Pflegekräften, wenn sie selber etwas bemerken, ja, bei den Kollegen, bei den Kolleginnen, wo sie merken, mein Gott, das ist grenzwertig, wie derjenige sich verhält, wie er spricht mit den Bewohnern. Also auch so Sätze, ich sage das jetzt mal so, ja, du alte Drecksau, was hast du dich hier schon wieder voll gemacht? Das sind Sätze, die durchaus im Alltag fallen. Und die Pflegekräfte sagten dann auch, dass sie eine große Scheu haben, das anzusprechen, entweder die Betroffene selber oder die Vorgesetzten. Und wir haben dann darüber gesprochen, was sind denn die Handlungsbarrieren? Was hindert mich eigentlich, einen kritischen Vorfall anzusprechen, wo es doch wirklich darum geht, die Person zu schützen, für die ich ja sozusagen auch zuständig bin. Und die sagen, die es gemacht haben, haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also häufig so, dass man denkt, Gott, bin ich jetzt zu kritisch? Bin ich jetzt Nestbeschmutzer? Habe ich selber vielleicht auch mal einen schweren Tag und möchte, dass der andere großzügig ist, wenn er erlebt, wie ich sehr ruppig gerade mich verhalte? Und dann weiß man auch, wenn jemand gekündigt wird, und das ist ein wichtiger Punkt, der wurde immer wieder auch zentral genannt, jeder frei werdende Platz im Pflegeheim ist ungefähr 170 Tage nicht besetzt. Das heißt also, wenn man jemanden kündigt, kommt unglaublich viel mehr Arbeit auf das Stammpersonal, was zurückbleibt, zu. Also viele Gründe, dann gibt es auch ein Leitbild, dann gibt es kirchliche Häuser, die sagen, oh Gott, ja, wenn das an die Presse kommt, was bei uns hier im Alltag passiert. Das führt auch dazu, dass Vorfälle innerhalb der Häuser nicht diskutiert werden, besprochen werden und auch nicht an die Leitung herangetragen wird. Und da haben wir nochmal gemerkt, dass die auch in so einem Spagat sind oder in einem Dilemma. Auf der einen Seite zu wissen, ich bin hier zuständig für einen schutzbefohlenen Menschen. Das ist auch mein Auftrag, ihn zu beschützen und zu begleiten. Und da auf der anderen Seite geht es darum, wenn ich etwas melde, dann bekomme ich einen solchen Konflikt, ja, den sich auch nicht jeder zutraut. Wir haben vor einigen Jahren haben wir mal so für einen Wohlfahrtsverband mehrere Einrichtungen fortgebildet und waren über 100 Führungskräfte. Und da haben wir gefragt, wie viele von Ihnen haben etwas bemerkt und haben es gemeldet. Und da waren es 3. Und die 3 haben gesagt, nie wieder. Nie wieder machen wir das. Die wurden gemobbt, die wurden ausgegrenzt, die mussten teilweise in andere Häuser versetzt werden. Also ich will sagen, es gehört auch viel Zivilcourage dazu. Ja, und man muss das auch aushalten. Man muss die Folgen aushalten.
Und über 70% der Befragten, Pflegekräfte, haben damals gesagt, dass sie Angst haben vor den Folgen. Also das heißt, wenn wir fordern, ja, uns mit dem Thema zu beschäftigen, müssen wir auch mit dem menschlichen Aspekt rechnen, dass es da eine große Hemmung gibt, das so vollmundig zu diskutieren, wie vielleicht andere Themen diskutiert werden. Sie haben gesagt, etwas melden, das ist ja genau der Punkt, dass die Leute eben aktiv werden, dass sie sensibel werden in den Einrichtungen und dann eben sich auch artikulieren, dass hier irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Das ist ja auch das, wovon wir als Polizei im Moment abhängig sind, dass uns solche Dinge gemeldet werden. Gibt es denn in den Strukturen, die wir im Moment haben, Möglichkeiten, unsere Zugänge als Polizei zu verbessern und zu sagen, also die Kontrollmechanismen auf der Basis der aktuellen Strukturen zu verbessern, sodass wir eher etwas von Straftaten mitbekommen und dass wir eher die Chance haben, eben auch Menschen aus einem gewalttätigen Umfeld zu betreuen? Können wir da ansetzen an Dingen, die bereits da sind, an Kontakten zu pflegebedürftigen Menschen, nicht nur im Pflegeheim, sondern auch im häuslichen Bereich? Ich denke, das ist einfach wichtig, so wie Sie schon sagen, dass es gibt einfach auch bei Ihnen ja Stellen, wo man sich beraten lassen kann, wo man sich auch anonym beraten lassen kann. Ja, also ich habe hier einen Verdachtsfall, ich schildere Ihnen den mal, wie sind Ihre Kenntnisse bislang, wie soll ich denn hier weiter vorgehen? Ja, so. Also ich denke einfach, dieses aus der Tabuzone zu holen und mir Hilfe zu holen, um auch zu sagen, aber auch die Möglichkeit zu haben, hier nicht gleich jemanden direkt anzuzeigen, sondern einfach, es gibt solche Fälle ja auch, dass es Verdachtsfälle gibt, aber sich dort einfach beraten zu lassen, wie man denn jetzt weiter vorgeht oder wie man umgeht damit. Das finde ich ganz wichtig. Aber bei Ihnen gibt es diese Stellen, ich kenne sie aus dem Kinderschutz, da gibt es sie grundsätzlich. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Ja. Da will ich nochmal nachfragen. Also trotzdem ist man da ja davon abhängig, dass jemand aktiv wird. Natürlich. Dass jemand aktiv wird und das eine Beratungsstelle anspricht. Ja. Und es gibt ja auch die Menschen, die eben dies nicht können und in ihrem Umfeld auch keinen Fürsprecher haben. Ja, der sich beraten lässt bei Pflege, Not beispielsweise. Sie hatten vorhin gesagt, wir haben beim Kinder- und Jugendschutz ja schon leistungsfähige Strukturen etabliert. Wie kann man denn, welche Elemente aus dem Kinder- und Jugendschutz kann man denn übertragen, sodass eben auch die Menschen, die eben sich nicht selber artikulieren können, dass man dort besser erkennen kann, ob da Gewaltvorfälle vorkommen oder nicht? Mhm. Ich denke mir, es beginnt einfach mit dieser Sensibilisierung des Umfeldes. Ja? Damit kann man nur starten. Das was anderes bleibt ja gar nicht als Möglichkeit da. Und die müssen Sie sensibilisieren, dass es Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung, Beratung und so weiter zu holen, wie ich es eben schon geschildert habe. Den Schritt machen muss jemand. Ohne dem wird es nicht gehen. Ja? Also da und das denke ich mir mit dieser Enttabuisierung. Wir müssen das in die Öffentlichkeit bringen, dass es so etwas gibt an allen Stellen, aber dass man auch Möglichkeit der Kommunikation hat, ohne hinterher diesen Schaden zu erleiden, den Sie, Frau Tampar, gerade gesagt haben. Das darf es einfach nicht geben. Und dafür sind diese Strukturen, die wir da auch aufbauen und weitergehen müssen, wichtig. Umso wichtiger finde ich es hier in Berlin, wie Sie hier vorgehen, dass Sie das wirklich aufs Tableau heben, dass Sie ganz wissenschaftlich, professionell damit umgehen und hier diese Möglichkeiten schaffen. Schätzen Sie es so ein, beim Kinder- und Jugendschutz sind ja diese Untersuchungen obligatorisch, dass eben eine Ü-Untersuchung gemacht wird in bestimmten Abständen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass man das auch für Pflegebedürftige machen kann, dass sie in dass eine obligatorische Untersuchung in bestimmten Zeitabständen stattfindet, dass man also die Hausärzte mit ins Boot nimmt und darüber eben entdecken kann, ob da eine ausreichende Pflegesituation da ist? Es gibt ja bereits diesen Paragraph 37.3. Das heißt, in der häuslichen Pflege ist so, wenn jemand Pflegegeld bezieht, bekommt er alle 3 Monate oder alle 6 Monate Besuch durch eine Pflegekraft, die praktisch die Qualität der Pflege prüft. Und da hat Pflege in Not, wir haben an einem Leitfaden mitgearbeitet, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass eine Pflegekraft nur auf den Pflegebedürftigen schaut und auch nur schaut, wie ist die pflegerische Versorgung, sondern sie muss auch den pflegenden Angehörigen mit einbeziehen, sie muss die gesamte häusliche Pflegesituation mit anschauen und muss gucken, gibt es hier Anzeichen von Überforderung, von Konflikten, Aggressionen oder vielleicht sogar Gewalt. Und da haben wir Fragen mit eingebaut in diesen Leitfaden, und das ist bundesweit einmalig, aber wird leider noch nicht bundesweit verwandt, dieser Leitfaden. Ich finde ihn aber großartig, weil
Es wird erst nach der pflegerischen Situation gefragt und dann wird nach der Beziehung gefragt und auch der Pflegebedürftige wird befragt. Also ungefähr in diesem Sinne, hat sich Ihre Beziehung durch die Pflege verändert? Spüren Sie manchmal Gefühle von Wut und Groll? Fühlen Sie sich überfordert? Wünschen Sie sich Unterstützung und welche Form? Also ich habe es jetzt so ein bisschen eingedampft, ne, was mir gerade noch so einfällt von den Fragen. Und das finde ich wichtig, also dass man nochmal guckt, und es ist ja wirklich so, dass Pflege eine Beziehung kolossal verändert. Wir erleben das ja immer wieder. Bei uns rufen ja pflegende Angehörige an, die zu Hause jemanden pflegen. Und das seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und man muss wirklich sagen, die pflegenden Angehörigen pflegen erstmal sehr liebevoll engagiert. Aber es kann der Tag kommen, wo sie an ihre Grenzen stoßen. Wir wissen ja, die durchschnittliche Pflegedauer in Deutschland zu Hause beträgt über 10 Jahre. Dann kommt das Krankheitsbild dazu, die Rollen verändern sich und die gemeinsame Beziehungsgeschichte. Ich sage immer, der eigentliche Zündstoff für Konflikte in der Pflege ist die Beziehungsgeschichte. Die kommt dann auch nochmal sozusagen zum Tragen, weil man natürlich in dieser extremen Abhängigkeitssituation nochmal merkt, dass da ganz vieles an Kränkungen, Verletzungen, was man auch nicht besprochen oder verarbeitet hat, sich nochmal an die Oberfläche bahnt. Wir haben das gesehen in der Corona-Zeit. Wurde das so verdichtet, weil alle Unterstützungsangebote weggefallen sind, dass man kann wirklich sagen, da hat nach Tagen die Luft gebrannt, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf. Da haben schon am 3. Tag, also wir haben am 16. März, haben wir eine 6-Tage-Woche ausgerufen und haben 6 Stunden täglich Beratung gemacht und die wurden auch voll ausgeschöpft. Und da waren schon die ersten Anrufe, die gesagt haben, mein Mann ist an Demenz erkrankt, er kann nicht mehr in die Tagespflege, wir haben eine kleine 2-Zimmer-Wohnung, ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten, hier passiert bald was. Und das war ziemlich eindeutig und auch offen und ehrlich formuliert. Und daran hat man nochmal gesehen, die häusliche Pflege ist eine ganz sensible Pflegesituation. Und deswegen freuen wir uns, dass die pflegenden Angehörigen bei uns anrufen, wenn sie merken, sie können nicht mehr, sie sind an die Grenze der Belastbarkeit gekommen. Und wir sie mit telefonischer, persönlicher, auch psychologischer Beratung und Familiengesprächen unterstützen, um, ich sag mal, aus den überforderten Menschen keine Täterin werden zu lassen. Ja, also es ist schon eine Form von starker Prävention, finde ich. Und wir haben über 60% Mehrfachanruferinnen, das heißt also, die Menschen fühlen sich von uns gut gestützt und begleitet und merken auch, dass sie eine Weile brauchen, bis sie aus einer Situation vielleicht herausfinden. Und selbst wenn die darin mündet, aber das ist relativ selten der Fall, dass sie sagen, ich glaube, ich werde meinen Angehörigen in eine Einrichtung unterbringen. Das passt jetzt für unsere Beziehung besser, ja? Oder das entlastet uns alle. Und von daher ist ja, das eigentlich eine gute präventive Maßnahme zu sagen, wir sind als Beratungs- und Beschwerdestelle jetzt schon da, also seit 22 Jahren ja in Berlin. Und es muss sich nicht alles zuspitzen. Und Sie, aber Sie haben recht, es muss jemand anrufen, ne? Jemand muss den Hörer in die Hand nehmen und sagen, wenn ich den ganzen Tag so voller Wut und Groll bin, könnte das ein wichtiges Signal sein, um den Hörer vielleicht in die Hand zu nehmen und sich nicht dafür zu schämen, dass man schon mit so aggressiven Gedanken und Gefühlen aufwacht. Ja, die sich dann wie so ein roter Faden durch den Tag ziehen. Und natürlich müssen Sie auf jemanden stoßen, der das nicht bewertet, ja, und irgendwelche schlaue Ratschläge gibt, sondern wir verstehen uns eigentlich eher als jemand, der, ich sag mal, wir machen eher die Hand in den Rücken, ja, und derjenige macht kleine Schritte und wir schieben ihn nicht, sondern wir stützen ihn nur. Und die kleinen Schritte und die Geschwindigkeit auch der kleinen Schritte bestimmt er selber. Das ist, glaube ich, immer wichtig, dass wir bei diesem Thema Gewalt in der Pflege gegen alte Menschen, wo man natürlich sofort auch eine Emotion haben. Es geht darum, dass wir nicht moralisch werden, dass wir nicht insistieren und nicht jemanden noch mit dem, was wir denken, belasten. Belastung haben die pflegenden Angehörigen genug. Welche Berührungspunkte kann ich vielleicht kurz noch da einhaken? Du hattest gefragt nach der oder auch gefragt nach der Übertragbarkeit von U-Untersuchungen auf den Bereich jetzt Gewaltprävention im Alter und ich sehe da Potenzial. Also ich glaube, dass man die U-Untersuchungen nicht so einfach auf alte Menschen übertragen kann, unter anderem auch, weil die U-Untersuchungen ja auch sowas wie natürliche Reifung und Entwicklungsprozesse, die bei einer normalen Reifung und Entwicklung sich halt vollziehen, feststellen sollen, was es jetzt, da gibt es kein exaktes Pendant zu jetzt bei Alter und Pflegebedürftigkeit. Aber ich denke, dass Hausärzte durchaus wichtige Präventionsakteure und auch aktivere Präventionsakteure sein könnten, als sie bislang sind.
Es gibt ja auch schon verschiedene Ansätze in der Richtung. Also es ist unter anderem vor über einem Jahrzehnt ist im Auftrag der WHO so ein kleines Screening-Instrument für Hausärzte entwickelt worden. Das heißt der Elder Abuse Suspicion Index, EASI. Was auch auf Deutsch übersetzt worden ist, was in der praktischen Umsetzung aber große Schwierigkeiten hat und ich glaube aus verschiedenen Gründen auf wenig Akzeptanz bei Ärzten stößt, nach meiner Wahrnehmung. Und ich glaube aus zwei Gründen. Der Punkt eins ist das Abfragen oder das Abfragen von möglichen Gewaltindikatoren ist etwas, was die Arzt-Patient und die Arzt-Patient-Angehörigen-Beziehungen möglicherweise belasten könnte. Der andere Punkt ist, das wäre eine Leistung, die nicht vergütet wird. Also es ist nichts, was jetzt das Einsetzen dieses EASI-Instruments ist nichts, was jetzt abrechenbar wäre für einen behandelnden Arzt. Gleichwohl glaube ich, dass da Ärzte nun mal regelmäßig, Hausärzte behandeln, die Ärzte regelmäßig Kontakt zu Pflegebedürftigen, zu den meisten halt haben, glaube ich, dass da eine Menge an präventivem Potenzial drinstecken würde, was bislang nicht ausgenutzt wird, auch ohne dass wir ein exaktes Pendant jetzt zu den U-Untersuchungen haben müssten. Da sprechen Sie ja nochmal ein Thema an, was wieder in die Richtung geht, Strukturen, die wir im Kinder- und Jugendschutz schon haben und wo wir gegebenenfalls was von lernen können. Wir haben ja auch immer darüber diskutiert, ob als Pendant zum Jugendamt ein Pflegeamt eingerichtet werden müsste, das bestimmte Dinge organisiert. Und da denke ich zum Beispiel an ein Problem, vielleicht kann Herr Hildmann dazu mal was sagen, was wir ja immer wieder als Polizei haben, wenn wir jemanden befreien aus einem gewalttätigen Umfeld, dann brauchen wir ja einen neuen Pflegezusammenhang. Wir müssen ihn in ein Refugium einbetten, was im Moment schwierig zu organisieren ist, weil es halt dann oftmals keinen Pflegeplatz mehr gibt. Gibt es da Lösungen, wo man ansetzen könnte, wo gegebenenfalls auch ein Pflegeamt dann eine solche Organisation übernehmen könnte? Frau Tampa, wie sehen Sie das? Also für uns wäre das eine große Erleichterung. Also wir haben das ja oft, dass wir Situationen begleiten, wo wir Unterstützung brauchen. Und ein Pflegeamt könnte uns helfen. Also ich sage mal, im Moment ist es so, die Polizei ist für uns der einzige Türöffner. Wir haben manchmal kritische häusliche Situationen. Wir haben im Moment auch aktuell einen Fall, da hat eine Mutter, hat bislang bei ihrem Sohn gelebt, jahrelang, er hat auch die Vollmachten und jetzt hat die Tochter die Mutter zu Besuch abgeholt und gibt sie nicht mehr raus, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Obwohl er alle Vollmachten hat, hat er sich schon ans Amtsgericht gewandt und ja, jetzt sind wir eingeschaltet. Und das wären zum Beispiel so Stellen, wo so eine Amtshilfe uns sehr helfen könnte, weil uns muss man keinen Zugang geben zu der Tochter, wenn sie uns die Türen nicht öffnet, was wir aber natürlich versuchen werden. Wir wollen vor allem mit der Mutter sprechen, um zu klären, wo möchte sie wirklich leben. Es kann ja auch durchaus sein, dass sie sagt, ich möchte inzwischen jetzt lieber bei meiner Tochter wohnen. Aber kurzum, ein Amt würde uns helfen, bestimmte Türen zu öffnen. Im Moment ist es so, wenn wir keinen Zugang haben, wenden wir uns an das LKA 12. Da sind wir froh, dass es das gibt. Weil wir sind, wie gesagt, ja eine unabhängige Beratungsstelle, zwar mit öffentlichen Geldern finanziert, aber haben ja kein Zugriffsrecht. Und so ein Amt, glaube ich, würde das Thema nochmal ganz gut befördern und das Thema, was auf diesen Plakaten auch steht, dass nochmal klar ist, Gewalt in der Pflege alter Menschen ist so ein wichtiges Thema, dass es dazu auch eine offizielle Stelle gibt und es wäre natürlich für uns eine große Erleichterung. Kann ich vielleicht auch ganz kurz nochmal einhaken. Ja. Also wir sind da natürlich immer gerne ansprechbar. Und wie ja schon rausgehört, wird ja auch gerne der Kontakt zu meinem Kommissariat gesucht. Dass wir da aber auch einen Zugriff erstmal haben können, brauchen wir entweder zwei Sachen. Ne? Entweder einen Anfangsverdacht von einer Straftat oder eben dann im Allgemeinen auch eine Gefahr an sich, um eben nach dem Polizeirecht da tätig zu werden. Aber dann ist natürlich dann auch die nächste Problematik, selbst wenn man da dann den Zugriff sieht oder nimmt, brauchen wir dann irgendwie ein neues Betreuungsverhältnis. Wie bekommen wir das? Ne, normalerweise sind die üblichen Wege über die entsprechenden Gerichte, da vielleicht dann auch, die ein bisschen zeitintensiv sind, aber die Person braucht in dem Moment Hilfe und muss irgendwo unterkommen oder irgendjemand, der sich dann auch in einer weiteren Folge schnellstmöglich darum kümmern kann. Ne? Und das sind dann auch teilweise die alltäglichen Probleme, denen wir uns gegenüber sehen. Das hatten wir, wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, vorhin ja auch in dem Vortrag
gehört. Das heißt, die Idee, ähnlich wie bei der häuslichen Gewalt Frauenhäuser zu errichten, kann es ja auch für solche Notfälle Institutionen geben. Genau, im Koalitionsvertrag wird ja darauf hingewiesen, dass die Kurzzeitpflege erweitert wird. Tagespflege, Nachtpflege. Der eigentliche Sinn ist ja, dass Angehörige entlastet werden, pflegende Angehörige, damit sie mal durchatmen können. Aber könnte man sich vorstellen, dass nicht diese Kapazitäten, die dort aufgebaut werden, auch für solche Notfälle genutzt werden können, wenn jetzt jemand in ein neues, in einen neuen Pflegezusammenhang eingebettet werden muss, ein Refugium braucht, damit er befreit werden kann aus seinem Umfeld? Wäre das vorstellbar? Weil man müsste ja wahrscheinlich ein bisschen sich umstrukturieren, weil diese Art der Pflege hat ja, wenn man das in Anspruch nimmt, einen gewissen Vorlauf. Und hier müsste man ja sofort reagieren. Wäre das trotzdem etwas, was so ein bisschen ein Silberstreif am Horizont sein könnte? Doch, absolut. Und ich denke mir, wir werden auch zukünftig mehr ambulantes Operieren in den Krankenhäusern haben. Es wird immer Pflegesituationen geben, wo der Patient noch nicht zu Hause alleine zurechtkommt, sage ich mal so, aber wo er auch nicht unbedingt umfangreiche medizinische Leistungen mehr benötigt. Und ich glaube, solche Stationen kann man sehr, sehr gut einrichten, die quasi die Kurzzeitpflege auch verlängern würden. Oder ich sage es mal, auch Brückenpflege aus einem Klinikum. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch erlebt, solche Fälle, wie Sie gesagt haben, dann wird der Patient eben in eine stationäre in ein stationäres Krankenhaus eingewiesen. Da gibt es Abrechnungsziffern dafür und dann wird er da eben versorgt. Also man kann ihn ja nicht unversorgt irgendwo zu Hause lassen und man kann ihn ja auch, wenn man keinen Pflegeplatz hat, dann hat man keinen Pflegeplatz. Bei Kindern ist es auch so, die werden dann eben in die Klinik eingewiesen, bei älteren Menschen genauso, ja. Das ist zwar nicht medizinisch unbedingt in dem Moment vielleicht indiziert, aber dafür sind solche Brückenstationen, nenne ich sie, die wirklich von Fachpflegenden gut betreut werden können, wo der Patient aber eben gut pflegerisch versorgt wird, auch als Übergangslösung, das wäre sehr gut. Kann man denn auch die Pflegeheime gesetzlich verpflichten, gewisse Kapazitäten vorzuhalten für solche Fälle? Es ist ja immer diese Betreuungssituation und sie ist ja heute schon eng. Ja, wir wissen, bei dem Pflegenotstand, den wir in Deutschland haben, und wir sprechen zwischen 100 und 200.000 Pflegenden, die uns fehlen heute in Deutschland. Ja? Also wir haben eine Gesamtbevölkerung, die pflegebedürftig ist, aber uns fehlen 100.000 Menschen heute schon, die das nicht erbringen können. So. Und das heißt, für den Einzelnen wird eine Leistung rationiert. Es ist ein riesiger Bedarf da, den wir heute nicht gut decken können. Und deshalb dann noch gesetzlich zu zwingen, etwas vorzuhalten, das macht die Situation nicht besser. Also wir müssen Pflegende in großem Maße aufbauen. Das ist wirklich ein Ziel der konzertierten Aktion Pflege auch gewesen, dass wir jetzt zwingend in der nächsten Legislatur umsetzen müssen. Aber wir müssen auch andere Modelle schaffen. So wie Sie jetzt eben gesagt haben, zum Beispiel mit Lösungen, dass wir Stationen haben, Brückenstationen, wo jemand eben versorgt werden kann in der Not. Ja, das muss zweifelsohne möglich sein. Oder eben eine Krankenhauseinweisung, aber eine Krankenhauseinweisung heutzutage in pandemischen Zeiten, das wissen Sie auch, wie schwierig das ist, wenn man aus solchen Fällen letzten Endes. Ja? Also das macht es im Augenblick alles nicht einfach. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Sensibilisierung kommen. Die Polizei hat ja in einem ähnlichen Thema, da geht es um die häusliche Gewalt gegen Frauen, hat ja eine sehr starke Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit Kooperationspartnern, Kooperationspartnern betrieben. Mit dem Ergebnis, dass die Tabuisierung für dieses Thema deutlich nachgelassen hat und vor allen Dingen, dass die Polizei auch mehr rechtliche Möglichkeiten hatte. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit dem Ziel, einen weiteren Schutzmechanismus durch die Achtsamkeit der Gesellschaft zu etablieren. Wir schauen genau hin, wenn es um den Schutz von pflegebedürftigen Menschen geht. Ist ja, korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders sehen, deutlich schwieriger, weil häusliche Gewalt gegen Frauen natürlich lauter besser sichtbar ist als die Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen, die, wenn sie im häuslichen Bereich gepflegt werden, ja selten das Haus verlassen, wo wir heute schon gehört haben, dass der Gesundheitszustand, also dass körperliche Symptome auch auf den Gesundheitszustand zurückgeführt werden können, kann dann eine achtsame Gesellschaft tatsächlich trotzdem ein signifikanter Schutzfaktor sein? Vielleicht eine Frage an die Kriminologen und Kriminalisten. Herr Göring? Also ich würde sagen, ohne geht es nicht. Ohne werden wir der Lösung des Problems nicht bedeutsam näher kommen. Also ich würde vollkommen zustimmen, dass es ein schwieriger Prozess ist als bei häuslicher Gewalt gegen Frauen, auch weil es die
die Formen von Selbstorganisation von Betroffenen, von Selbstorganisation von unmittelbar Betroffenen, wie wir sie bei Gewalt gegen Frauen durchaus ja haben, weil es die auf Seiten von Pflegebedürftigen so nicht gibt und vermutlich auch nicht geben wird. Da sind es Angehörige und Menschen, die sich für Pflegebedürftige einsetzen, aber diese unmittelbare Arbeit aus der betroffenen Perspektive heraus, das, oder Öffentlichkeitsarbeit aus der betroffenen Perspektive heraus, das wird da weniger der Fall sein. Aber ich glaube, dass eine erfolgreiche Prävention von Gewalt in der Pflege letzten Endes von einer gesellschaftlichen Sensibilisierung abhängt, die sich dann auf verschiedene Dinge auswirkt. Also wir haben ja an verschiedenen Stellen auch schon darüber gesprochen, dass Gewalt in der Pflege auch zu tun hat mit den Rahmenbedingungen, unter denen Pflege geleistet wird, halt, ne, den Rahmenbedingungen, die schlecht sind. Das ist das Wort Pflegenotstand, das ist von Personalmangel die Rede gewesen und so weiter und so fort. Und man kann die Thematik ja auch nicht denken, ohne diese strukturellen Dinge eben auch mitzudenken. Und auch deren Behebung ist letzten Endes ja etwas Politisches, was von der Wahrnehmung der Bedeutsamkeit der Thematik, der Sensibilität für die Thematik in der Öffentlichkeit halt abhängt. Der andere Punkt ist halt, Polizei wird ja nie in der Lage sein, selbst oder nie im großen Maßstab in der Lage sein, selbst Fälle von Gewalt gegen Pflegebedürftige aus erster Hand zu entdecken, sondern man wird immer angewiesen sein darauf, dass das Dinge sind, die mitgeteilt werden, dass das Dinge sind, die eben von einer aufmerksamen Öffentlichkeit mitgeteilt werden oder von einem aufmerksamen Umfeld mitgeteilt werden, weil die Pflegebedürftigen das in aller Regel oder in vielfach eben selber überhaupt nicht mehr leisten können oder sich nicht trauen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es ist schwierig, aber diese Sensibilisierung ist sowohl auf dieser politischen Ebene als auch auf der Ebene Dinge vom Dunkelfeld ins Hellfeld heben, etwas, was unumgänglich ist für eine erfolgreiche Prävention. Ja, kann ich mich nur anschließen. Da sind ja auch schon Teilaspekte genannt worden. Das sind ja nicht nur die Pflegekräfte an sich, sondern eben auch, ne, pflegende allgemeine Angehörige, die einfach auch die Info bekommen müssen, wie vorhin auch schon angedeutet, dass es okay, über Sachen zu sprechen, dass denen auch schon frühzeitig Informationen an die Hand gegeben werden, wo man sich hinwenden kann, wenn gewisse Sachen da sind, aber auch in der Gesellschaft im Allgemeinen. Na klar, wenn die häusliche Pflege da ist und ein Angehöriger pflegt, kriegt die Gesellschaft ringsherum schwer eventuell was mit, aber trotz all dem können ja auch die Angehörigen trotzdem mit Nachbarn oder mit anderen Verwandten über Thematiken sprechen und man kann sensibel vielleicht eine Situation und auch mit diesem Sensibilisierung zu diesem Thema, auch dann, wenn andere Leute darüber sprechen, ganz anders damit umgehen. Ich möchte das mal ergänzen. Ich stimme Ihnen zu, man muss auch wirklich wissen, häusliche Pflege findet hinter verschlossenen Türen statt. Ja, und da ist der Zugang natürlich schwierig. Über diesen Beratungsbesuch geht es natürlich, aber ansonsten, wie gesagt, bleibt das alles im familiären Rahmen. Wir haben vor vielen Jahren mal eine ganz tolle Aktion gemacht mit der AOK. Da haben wir gesagt, wenn man mit der Pflege beginnt, weiß man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und das sagen viele Angehörige auch zu uns, die sagen, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es mir vielleicht gar nicht zugetraut. Sie erleben teilweise einen Gefühlscocktail, ja, von Mitleid, Verzweiflung, Überforderung bis hin zu starken Hassgefühlen. Und da haben wir eine Aktion gemacht, da haben wir gesagt, in jedem Pflegebescheid, der von der AOK rausgeschickt wurde, bei Menschen, die also sozusagen, ne, eine Pflegestufe bekommen haben und mit Pflege begonnen haben, war von uns so ein kleiner portoneutraler Einleger drin, wo drin stand ungefähr sinngemäß, Sie beginnen jetzt mit Pflege, Sie sind über alles gut informiert, aber es kann auch sein, dass Sie an Ihre Grenzen stoßen, schämen Sie sich nicht für Ihre Gefühle, wenn Sie Probleme haben, rufen Sie uns an. Und das fand ich eine ganz tolle Sache. Wir haben das nur zweimal gemacht, aber das war eine tolle Sache, weil das ist ähnlich wie bei jungen Müttern, die ein Kind bekommen. Ja? Die bekommen ja auch Infos von den Kinderärzten, hoffentlich über alles, ne, was auf sie zukommen kann. Und ich finde, gerade wenn man mit Pflege beginnt, dann bekommt man in den Pflegestützpunkten Infos über Hilfsmittel, über Finanzierung, über Ehrenamt, alles, was toll und wichtig ist. Aber keiner sagt ungefordert, ja, sozusagen, es kann auch sein, dass es mal eng wird, ja, und dass sie laut werden und dass sie vielleicht handgreiflich werden. Und das ist nichts Schlimmes, das kann passieren, aber es gibt im Vorfeld Hilfe. Oder wenn Sie merken, es baut sich immer mehr Wut und Groll auf. Und das fand ich eine tolle Sache. Also wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, wir haben das nie wiederholt, wo man sagen kann, warum sollen wir nicht auch über sowas nachdenken? Wenn die Polizei sagt, wir denken über Plakate nach,
vielleicht können die Kassen auch bei ihren Bescheiden wieder ein kleines Logo von unserem Netzwerk mit reingeben. Ich weiß es nicht, also man kann ja mal fantasieren. Also das fand ich großartig damals. Kann ich nur unterstreichen, auch erfahrungswert aus anderen Bereichen, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, bei gewissen Briefen Flyer einfach mit hinzuzufügen, mit beizufügen. Das kann jetzt auch unabhängig von der Möglichkeit, dass darüber nachgedacht wird, eben bei unserer Zentralstelle für Prävention eben auch so eine Infoveranstaltung oder Beratungsangebote, meinetwegen monatliche Beratungsangebote, zu diesem Thema anzubieten, kann auch in anderen Bereichen mit, ja, nehmen wir mal beispielsweise Trickbetrug oder Trickdiebstahl, wo wir Beratungsangebote haben. Da ist ja auch die möglicherweise Geschädigten oder tendenziellen Opfer fast die gleiche mögliche Opfergruppe. Ja. Da kann man dann so eine Flyer gegebenenfalls auch zusätzlich gleich mit an die Hand geben. Okay, du bist zwar hier wegen was anderem, aber falls, geben wir dir Infomaterial an die Hand, also mit Sicherheit. Sie haben gerade gesagt, viele pflegende Angehörige sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir das gar nicht zugetraut. Wäre es nicht ein Weg zu sagen, wenn es zu einer häuslichen Pflege kommt, dass eine gewisse Fortbildung der pflegenden Angehörigen mehr oder weniger an das Pflegegeld geknüpft ist oder dass man ihnen tatsächlich, dass man sie so ein bisschen, ich formuliere es jetzt mal provokant, zu ihrem Glück zwingt und sie eben eine Fortbildung machen, die sie einfach dann auch resilienter macht? Ich glaube, jetzt muss ich Frau Grafmann-Weschke angucken, ich glaube, die Pflegekassen bieten das alle bereits an, ne? Dass sie Kurse anbieten für pflegende Angehörige, ja. Und da gibt es auch immer einen kleinen Anteil Erfahrungsaustausch. Ja gut, dann ist man ja schon fast in der Pflege drin, um Erfahrungsaustausch zu machen. Ja, die Kassen bieten das an. Ich weiß aber nicht, wie oft das in Anspruch genommen wird. Ich biete selber eine Gesprächsgruppe an zum Thema Aggression und Konflikte in der Pflege meines Angehörigen. Das ist der Titel. Aber Gesprächsgruppen werden nur zögerlich angerufen, obwohl wenn sie angeboten werden und werden wahrgenommen, werden sie von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als unglaublich befriedigend und entlastend erlebt. Aber ich meine, ich behaupte das jetzt mal, die Kassen bieten was an, Herr Brange, aber ich weiß nicht, wie die Teilnahme ist und ich weiß nicht, es ist bestimmt nicht verpflichtend. Das gibt ja auch noch, es gibt Modelle der familialen Pflege, so nenne ich das, die zwei Modellversuche in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Da ist es sehr gut angedockt, auch an den Klinikaufenthalt. Also wenn ein FIF gibt es ja auch noch. Ja, also wenn Sie in der Klinik liegen und entlassen werden und dann das Entlassmanagement stellt fest, dass hier Unterstützungsbedarf durch die Angehörigen sehr gut wäre, wenn die Angehörigen geschult würden, dann findet diese Schulung im Klinikbereich schon statt. Das ist perfekt, sage ich mal, organisiert in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Hier sind aber auch die Pflegestützpunkte sicherlich unterstützend tätig, die auch Schulungen und Beratungen mit durchführen, was die Schulung angeht. Aber ich glaube, der Angehörige muss einfach zentral einfach wissen, wie Sie schon gesagt haben, irgendwo ein Flyer, wenn Sie sagen, grundsätzlich hängt es zu Hause wie die Kinderschutz-Hotline oder so, dass ich auch in so einem Bedarf einfach eine Nummer anwählen kann, wo ich einfach mir Beratungsbedarf hole. Und dass es kein Tabu ist. Das ist wichtig. Wir müssen es aus dieser Tabuzone holen. Ja? Es ist in Ordnung, wenn man sich Beratung und Bedarf holt und muss akzeptiert sein. Ja, es gibt für Pflegen in der Familie, das stimmt auch von der AOK. Da wird bereits beim Sozialdienst ist das im Krankenhaus angedockt und dann ist das Thema Gewalt in der Pflege ist da auch ein Thema. Ja. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf das Thema Sensibilisierung, weil es ja immer wieder fällt und das ist ja wirklich ein ganz zentraler Punkt. Kann denn die Polizei über jetzt große Plakatkampagnen hinaus so durch die alltägliche Arbeit vielleicht mehr dazu beitragen? Muss die Polizei präsenter im Kiez sein und ist ein Beitrag zu einem sozial funktionierenden Kiez durch Community Policing oder Vernetzung mit Akteuren im Kiez wie dem Quartiersmanagement, ist das ein Weg, um auch in diesem Thema ein Stück weit voranzukommen? Herr Görn? Schwierig, aber wahrscheinlich auch unvermeidlich oder auch wieder da, ohne das wird es vermutlich nicht gehen. Es ist ja, also die Frage ist, an wen, wer ist dann der Ansprechpartner? Wer soll dann der Ansprechpartner von Polizei für Sensibilisierungsmaßnahmen sein? Im stationären Bereich ist das ja vielleicht noch denkbar. Ich
habe im Rahmen einer Masterarbeit im vergangenen Jahr bei einem Hamburger Studierenden mitgekriegt, dass dort die, wie heißen dort nochmal die heißt nicht Beamten vor Ort, aber so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau den Ausdruck, bürgernahe Beamte, genau heißen sie in Hamburg, dass es dort bürgernahe Beamte gibt, die tatsächlich dann auch Zuständigkeiten für einzelne Pflegeheime haben. Das heißt, die gehen in jedes der Pflegeheime, was dann halt in ihrem Stadtbezirk da liegt, dann vielleicht 3-4 Mal im Jahr rein. Da wäre das natürlich ein Ding, was man auch, also wo man auch für diese Thematik dann sensibilisieren könnte. Für den Bereich der häuslichen Pflege ist der Zugang, stelle ich mir den Zugang schwieriger vor, weil einfach da hat man nicht jetzt so einen zentralen räumlichen Ansatzpunkt, wo man angreifen kann. Aber für den Bereich der stationären Pflege, ja, könnte auch so etwas wie ein Zugang über Community Policing dann ein geeigneter und wahrscheinlich sogar ein gangbarer sein. Wobei es trotzdem natürlich ein heikles Thema dann halt bleibt. Also es ist ja nichts, was sich jetzt so ganz, ganz easy mal ansprechen lässt. Ich stelle diese Frage auch deshalb, weil wir haben ja gehört, dass wir bei den polizeilichen Optimierungskonzepten auch darüber diskutieren, ob wir die Zuständigkeit für Gewaltdelikte in der Pflege komplett zentralisieren. Im Moment ist es ja so, dass es auf verschiedenen Ebenen in Berlin stattfindet, oder ob wir das nicht tun. Und ich meine, die Frage wäre jetzt an Herrn Hildmann, wäre es denn für Sie ein Vorteil, wenn man das quasi in der Fläche belässt und durch diese Kontakte im Kiez da eben leistungsfähige Ansprechpartner hat im Raum und darüber dann eben auch leistungsfähige Prävention betreiben kann? Ist das ein Modell, was Sie sich gut vorstellen könnten? Nicht uninteressant an, dass das bei uns vielleicht auch die Kontaktbereichsbeamten, wie sie bei uns heißen, eventuell dann auch in die entsprechenden Einrichtungen sind, da dann vielleicht auch mal vor Ort sind und sensibilisieren, sich zeigen und vielleicht auch so ein Vertrauensverhältnis aufbauen oder Ressentiments abbauen. Für Gesamt-Berlin zentralisiert in einer Dienststelle alle Gewaltdelikte zusätzlich zu den gesamten neben der Misshandlung der Schutzbefohlenen im Allgemeinen, könnte ich jetzt schwer sagen, müsste und auch bei dem anderen, schwieriges Thema. Also könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht fundiert genug beantworten. Da werden wir noch genau drüber definitiv nachdenken. Definitiv. Eine Sache, die wir mitnehmen. Ja, ich könnte noch sehr, sehr lange mit Ihnen diskutieren, aber wir müssen, glaube ich, guck an unsere Regie, langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben noch mal deutlich machen können, wie komplex diese Thematik ist, aber dass es auch zentrale Handlungsoptionen gibt, die durchaus vielversprechend sind, wo wir eben gemeinsam im Netzwerk dann ansetzen können. Ich hätte gerne noch ein Abschlussstatement von jedem von Ihnen, was Sie bitte in einem Satz formulieren zu der Frage, wenn Sie sich eine Veränderung zu einem verbesserten Schutz von Pflegebedürftigen sofort wünschen könnten, was wäre das und warum? Fangen vielleicht bei Frau Stüber an. In einem Satz. Ich würde mir für die Pflegenden mehr Personal wünschen und für die Polizei und für die Justiz auch tatsächlich mehr Ressourcen und mehr Schulungen, damit wir alle kompetenter, sensibler, empathischer werden. Frau Tampa. Ich würde mir Hausbesuche wünschen zusammen mit der Polizei. Weil ich glaube, wir sind zu zweit schlagkräftiger und ich glaube, dass wir viel schneller und sehr sensibel durchaus natürlich mit Fachwissen auf beiden Seiten die alten pflegebedürftigen Menschen damit unterstützen könnten. Ich möchte vielleicht nochmal klarstellen, ein Pflegenotstand rechtfertigt niemals Gewalt in der Pflege. Also dass wir das hier nochmal, dass das nochmal ganz klar ist. Ich würde mir wünschen, dass das Thema mehr in der Öffentlichkeit und in den Einrichtungen Zuspruch findet, um noch bearbeitet zu werden. Und ich wünsche mir einen niedrigschwelligen Zugang zur Versorgung dieser Pflegebedürftigen analog der frühen Hilfen im Bundeskinderschutzgesetz. Also ich würde mir jetzt sofort und trotzdem auch mit Blick auf die Zukunft wünschen, dass für die Klammer auf, Berliner und nicht nur Berliner Polizei in einigen Jahren die Befassung mit Gewalt gegen Pflegebedürftige etwas so Alltägliches und Normales und Selbstverständliches ist, wie die Befassung mit Gewalt gegen Frauen in der Familie oder wie der Kinderschutz. Und ich glaube, dass das Projekt ein kleiner Anstoß dazu auf jeden Fall
sein kann und gewesen sein kann. Bei mir ist es eine noch vertrauensvollere Zusammenarbeit, was ich mir durch das Netzwerk auch verspreche, dass uns niedrigschwelliger Taten zur Kenntnis gegeben werden, mit noch mehr Polizistinnen und Polizisten, die die Sachen entsprechend erkennen, sodass wir da dann auch das Dunkelfeld erhellen. Okay, dann danke ich Ihnen sehr für diese lebhafte und sehr interessante Diskussion. Ja, wir kommen damit langsam zum Ende der heutigen Fachtagung. Sie können ruhig noch sitzen bleiben. Und das bedeutet rein formal betrachtet, dass auch unser Forschungsprojekt Paris damit abgeschlossen ist. Das offizielle Projektende ist aber nur ein Meilenstein in einem langfristigen Entwicklungsprozess, der durch Paris angestoßen wurde, um unsere Erfolgsvoraussetzungen zum Schutz von Pflegebedürftigen nachhaltig zu verbessern. Wichtig ist, dass wir einige Schritte auf dem Weg dorthin bereits im laufenden Projekt gehen konnten. Dies betrifft zum Beispiel die Sensibilisierung für das Thema bei der Polizei Berlin. Da im Landeskriminalamt Kriminalitätsbekämpfung, da in Berlin Kriminalitätsbekämpfung nicht nur im Landeskriminalamt betrieben wird, sondern darüber hinaus in den verschiedenen Direktionen, die über die Stadt verteilt sind und dort wiederum auf unterschiedlichen Ebenen, brauchen wir eine umfassende Kommunikation, um flächendeckend für ein Thema zu sensibilisieren. Unsere Workshops zu den polizeilichen Optimierungskonzepten waren ein erster Schritt in diese Richtung, weil Verantwortliche aus allen Bereichen daran beteiligt waren. Das heißt, es sind nicht nur umfassende Erfahrungen und unterschiedliche Perspektiven in die konzeptionelle Arbeit eingeflossen, sondern diese Teilnehmenden an den Workshops können bereits jetzt als Multiplikatoren für das Thema in ihrem Bereich arbeiten. Natürlich brauchen wir, um diese Dynamik aufzunehmen, verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel eine facettenreiche interne Öffentlichkeitsarbeit. Die Plakataktion, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, ist ein Instrument, das dazu dient. Und wir sind schon sehr gespannt, welches Plakat von den Livestream-Teilnehmenden favorisiert wird. Chantal Höhn und Clara Ackermann werden das gleich auflösen. Entscheidend ist aber, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen nicht nur für die Bedeutung des Themas Gewalt in der Pflege sensibilisieren, sondern dass wir sie gleichzeitig in die Lage versetzen, mit einer grundlegenden Handlungssicherheit zu agieren, wenn sie mit einschlägigen Verdachtsfällen konfrontiert werden. Das ist etwas, was wir uns auf die Agenda geschrieben haben. Und wenn wir das erreichen wollen, wir haben einige Ansätze, die wir umsetzen, die wir Ihnen heute geschildert haben. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung eines eigenen Qualitätsstandards für Gewaltdelikte mit Pflegebezug, die Programmierung einer Handy-App, die einen sofortigen Zugriff auf die im Qualitätsstandard beschriebenen Sofortmaßnahmen ermöglicht und das Schulungsmanual, das wir für unterschiedliche Adressatengruppen einsetzen können. Wenn wir eine grundlegende Kompetenz für das Thema Gewalt in der Pflege in der Fläche etablieren wollen, müssen wir aber vor allen Dingen an der Wurzel ansetzen und dieses Thema bereits in der Ausbildung der Polizeianwärterin verankern. Wir sind in vielversprechenden Gesprächen mit der Hochschule für Verwaltung und Rechtspflege, die in Berlin als von der Polizei unabhängige Instanz die Ausbildung des polizeilichen Nachwuchses leistet. Durch diese intensive Abstimmung zwischen Praxis und Lehre können wir sicherstellen, dass das Thema Schutz vulnerabler Personengruppen im Allgemeinen und Schutz von Pflegebedürftigen im Besonderen einen ausreichenden Raum im Polizeistudium einnimmt. Eine mögliche Gastdozentin haben wir dabei bereits akquiriert mit Frau Erbeck, die Ihnen heute das Netzwerk Gewaltfreie Pflege vorgestellt hat. Als graduierte Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin werden wir Sie über das Projektende hinaus beschäftigen. Das heißt, wir bauen nicht nur eine grundlegende Kompetenz in der Fläche auf, sondern wir ergänzen den hochspezialisierten Bereich im Landeskriminalamt um eine weitere wichtige Qualifikationsfacette. Diese Spezialistinnen und Spezialisten können bereits jetzt und perspektivisch, und das freut uns besonders, mit festen Ansprechpartnerinnen bei der Berliner Justiz zusammenarbeiten. Wir haben gehört, dass die Staatsanwaltschaft eine eigene Spezialabteilung für das Thema Gewalt gegen Pflege eingerichtet hat und bei der Amtsanwaltschaft werden ähnliche Überlegungen angestellt. Darüber hinaus
werden wir von der Bereitschaft der Amtsanwaltschaft profitieren, das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung bei Gewaltdelikten mit Pflegebezug prinzipiell als gegeben zu betrachten, egal ob ein Strafantrag vorliegt oder nicht. Damit haben wir die Chance, dass mehr Fälle zur Anklage gebracht werden und eben auch mit entsprechenden Verurteilungen enden. Das sind wichtige Erfolgsvoraussetzungen für uns als Strafverfolgungsbehörde. Quantensprünge zum Schutz von Pflegebedürftigen können wir aber nur durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen erreichen. Und deshalb ist die Arbeit in unserem Netzwerk Gewaltfreie Pflege so wichtig. Dabei werden wir zunächst überlegen, wie wir die aktuellen Strukturen auf dem Handlungsfeld Gesundheit und Pflege nutzen können, um Gewaltdelikte, Misshandlungen, Vernachlässigungen gegenüber Pflegebedürftigen besser erkennen und verhindern zu können. Die aktuellen Strukturen sind dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene Akteure bei unterschiedlichen Gelegenheiten Zugang nicht nur zu Pflegeheimen, sondern zumindest vereinzelt auch zu den Menschen haben, die im häuslichen Bereich gepflegt werden. Wie können wir diese institutionalisierten Kontakte nutzen, um Gefahrenmomente frühzeitig zu erkennen? Das ist eine der Fragen, die wir im Netzwerk diskutieren werden. Darüber hinaus wird es mittelfristig aber auch darum gehen, etwas dazu beizutragen, Strukturen zu verändern und neue Schutzmechanismen aufzubauen. Die Einrichtungen und Verfahrensweisen, die im Kinder- und Jugendschutz etabliert worden sind, können, wie wir heute gehört haben, ein Vorbild dafür sein. Da in diesem Zusammenhang wird auch die Frage eine Rolle spielen, ob wir als Pendant zum Jugendamt ein Pflegeamt benötigen, was dieses Pflegeamt leisten muss und ob die ärztlichen Untersuchungen, die obligatorisch bei Kindern und Jugendlichen in gewissen Abständen durchgeführt werden, auch für Pflegebedürftige obligatorisch sein müssen. Solche Veränderungen in den Rahmenbedingungen der Pflege können vor allem dann umgesetzt werden, wenn wir die Öffentlichkeit zunehmend für dieses Thema sensibilisieren. Das ist ein weiteres Ziel unseres Netzwerkes. Dieses Thema darf nicht tabuisiert werden, wenn wir erreichen wollen, dass wir alle genau hinschauen, wenn es um den Schutz von pflegebedürftigen Menschen geht und wenn wir die Bereitschaft des Gemeinwesens, weitere Schutzmechanismen aufzubauen, auf verschiedenen Ebenen weiter erhöhen wollen. Es liegen also noch große Herausforderungen vor uns und die Polizei Berlin will ihr Potenzial als Strafverfolgungsbehörde und als gesellschaftlicher Akteur ausschöpfen, um ihren Teil dazu beizutragen, dass wir diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen können. Paris war und ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und wir glauben, dass auch die, wir haben es heute angesprochen, die Polizeibehörden in anderen Bundesländern und auch die Akteure auf dem dortigen Handlungsfeld Pflege und Gesundheit von den Ergebnissen profitieren können, auch wenn wir nicht alle Konzepte und Strategien eins zu eins auf deren Strukturen übertragen können. Deshalb freuen wir uns auch sehr über die rege Teilnahme am Livestream heute aus den anderen Bundesländern und über die Unterstützung an unserer Plakataktion. Und welches Plakat hat denn jetzt gewonnen, Clara? Ja. Danke, Matthias. Ich bedanke mich auch nochmal bei Ihnen für die Teilnahme an der Podiumsdiskussion. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie noch einmal Platz nehmen für die letzten Minuten der Veranstaltung. Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr, Ihnen hat die Podiumsdiskussion gefallen und Sie konnten sich vielleicht auch für Ihre eigene berufliche Praxis einige Anregungen mitnehmen oder dass sie zumindest zum Nachdenken angeregt hat. Und wenn Sie auch über die Veranstaltung hinaus zu einzelnen der genannten Aspekte nochmal in Austausch treten möchten, dann scheuen Sie sich bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen, auch gerade in andere Bundesländer. Wir freuen uns jetzt schon, den Grundstein zu legen für eine zukünftige Vernetzung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende der Veranstaltung und wie ich Ihnen ja versprochen hatte, steht noch die Auflösung der Plakatkampagne aus. Wir hatten Ihnen drei Plakate zur Auswahl gestellt. Wir waren Würde, vergesslich aber nicht vergessen und der letzte Schlag könnte der letzte sein. Und damit möchte ich den Gewinner verkünden und zwar ist es Plakat Nummer 1. Wir waren Würde. Ja. Ja, es war allerdings eine recht knappe Abstimmung. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so rege Einsendungen geschickt haben. Ich freue mich sehr, dass Sie sich auch darauf eingelassen haben und das jetzt nicht einfach abgetan haben, weil für uns war es wirklich wichtig, mal ein Meinungsbild aus der Fläche zu erhalten, wie diese Plakate auch ankommen würden, wenn die jetzt tatsächlich dann in die Umsetzung gehen würden.
Und zu Plakat 1 wurde uns rückgemeldet, dass es eben den positiven, wertschätzenden Umgang mit Pflegebedürftigen betont und das Problem eben bei Gewalt in der Pflege, dass die Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit und der Respekt verloren gegangen ist, also dass das wiederhergestellt wird. Es wurde allerdings auch gesagt, dass sich das Plakat vielleicht eher für eine Kampagne in der Pflege selbst eignet, nicht unbedingt für eine polizeiliche. Aber es wurde eben gesagt, dass es sehr einfühlsam ist. Es könnte jedoch vielleicht auch etwas zu dezent sein. Und vielleicht noch kurz die Rückmeldung zu Plakaten 2 und 3, die übrigens punktgleich sind. Bei Plakat 2, das wurde auch gelobt, allerdings wurde gesagt, dass es womöglich zu eng gegriffen sein könnte, weil es eben sich nur auf die Opfergruppe der dementen Pflegebedürftigen bezieht. Ja, und eindeutig die meiste Aufmerksamkeit und am kontroversesten diskutiert wurde Plakat 3, wurde eben gesagt, das bringt Wumms mit, das ist das Wirkungsvollste, das emotionalisiert, ist auch brutal, etwas schockig und zeigt aber die Brisanz des Themas und man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht so eine gesamte Rufschädigung des Pflegestandes damit assoziiert. Aber die Bildsprache wurde gelobt und das wurde eben als, auch als sehr aufmerksamkeitsgenerierend angesehen. Also nochmal vielen Dank, dass Sie hier mitgemacht haben und ich möchte mich bei Ihnen jetzt auch schon direkt fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, Ihnen hat die Veranstaltung gefallen und ich freue mich auch auf die weitere Arbeit in diesem wichtigen Problemfeld Gewalt in der Pflege, denn wie wir heute gehört haben, es gibt noch viel zu tun. Ja. Vielen Dank, Clara. Und wir sind jetzt am Ende unserer Veranstaltung. Wir möchten uns ganz recht herzlich bei Ihnen als Expertinnen bedanken. Herzlichen Dank an die Zuschauerinnen vor den Bildschirmen. Ein großes Dankeschön geht natürlich an das Projektteam des LKA und auch der DH-Pol. Und ein herzliches Dankeschön an die TechnikunterstützerInnen vor Ort, die die Veranstaltung erst in diesem Format so angenehm organisiert und durchgeführt haben. Herzlichen Dank. Und vielen Dank auch für die anregenden Diskussionsbeiträge, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unser Forschungsprojekt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass im Nachgang an unserer Tagung die Präsentationen auf der PARES-Homepage, die ja eingebettet ist in die Berliner Polizei-Webseite, hochgeladen werden. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten und noch einmal die gesamten Ergebnisdarstellungen vom heutigen Tag. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wir entlassen Sie jetzt in den Nachmittag eines hoffentlich für Sie sehr interessanten Tages. Und insbesondere an unsere Expertinnen vor Ort, kommen Sie gut nach Hause, eine gute Heimreise. Haben Sie alle noch eine schöne vorweihnachtliche Adventszeit und vor allem bleiben Sie gesund. Und ja, wir freuen uns vielleicht noch weiterhin Kontakt natürlich mit Ihnen zu haben, aber auch mit einigen von Ihnen Zuschauerinnen vor den Bildschirmen und im Austausch zu stehen. Herzlichen Dank unsererseits. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, ich weiß nicht, ob wir noch live sind, weil die Frage gekommen ist im Chat. Der Stream wird auf jeden Fall noch für eine gewisse Zeit anzuschauen sein. Der ist ja in YouTube eingebettet, wir haben uns da noch nicht projektintern geeinigt, aber sicherlich ein paar Wochen können Sie das noch nachschauen. Sorry, dass ich die Frage jetzt erst beantworte, aber besser spät als nie. Also vielen Dank und noch einen schönen Tag. Wiedersehen.